Und hallo und herzlich willkommen zu unserer kleinen Brettspielrunde hier mit dem Horizon Zero Dawn Brettspiel. Wir sind ready, wir haben alles aufgebaut und wir haben Bock. Alles natürlich in großer Vorfreude auf Horizon Forbidden West, was am 18. Februar erscheint und was ihr auf Amazon vorbestellen könnt über den Link in der Videobeschreibung. Und wenn ihr dabei den Code HORIZONFW, alles groß geschrieben, eingebt, dann bekommt ihr zum Release des Spiels noch einen Code zugeschickt und dafür kriegt ihr einen geilen Avatar im PlayStation Network. Awesome. PeetSmeet-Controller in Horizon. Ja, ein PeetSmeet-Avatar. Genau, stimmt. Ja. Das heißt, ihr habt einen PeetSmeet-Controller, den habe ich schon, voll geil. Das sieht voll PlayStation Network. Der hat ungefähr dieses Muster. Also nicht, der ist dann quasi verbunden mit Horizon. Ja. Aber diese... Den Controller ja. Quasi dann das so. Ja, genau so. nur in cool. Okay, und heute spielen wir das Brettspiel. Das ist übelst komplex. Aber wir haben uns da jetzt reingearbeitet und das Ziel ist im Endeffekt, wir arbeiten gemeinsam zusammen im kooperativen Modus. Das Spiel hat auch einen Modus, wo man mehr gegeneinander ist. Aber wir wollten gemeinsam dieses Spiel kooperativ erleben. Die Kamera auch an. Alle. Und wir wollen am Ende den großen bösen Sawtooth besiegen. Peter, hol doch mal die Figur da raus. Du musst doch nicht nur die Karte zeigen. Das stimmt. Das Ding. Warte. Das Ding. Könnt ihr sich nur, ja, genau. Guck mal, wie klein die anderen sind. Guck mal, die haben die kleinen. Das sind die kleinen. Ja. Und die rennen mit dem großen. Ja. Und irgendwann kämpfen die gegen uns. Genau. Nice. Das ist unser großer Plan. Dafür müssen wir verschiedene Level schaffen, indem wir die Gegner da besiegen. Wir sind vier Hunter. Ist halt, es ist ein Action-RPG im Endeffekt. Ja, quasi. Ja, wie das Spiel. Wie das Spiel, ja, genau. Nur, dass du kooperativ spielst in dem Fall. Wir sind zu viert hier schon auf der Karte, müssen die Monster klatschen. Mindestens vier von den Tokens, die müssen wir sammeln, die du bekommst, wenn du die Monster klatscht. Also vier Monster klatschen. Vier Monster klatschen quasi hier im ersten Level von fünf. Im fünften Level kommt dann der böse Sawtooth. Und wenn du Level schaffst, levelst du auf deinen Charakter und wirst dadurch stärker, sodass du dann am Ende Sawtooth besiegen kannst. Christian fängt an. Ich kann das Geräusch machen. Let's go. Ja. Christian, wir haben uns ja für den Koop-Modus Ich habe gerade ernsthaft, für eine Sekunde habe ich gedacht, das kommt aus dem Ding. Ich weiß tatsächlich gerade nicht, welches Geräusch er macht. Ich glaube eher was Mechanisches. Ich glaub, das. Nee, das macht mir so ein bisschen wie so ein Löwenbrüllen. Wie der Zufall. Wie der Zufall. Genau so. Okay, lassen wir das. Christian. Ja, wie der Zufall das so möchte, bin ich, ich glaube, ich bin der einzige richtige Nahkämpfer. Ja, du bist der Tank. Und ich habe Feuershit. Ja. Also ich mache Feuerschaden und so. Das passt schon. Zufall gewesen. Ja, pass auf. Also, zwei Aktionen habe ich. Ich darf ja nicht zweimal angreifen, beziehungsweise ich dürfte einmal dem auf die Mütze hauen und dann kann ich nochmal irgendwo eine Falle legen. Es wäre sinnvoll, dem auf die Mütze zu hauen und dann da eine Falle zu legen, oder? Und mit ein bisschen Glück haue ich den direkt weg. Ja, ich meine, ganz ehrlich, da sind so viele Gegner drumherum. Ja, hier hast du die Watcher, da hast du die Strider. Früher oder später werden die wahrscheinlich hier rüberkommen, wenn wir die triggern. Und deswegen... Im Game, genau, im Game ist es doch immer so, du schleichst dich an die an, dann steckst du einfach den fetten Stab in die rein und dann sind die weg. Ja, ins Auge. Also, ja, genau. Leider haben wir keinen Sneak, also Christian hat keinen Sneak-Damage. Ich habe auch eine dicke Axt. Also ja, hau einfach drauf. Wir sind halt nicht so gut wie Aloy. Wir sind halt so die B-Ware, sage ich jetzt mal. Axt. Ja. Ja, ein bisschen höher. Ja. So? Ja, so ist perfekt. Ja, mit der fetten Axt, okay. So, und mit dem hau den einmal im Nahkampf erstmal. Dazu darf ich nehmen zwei von diesen wunderschönen Würfeln. Ach, warte mal, ich muss erstmal die fünf Handkarten ziehen. Müssen wir alle die fünf Handkarten ziehen? Ich hatte schon gezogen. Okay. Ich hatte schon, da sind fünf. Dilly-Dulli muss natürlich erstmal fünf Handkarten ziehen, denn dann kann Dilly-Dulli entscheiden, ob er nicht noch so eine geile Karte benutzt. May perform a free ranged attack. This ability can only be used. Ja, ich würde, pass auf, ich hau ihm aufs Maul. Mit meiner Waffe darf ich zwei von diesen Würfeln nehmen. Ja. Ich würde diese Karte mit dabei tun. Dann würde ich bekommen einen blauen Würfel. Mhm. Die Würfel unterscheiden sich von der Farbe her quasi die Stärke. Hier sind nur Einser und Zweier und Nieten drauf. Und auf dem Blauen. Die Blauen sind und ein Crit. Und die Blauen haben halt bis zu drei Trefferpunkte drauf. Und du machst immer mindestens einen. Mindestens einen, aber dafür keinen Crit. Genau. Also das sind die Unterschiede, warum die Würfel farblich unterschieden sind. Gut, dann würde ich sagen, würfeln wir. Ich glaube, am geilsten sieht das sogar aus, wenn man hier würfelt, rein theoretisch, weil da siehst du es immer gut. Das kriegen wir hin. Der Watcher ist, ne, fürs Spiel, der ist noch nicht aktiv. Das heißt, der hat vier Leben.
Und die Rüstung zählt eine Rüstung, noch nicht? Wenn er alarmiert ist, genau. Aber das heißt, weiß, wenn ich ihm jetzt 4 Schaden mache, der weiß, dass er sie angesnickt. Ja, mach ich tot. 4 Damage, komm, one hit. Ja! Weggeklatscht! Alter, 5 Schaden. So. Bis am Mappen das süß. Ist geil. 5 Schaden ist ja egal. 4 Schaden zählt. Das heißt, er macht direkt einen Abgang. Wir stellen den, damit wir wissen, okay, einen haben wir kaputt gemacht. Stellen wir den mal da ein. Dann würde ich bekommen einen. Ein Material. Ein Material, ne? Weil du lootest den direkt. Loote den direkt. Darf ich das gucken? Ja. Ja. Metal Shards. Material kann man nachher für den Händler benutzen. Und also den Punkt, da wir ja Koop spielen, weil wir würden eigentlich noch so einen Sonnenpunkt. Glory Point. Glory Point, ja, bekommen. Da wir aber zusammen und nicht gegeneinander spielen, heißt es nur, ich dürfte eine meiner Karten wieder hier drauf nehmen. Die zum Beispiel, du bist voll. Ja, guck mal, du hast gerade eine Karte gespielt, die kannst du wieder drauf machen. Wichtig für dieses Spiel ist tatsächlich, alle Karten, die wir haben, sowohl auf der Hand als auch in unserem Nachziehstapel, repräsentieren unser Leben. Wenn man keine Karten mehr hat, dann wird man ohnmächtig. Und quasi alle Karten abgelegt sind. Und deswegen wäre natürlich voll smart, wie Sepp meinte, die Karte wieder aufzunehmen. Und das geht so nur in der kooperativen Variante. Ja. Jetzt kein Feuer gemacht, Snitch was? Sich gegenseitig fertig nee, machen ja Variante, ja wird er jetzt einen Glory-Punkt bekommen, was für den Sieg nachher wichtig ist. Also die habe ich jetzt eh wieder. Also nee, es wäre wichtig, ob du Feuer gemacht hast. Wenn du Feuer machst, kriegst du kein Bier. Da habe ich gerade mal nachgeguckt. Nee, also ich mache Feuer. Nee. Okay. Der ist nicht nur an Feuer gestorben. Dann kriegst du kein Gear. Wenn er nur an Feuer stirbt. Genau, also wenn ich nicht genug Schaden gemacht hätte und danach kriegt ihr nochmal Damage und Stück. Genau. Jetzt habe ich aber noch eine zweite Aktion. Jetzt ist die große Frage, liebe Freunde. Ja, jetzt hast du noch eine Aktion. Jetzt habe ich noch eine Aktion. Du kannst jetzt noch Fernkampf Kollege, machen. Ja, aber ich könnte auch weggehen. Wird der trotzdem aktiviert? Nein. Doch, der würde aktiviert. Der ist schon aktiviert. Also der wurde durch den Kill, den du da gemacht hast, wurde der aktiviert. Ja. Würde wurde dann der jetzt alerted. Der Token wurde der alerted. Ja. Ja. Der würde aktiviert. Okay. Also der hat das quasi mitbekommen, dass Christian den da gerade weggemacht hat. Ja. Und der wird zu dem rennen und sagen, ey, da sind... What's up? Das heißt, er wird da stehen. Und der wird aber dann kommen und uns potenziell hier irgendwo auf die Mütze hauen wollen. Ja, auch angreifen. Das heißt, hier oder hier würde ich jetzt am besten eine Falle hinschießen. Ja. Wenn ich den Munition dafür habe, habe ich. Nice. Dann wäre nur die gemeinschaftliche Frage... Mhm. Wohin? Da oder da? Ich würde oberen nehmen. Ja, den dort oberen. Würde ich nehmen. Dann liegt da jetzt eine Falle. Und ich bin fertig, oder? Ja, guter Move. Ja. Yes. Okay, Christian war dran. Das heißt, jetzt reagieren die Robotertiere, die auf diesem Feld unterwegs sind und gehen ihrem Leben sozusagen nach. Als erstes das Tier, was gerade einen Mord mitbekommen hat, quasi. Der heißt auch Watcher. Ja, genau, der heißt auch Watcher. Der hat quasi geguckt mit dem Auge. Und dadurch, hat der dass Auge der hat Auge gemacht. Dadurch, dass der jetzt alerted wurde, tritt eine Sache in Kraft. Genau, der Watcher hat quasi jetzt die Fähigkeit bekommen und sagt, non-alert enemy within 2 squares. Ja. Also es gibt andere Feinde, die nicht alarmiert sind. Ja, dann geht der ein Feld näher dran, ist ja schon dran. Also ich glaube, geht drauf. Aber es ist mandatory, also muss er, es ist mandatory und also possible, also wird er einen laufen. Also müsste er jetzt... Auf das gleiche Feld. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, oder? Da näher ran. Also wäre das die richtige Wahl? Das ist näher ran. Wenn er das tun muss, würde er aufs gleiche Feld gehen, ja. Ja, man sagt dem, ey, guck mal, da hinten der Typ. Ja. Ja, hat er eben quasi geflüstert, ja. Und dadurch wird jetzt auch der alertet. Der wird jetzt auch alarmiert. Und sein Kollege daneben. Und sein Kollege daneben, denn dieser Watcher alertet alle, die direkt auf dem gleichen Feld stehen oder ein Feld daneben. Genau. Aber dafür werden die diese Runde nicht mehr activated. Genau. Die beiden bewegen sich jetzt dafür. Das hat ja uns voll verpetzt. Die müssen erstmal diese Information verarbeiten, die ihm gerade ins Ohr geflüstert wurde vom Watcher. Jetzt kann man dieses Meme einfügen, so und dieses. Genau. Ja. Also, das ist auch wichtig. Nein. Es ist auch tatsächlich fürs Spiel wichtig. Es gibt mandatory Sachen, Actions, die möglich sind, müssen gemacht werden. Das Laufen ist möglich. Ja, stimmt. Jetzt hat der Dilly-Dully die beiden hier aktiviert. Genau. Also, die sind jetzt gerade so in Schockstarre. So, oh shit, alles klar, Junge. Und die Viecher sind dran. Ja. Die machen jetzt erstmal nichts. Sind die anderen? War das hier?
Die laufen einfach. Die laufen jetzt einfach. Wie im Spiel sind hier Wege eingezeichnet auf der Karte. Das ist so, wenn du die Scans durch den Fokus guckst im Spiel, in Zero Dawn. Und dann laufen die immer den gleichen Wegen ab. Wir haben ja das Problem, wir haben so ein bisschen Zeitdruck hier in diesem ersten Level. Denn wenn die sich aus diesem Level rausbewegen, dann sind die weg. Und dann können wir die nicht mehr töten. Und das ist ein Problem, weil wir müssen mindestens 4 umhauen, ja, um das Level zu schaffen. Also 4 ja. Punkte müssen wir kriegen und jeder gibt halt einen Punkt. Genau. Gibt dem welche, die geben mehr Punkte. Genau, ja. Jetzt haben wir nur die Situation, eigentlich können wir komplett auf die Theoretisch können wir die ignorieren. Ja, die wir müssen einfach nur die 3 wegmachen und dann haben wir das erste Level geschafft. Ja, oder ja, wir knallen die mit weg, damit wir Doppelgier kriegen. Können wir auch machen. Wir gucken mal, wie viel Schaden wir noch kriegen. Können wir jetzt im Endeffekt aussuchen. Ja. Sebastian ist jetzt dran. Welcher von den Figuren bist du eigentlich? Ich bin hier die Schwester von Aloy quasi, aus dem Nora-Stamm und ich stehe hier und bin krass im Fernkampf, bin aber auch krass im Nahkampf. Also irgendwie, einfach krass. Ich bin einfach krass, ich habe auch krasse Rüstung, keine Ahnung. Ist, halt OP, ja, ist wie Aloy halt selber, ne? Das heißt aber, Nahkampf kann ich ja nicht machen, weil die alle viel zu weit weg stehen. Das heißt, ich könnte einen krassen... Ja, doch, nee, stimmt doch gar nicht, du könntest doch zwei auf die Zuge laufen. Laufen. Nahkampf angefangen. Ja, aber dann mache ich ja nur Nahkampf. Das ist korrekt. Also ich kann nicht zweimal dieselbe Aktion durchführen. Also ich kann nur einmal Fernkampf und einmal Nahkampf machen oder einmal laufen. Ich hätte so eine Anmerkung. Ja. Damit die auf jeden Fall durch die Falle laufen, kannst du nicht zu mir laufen und dann schießen, damit die auf jeden Fall in die Richtung laufen. Oder machen die das später sowieso? Weil wenn du jetzt auf den Ball hast, gehen die dann nicht in deine Richtung und gehen dann quer. Mhm. Wobei beides wäre möglich. Also darauf zu gehen wäre genauso wie darauf zu gehen, um ihm näher zu kommen, würde ich sagen. Und also Moment, er ist die Figur. Ich bin ja die, genau. Ja gut, dann wäre dann werde ich gesagt, geht er hier trotzdem. Nö, wieso, wenn du hier quer gehst, wollten die die Falle. Ja, aber die wissen ja nicht, dass die Falle da ist. Die könnten genauso gut auf dem Feld gehen. Aber es ist eigentlich total egal, weil ich muss ja, ist wirklich so. Ich muss ja so oder so laufen. Genau, wer entscheidet das? Im Endeffekt sind ja wir, die wissen, auch die entscheiden. Ja, dann können wir ja jetzt für uns entscheiden. Also warum sollten wir das nicht in die Falle laufen lassen? Nee, dann ist ja okay. Aber ich kann ja sowieso theoretisch einen moven und bin auch näher an den anderen dran. Du könntest den distracten, dass der schon mal da drauf geht. Oh, warte mal. Kannst du über 2 Felder distracten? Das weiß ich gerade nicht. Distract, Move, Target, Non-Alert, Enemy, One Square. Nee, Non-Alert sind alle Alert. Ist schon okay. Kannst du den distracten? Einfach nicht komplett von hier hinten. Ja, einfach die ganze Zeit. Also eigentlich macht das doch schon Sinn, hier hinzulaufen, weil dann bin ich A, näher an den Viechern für später und B, nicht ganz so alleine. Theoretisch könnte ich sogar bis hier laufen. Mhm. Aber dann laufen die ja hier zu mir. Das finde ich auch immer noch, doof, die würden immer noch über die Falle laufen. Kommen wir zu dir. Ja gut, dann laufe ich aber bis hier 2. Weil dann bin ich echt nah an denen dran. Das ist ja eigentlich schon mal ganz gut. Ja gut, einer von uns muss es ja entscheiden. Okay. Ja, aber vielleicht entscheiden die auch von sich aus, Fallen zu avoiden. Ach so, ja, okay. Ja, Im Spiel ist das nicht so. Im Spiel nehmen die Fallen nicht wahr. Genau, was ist denn das für eine Falle, wo der Gegner... In die Falle laufe ich jetzt nicht. Ja, genau, das ist die schlechteste Falle ever. Eben. Christian hat die gestellt, der kann Fallen legen. Also mein Charakter ist krass für Komponenten abschießen. Da kriege ich mehr Karten, kann neu würfeln und. Ja, die haben noch ist keinen. Jetzt aber, ja, der hat die einen. Die Strider haben hinten so einen Kanister, den kann man abschießen. Wie im Spiel. Wie im Spiel. Ganz wichtiges Ding. Und dann bekommen die aber ein wenig Schaden. Und damit kann ich die nicht töten. Also damit kriege ich zwar Ressourcen, aber so richtig tot kriege ich den nicht. Du müsstest 7 Damage machen, um 7 den Strider Damage zu töten. Schon. Was bekommst du nochmal? Du bekommst einen Glory Point, wenn du das kaputt machst, ne? Ja. Okay, du hast noch keine Karte abgelegt. Ja gut, die würde ich dann ja spielen, um das abzuschießen. Nice. Okay. Aber da ich ja nur einmal angreifen kann, würde ich eher das Vieh kaputt machen, als da irgendwie so ein Ding abzuschießen, oder? Ja. Weil wenn du den one-hitten kannst, 5 Damage musst du dafür machen. Ja, easy peasy. Alter. Easy peasy, sagt der Sebastian. 5 Damage, gar kein Thema. Der hat aber jetzt schon Rüstung, ne? Da muss deswegen auch 5 Damage. Genau, ja, stimmt. Easy peasy, guck mal, wir machen jetzt hier mal so einen geilen Pfeil. Auf meinen Bogen, ja, spannen wir erstmal, damit kriege ich einen dritten orangenen Würfel. Und dann spiele ich noch meine krasse Fähigkeit Inventive und kriege noch einen vierten orangenen Würfel. Und dann mache ich den ja einfach mal One-Hit weg. Ja. 5 also, Schaden muss ich machen. 5 Würfel, 5 Schaden? Ne, 4 Würfel, 5 Schaden. Brauche ich. Oh. Ja, komm, ey. Das kann ich so. Ja, oh, Doppelcrit! Zwei Crits. Doppelcrit.
Doppel-Crit und noch zwei Schaden. Doppel-Crit und zwei Schaden. Alter, ey. Okay. Wobei, du musst ja jetzt den Crit, musst du nicht aussuchen, weil du hast... Genau, ich habe nur einen Crit. Also der Bogen, vier, fünf, der macht zwei Schaden und nochmal zwei Schaden sind sechs Schaden. Reicht easy peasy aus, um die Wurst hier einfach wegzumachen. Und wie machst du sechs Schaden? Zweimal den Crit. Zweimal den Crit. Aber nicht. Ach, der kann nur einmal critten, ne? Ja. Das ist Crit 1, von mir aus Bogen, aus Schaden. Crit 2 nutzt du für? Nix. Nix. Die Pfeile haben keinen Du kannst Crit. Einen Crit nur einmal benutzen, sicher? Das wundert mich jetzt aber auch. So, wir haben nachgeschaut. Man kann das mehrfach anwenden, wenn man Crit würfelt. Also machen wir sechs Schaden. RIP, der ist tot. Ausrufezeichen kommt an die Seite. Und... Die Falle bleibt. Da die Falle ist er noch bleibt. Ich habe den gelootet. Ja, nice. Habe Metal Shards. Eine Karte wieder. Und bekomme eine Karte wieder von denen, die hier gerade gespielt wurden. Die darf ich mir aussuchen, richtig? Ja, das ist ja eigentlich. Nee, die oberste. Nee, eine, technisch gesehen die unterste Karte aus dem Pile. Ja, genau. Okay, ich habe erst die gespielt und dann die. Weil du spielst ja erst den Pfeil und dann. Und dann die unterste Karte, also der Pfeil kommt wieder irgendwo random hier rein, oder was? Ja, muss eigentlich immer shuffeln. Ja, okay, dann shuffeln wir noch. Und shuffle. Dann sind wir durch, ne? Also ist jetzt gar nicht so verkehrt gewesen bei mir. Der Gegner ist dran. So, Gegner. Jetzt haben wir zwei Pferdchen Strider, die am Start sind, die sind aufgeweckt. Das heißt, deren Kondition tritt in Kraft. Das heißt, wir haben Gegner in zwei Reichweite. Eins, zwei. Nee, nee, Enemy sind die ja selber. Enemy heißt in dem Fall nicht Hunter. Ach ja. Ja. Deren Kumpels sind in Reichweite. Gut, die stehen halt beide nebeneinander. Das heißt, sie laufen zwei und hauen den closest Hunter. Aber da steht nur another enemy within two squares. Ja, Enemy heißt die selber. Wir sind in dem. Das ist mir schon klar, aber ja. da das ja bejaht wird, yes. Move to. Closest Hunter. Towards closest Hunter. Ja, der läuft jetzt zwei. Genau. Zum nächsten Hunter. Genau. Ja. Und genau. Haut. Closest Hunter Sepp wäre ich. Nee. Sepp. Weil der ist ja auch der Last Recent. Die Distanz ist dieselbe. Sepp ist der Last Recent. Sepp wird gehauen. Genau. Ist aber nur für den die Distanz dieselbe. Nee, für den nicht. Für den auch 1, 2. Ah ja, stimmt. Ja, hast recht. Der kann auch. Ja. Ja, die hauen beide Sepp. Also, wir fangen mal an. Wir fangen mal an mit dem. Ist die Falle eigentlich zweimal aus? Nein, die Falle kann nur einmal auslösen. Schade. Der fängt an, läuft in Christian seine Falle und Shazam. Christian darf würfeln. Der kriegt auf jeden Fall schon mal Feuer. Das kriegt er auf das schon mal gut. Jeden Fall. Christian hat nämlich eine Brandfalle geworfen und einen Schaden. Das heißt, er bekommt keinen Schaden. Nee, er kriegt keinen Schaden. Weil dadurch, dass er aufgeweckt ist, hat er Rüstung. Wenn er nicht aufgeweckt, nicht alertet wäre, dann würde die Rüstung nicht zählen, weil wir dann quasi so backstabben können und so. Aber er ist aufgeweckt, also hat er eine Rüstung und einen Damage prallt dann einfach an ihm ab. Ja. Wenn man die Falle legt, muss man das hier unten schon machen, oder? Weil theoretisch könnte man hier das Ding ablegen und dann kriegt der Splash-Feuer. Dann würde der auch brennen. Aber das hätte man sagen müssen, wenn man die Falle legt, oder? Weil hier steht pass auf, einfach nur Discard. Ah ja. Das hättest du machen müssen. Ja. Hätte ich schon gesagt, du hättest das schon mit dabei legen müssen zu der Falle. Auch, ja. Ja. So, das heißt, der läuft weiter zu mir und haut mich erstmal für vier Schaden. Ja, komm, ey, gib mir halt. Auf den Pferden reiten. Die Pferde sind eigentlich voll die Dullis und die reitest du im Spiel. Ich habe eine Frage. Ja. Gain one glory point whenever an attack or trap from this hunter applies fire to one or more enemies. Christian glory point. Wieder ja, ein aber Leben. Das ist ja durch die Falle ausgelöst worden. Ja. Kriegst die Karte wieder. Krieg ich die wieder? Ja, klar. Ja. Okay. Weil die danach ja auf den Ablagestapel kommen. Klar, okay. So, ich habe eine Rüstung mit zwei gelben Würfeln. Und ich muss jetzt würfeln, wie viel Schaden geblockt wird von meiner Rüstung. Er macht vier Schaden. Mal gucken, ob ich die tanken kann. Ja, sechs Schaden getankt. Easy game. Okay, gar kein Problem. Das war jetzt aber super lucky, ey. Holy shit. Ja, ich habe eine krasse Nora Protection Light. Du wirst trotzdem ein Feld jetzt geschubst. Ich werde jetzt gepusht in eine Richtung. Du wirst nicht gepusht. Du drückst jetzt einmal Kreis. Genau, genau. Also im Spiel würde man jetzt sagen, der Vieh ist mir jetzt aber ganz schön nahe gekommen. Dodge ich roll. Muss immer Zack. Dodge rollen, genau. Ich gehe einen nach hinten, gehe hier hin und
Das Pferdchen ist soweit durch der Strider. Das heißt, das Feuer wirkt. Das heißt, der Feuer kriegt einen Schaden durch das Feuer. Und das Feuer verschwindet. Feuer kurze verschwindet. Frage. Warum verschwindet ja. Geht das Feuer durch die Armor durch? Das kann ich nachgucken. Und hier steht für jedes Mal, das für jede Runde. Das würde Sinn machen, weil würde sonst total würde kein Gegner. Das ist absolut korrekt. Und hier steht drin, aber dass jedes Mal, wenn Feuer tickt, ein Feuertoken verschwindet. Ah, genau. Okay. Das heißt, du wirst später wahrscheinlich mehr Feuer haben. Mehrere Traps oder so haben, ja. Okay, während Bram dann nachguckt. Können wir ja die anderen schon mal ziehen. Der vielleicht ist soweit durch. Der hat genau das gleiche. Der zieht zwei Felder näher ran. Genau. Der hat jetzt aber ein neues Ziel. Entweder das diesen stimmt. Charakter hier oder diesen Charakter hier. Und in dem Fall entscheidet, glaube ich, der... Ich würde schon Christian... Christian, du wirst das taken, oder? Ja, das ist mir schon vollkommen klar. Ja, also du machst das schon. Aber der kann ja auch sonst jemand angreifen. Eins, zwei. Nee, wow. Doch, klar. Eins, zwei. Ja, da steht der da. Ja, stimmt, ist weiter weg. Ja, sehr gut, hat Bram zwischendurch auch. Ja, Mann, ey. Also bis drei Zellen ist schon das schwierig. Ist ja auch schon okay, weil ich glaube tatsächlich, der Nahkämpfer ist ein Tank. So, vier Schaden haut er dich jetzt. Oder du würfelst. Wie, also, oder, das gibt kein Oder. Ich glaube, das... Mach mal blau. Easy Game. Drei, guck mal. Alter, was haben wir hier für einen Würfellack? Ey, das ist ja der Wahnsinn. Ja, ich bin gleich dran. Peter Direktor. Ja. Das heißt, einen Schaden bekomme ich. Eine Karte abwerfen, ja. Also hiermit könnte ich... Einfach so for free eine Falle legen. Dann werfe ich die hier ab. Nice. Ist vielleicht okay. Noch ganz wichtig, dadurch, dass wir kooperativ spielen, sind ein paar Sachen auch schwieriger. Denn sobald auch nur einer von uns ohnmächtig wird, das haben passiert, wir wenn alle diese Karten Map verloren. Genau, und das passiert, wenn wir hier unser Leben verlieren. Und das sind wenn alle Karten im Action-Deck. Ja. Und genau, wenn die weg sind, werden wir ohnmächtig. Und diese ganze Map verlieren wir sozusagen. Die hier hinten ziehen einfach so weiter fröhlich vor sich hin. Die wissen noch nichts vom Glück ihrer Freunde. Noch nicht, und bis die gleich da hinkommen. Ich würde sagen, Peter ist dran. Jetzt eine Frage an euch. Ja. Soll ich versuchen, die mit in den Kampf zu integrieren? Oder sagen wir, die zwei reichen uns? Ja. Also zwei Runden, bevor den ersten Trigger muss. Und genau. Außerdem, dann haben wir nicht so viele Gegner gleichzeitig. Ey, ja. Was okay. ist, wenn ihr die nicht triggert, ne? Ja. Und ich nutze eine meiner Aktionen, um da eine Falle hinzuballern. Ja. Dann werden die getriggert. Dann werden die getriggert, ne? Weil die dann Schaden kriegen. Wenn, du, ja. wenn das Ding selber Damage bekommt, werden die getriggert. Oder wenn ein Vieh einen daneben Damage bekommt. Ja, ja. Aber Moment, würde nicht daneben gedamaged kriegen. Gehen wir davon aus, wir würden so stehen, ja, so, also ziehen sie einen weiter, dann würde der einen weiterlaufen, dann der. Jetzt kommt die Runde. Der wird getriggert, Damage. Kriegt der denn komplett Damage? Weil der Schaden wird doch erst am Ende... Ein Ende seiner Activation. Ja, okay. Und dann ist der dran. Mhm. Ja. Ja, das stimmt. Weil die Fallen machen ja jetzt, die beiden sind ja sowieso schon bei uns. Das heißt, wenn ich eine Falle hinzustellen von mir, würde überhaupt keinen Sinn mehr machen. Nee. Das geht ja gar nicht. Muss ein freies Feld ja sein, genau. Deshalb macht das keinen Sinn. Nee. Das Problem aber ist Peter nur, sollte auf jeden Fall gucken, dass er die hier weg. Knaller die doch beide weg. Also Peter, knaller den hier weg. Weil beide weg. Aber der hat schon Schaden, ne? Ja, das stimmt, aber... Oh. Und die haben halt Rüstung jetzt. Die haben jetzt sechs Leben und ein Rüstung. Jeder. Aber okay, der ich kann mich sonst, wenn ich den angreife, Aktion 1 weg, dann bewege ich mich, Aktion 2 weg. Ja. Das Falle legen. Ah. Den angreifen, bewege ich mich automatisch dahin und kann hierüber eine Falle legen in der zweiten Runde. Okay, aber wenn Peter den einen wegmacht und Bram den anderen wegmacht, dann, ja, das stimmt. Dann ist... Aber ich kann trotzdem gerne den anderen angreifen, aber ich werde nicht so viel Schaden machen, leider, dass ich den wegmache. Dafür müsste ich 7 Damage machen und das werde ich nicht hinbekommen, weil ich nicht so der Damage-Dealer bin, würde ich behaupten wollen. Bei dem Angehitteten schaffst du denn 6 Damage? Ich komme bis auf 3 Würfel, 2 gelbe und ein blauer, das ist mein Maximum. Blauer ist potenziell 3 Schaden, gelb sind potenziell 2 Schaden. 2 Schaden, ja. Mhm, korrekt. 7 Schaden. Boah, das ist knapp. Das ist wirklich knapp. Ich denke eher, dass ich das nicht schaffe. So oder so nicht. Ich werde so oder so, glaube ich, einfach nur ein bisschen Damage verteilen. Du siehst einfach gut aus. Also nehme ich hier den Hardpoint Arrow und dadurch bekomme ich 2 gelbe und einen blauen. Ich gehe dann jetzt aber schon auf den angeschlagenen. Ja, mach mal. Weil den kann ich danach vielleicht mit meiner Nahkampfattacke finishen. Vielleicht hast du ja guck mal. Zack. Das sind 1, 2, 3. 4. Nee, stimmt. 2. Das sind 4, also mache ich 3 Damage dem. Ja, 4. 3 Damage. Ja. Shit. Dann hat er noch 2 Leben. Habt ihr jetzt da 2 Plättchen? Wir haben 3 Damage. Okay, das heißt ja noch 2 Leben. Gut, ich habe hier einen Speer. Mhm.
Damit musst du drei Schaden machen. Sehr, sehr lang. Der wird jetzt erstmal weggepackt. Ja. Drei Schaden wird schwierig, weil dieser Speer kann maximal einen blauen Würfel. Aber das sind drei Schaden, ne? Drei Schaden. Also jetzt musst du einfach nur gut würfeln. Nee, der hat ja Rüstung. Das stimmt. So, ja. Der hat ja zwei Leben. Ja, stimmt. Okay. Ja? Vielleicht mal habe ich Glück. Habe ich schon noch irgendwas? Tatsächlich nicht. Meine Karten sind eher so darauf ausgelegt, dass ich den Leute abschieße oder dass ich keinen Damage bekomme. Ah, du bist auch Tank. Okay, aber die sind danach beide dran. Also nimm doch zumindest die Karte, dass du keinen Damage bekommst. Ja, aber die kann ich ja machen, sobald die mich angreifen, würde ich sagen. Genau. Ach, so eine Reaction-Karte. Ja, also das ist eine, genau, das ist eine Reaction-Karte, die ich zünden kann, wenn ich angegriffen werde. Okay. Dann würfelst du einfach drei blauen, dann brauchst du die auch nicht. Ein Blau. Genau, ich würfel jetzt einfach drei mit dem blauen, genau. Das ist eine 1. Sehr gut, das ist ein 0. Gut. Aber ich stehe jetzt natürlich hier, denn ich musste mit meinem Nahkampf für meinen Nahkampfangriff dahin gehen. Ja. Gut, ist nicht so gut gelaufen, aber ich bin fertig. Das heißt, was jetzt passiert, die Viecher greifen mich an. Die Frage ist erstmal wieder: Der closest to dir. Ist dein Enemy in nahezu? Das ist so der Fall. Wenn einer nämlich stirbt, triggert er die andere. Ja, das ist richtig. Aber stimmt keiner. Aber da die mich jetzt angreifen, werden die wohl nicht sterben, fürchte ich. Das heißt, die werden mich angreifen. Das heißt, der haut dich jetzt erstmal für 4. Für 4, ja. Genau. So, jetzt habe ich hier diese Reaktionskarte. Eine Frage noch. Ja. Mhm. Auf der Karte steht immer noch Closest Hunter. Ja, das war der Closest. Für ihn ja, für ihn nicht. Nee, der greift ja dich an. Okay. Mhm. Ich habe jetzt hier Wildest Hunter has 6 or less cards in der Action Deck. Ist die Frage, ist das das Action Deck oder das, was ich auf der Hand habe? Das Action Deck ist, was da liegt. Okay, da habe ich ja gar nicht 6 oder weniger. Nee, Peter, das fühlt ja noch gar nicht. Gut, dann muss ich das natürlich tanken. gut, dass du die Karte hast. Warte, ich habe hier noch die Karte Search des Hunters Action Deck. Das ist auch eine Reaktionskarte mit diesem schönen Ausrufezeichen. Okay. Search des Hunters Action Deck for any card, add the card to your hand, then shuffle the Action Deck. Vielleicht finde ich ja in meinem Deck irgendwas, was mir jetzt noch irgendwo. Wobei, ich kann nur eine Reaktionskarte wahrscheinlich spielen. Ne? Das ist quasi, du wirfst jetzt ein Leben weg, ne, Peter? Kann ich deine Karte nehmen? Peter, du wirfst jetzt quasi ein Leben weg, indem du die spielst. Ja, Alter, wir haben das 20 Leben. Das kommt ja nur auf meinen Discard-Pile, oder? Ja, und das ist ja quasi nie Leben verlieren. Ja. Also ich wollte das mal einwerfen. Aber vielleicht finde ich ja was, dass ich dann weniger. Ja, du, mach. Mal weg mit dir. Ich wollte nur kurz einwerfen. Du hast da super viel Leben. So, jetzt kann ich mir nämlich mein ganzes Ding durchgehen. Ja. Und erstmal jede Karte. Wir sehen uns nach der Werbepause. Es steht hier nicht so schnell. Aha. Was sucht ihr denn? Aha. Wie viele Reaction-Cards man spielen kann. Das sind gar nicht so tolle Karten, die ich hier gerade bei mir finde. Weil das wäre ja einfach voll nice zu wissen, einfach, ob er jetzt die dann spielen kann und dann reagiert er darauf, dass er reagiert. Ja gut, aber die eine konnte er eh nicht. Ja, dann nehme ich mir für nächste Runde vielleicht einfach auch schon mal einen Pfeil. Hast du keine Pfeile mehr gehabt? Doch, aber die anderen Sachen sind auch nicht gut. Also muss ich jetzt, fürchte ich, einfach mal versuchen, das zu blocken. Dazu würde ich einmal den schwarzen Würfel haben wollen. Genau, danke schön. Das ist der Crit-Würfel. Der hat nur Crit oder nix? Genau, der hat 3 Crit. Top oder Top? Nee, doch. 3 Crit, 3 nix. 50% block ich das. Ach. Und ich block it! Nice. Wie viel Damage macht der? 4. Ja, perfekt, ich block 4. Nice, Peter. Das war lucky. Ja, moin, ey. Du kannst so viele spielen, wie du möchtest. Okay, macht keinen Unterschied leider, aber gut zu wissen für in Zukunft. So, dann läuft der jetzt an, richtig? Du bist erst zurückgeworfen. Ich werde zurückgeworfen. Tschüss, Peter. Dann kommst du mir? Ich könnte theoretisch dahin gehen, ne? Ja. Rein theoretisch könnte ich das tun. Bevor du das machst. Ich wollte nur fragen. Ich habe mich natürlich eben entschieden, als der mich angegriffen hat, dass ich nicht zurückgeworfen werde und da stehen bleibe. Ah. Das ist nämlich Christians Hunter-Fähigkeit. Ja, weil ansonsten wäre nämlich schon wieder die Überlegung gewesen, wo der sich hinbegibt und wen er angreift. Mhm. Aber ich bin stehen geblieben. Christian hat so eine Fähigkeit auf seiner Rüstung. Genau, da steht, Hunter may choose not to dodge after making an evade roll. Habe ich natürlich nicht gemacht. Ja. Und ich Peter? Ich kann jetzt theoretisch auch sogar Vertrag durch Tat. Kannst du theoretisch kannst machen. Machen. Dann bist du näher an denen. Ja, ich gehe dann. Ja, ist gut. Bist du schön versteckt im hohen Gras. Genau. Und jetzt ist Bram dran. Nee. Jetzt Ah, ja, stimmt. Entschuldigung. So, ich habe wieder nice try. Meinen blauen Würfel. Ich finde das schön, wie du Christian verteidigst. Ja. Ich finde das schön, wie ich die ganze Zeit... Ah, guck mal, Schaden. Zwei. Handkarten oder vom Stapel? Das kann man sich nämlich aussuchen, weil die Handkarten zählen auch zum Leben dazu. Ja, aber ich ziehe ja gleich eh neu. Maximal 5. Ja auf. Genau, ja, ja.
Also kannst jetzt und das hier ist eine Fallenkarte, also das ist eine Falle und das ist, du kannst die Falle spielen. Also wenn, werfe ich beide ab oder keine davon, also werfe ich beide ab. Okay. Nice. Dann laufen die einen weiter. Bleibst du stehen oder wirst du zurückgeworfen? Ah ja, stimmt. Das ist eine gute Frage, Leute. Ich könnte natürlich auch sagen, ich werde dahin zurückgeworfen. Also genau, ist ja kein Zurückgeworfen. Also wohin weißt du aus? Wohin weißt du aus? Macht es Sinn, dahin auszuweichen? Ja, das ist eine gute Frage. Du willst ja... Lass mal überlegen, der geht gleich dahin. Aber dann sieht er dich direkt. Wenn du da stehst, ja, ist der instant direkt alerted. Ja, genau. Wollen wir das? Nee, ich glaube nicht. Nicht, nee. Dann bleibe ich natürlich da. Ja, bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Da stehen kannst, du kannst da stehen bleiben. Du kriegst nächste Runde wieder aufs Maul. Ja, stimmt. Ich kann mich ja gleich sowieso wieder bewegen. Ah, guck mal. Okay. Dann, nee. Die laufen noch? Ja, die bewegen sich ein. Machen. Das ist ja wichtig. Jetzt. Okay, so, ich stehe vorne geil in der Ecke. Ich bin Kaya. Du hast einen geilen Stab, ne? Wie mighty ich bin. Ein Stab? Du Karja Halbert? Nee, das Halbert heißt die Waffe. Ja. Ansonsten könnte ich auch Kaya Silk Slide heißen. Kaja ist ein Tribe. Kaja. Genau. Kaja. Ja, seid ihr vom gleichen Tribe? Nee, ich bin Nora. Ah, ja. Okay. Ich bin Banuk. Die kommen, glaube ich, primär in dem DLC vor. Ja. Ich bin Oseram Forge Smith. Ja. Du bist Stadtwache quasi. Ja, finde ich gut. Okay, so, also ich darf jetzt Sachen machen, auf die ich richtig Bock habe. Und zwar muss ich tatsächlich sogar zwei Karten dafür ablegen am Anfang meines Zuges, weil ich werde sofort einen Combo-Angriff machen und versuche damit beide kaputt zu machen. Okay, wow! Nice. Ja, jetzt habe ich mir schon die ganze Zeit überlegt, ich werde nämlich sofort damit und damit anfangen und dann kann ich daraufhin das spielen. Wir wissen auch nicht, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, was erzählt. Also deswegen kommen zwei Karten jetzt weg und dafür darf ich zwei neue ziehen. Guck mal, was haben wir da gekriegt? Ja, das ist in Ordnung. So, und zwar fange ich mit einer Range Attack an. Ich erkläre jetzt auch alles. Also ich fange mit einer Range Attack an, dafür würde ich einen orangen Würfel bekommen. Ja? Mhm. Weil meine Sling halt das macht. So, das brauche ich natürlich, aber brauche ich dafür ja auch Munition. Da kriege ich eine Freeze Bomb rein. Ja, dafür kriege ich noch den schwarzen Würfel mit dazu. Und der hat die Chance, bei Crit halt den Freeze-Effekt zu machen. Damit würde ich jetzt erstmal anfangen. Und zwar auf Moment. Auf den hier. Weil ich ja zwei Felder weit schießen kann. Eins, zwei. Ja, ja. Kannst du da schießen, ja. So, und die Person, die hier ist... Die der ist, braucht drei Schaden, braucht der. Genau, der braucht drei Schaden nur noch. Und zwar... Das mit dem Line of Sight hatten wir geklärt, ne? Ja. Also der ist in Line of Sight. Wir Line haben das of noch Sight nicht. Ist nur nicht, wenn halt hier ein Feld irgendwo ist. Genau, oder, ja. Okay, aber weil ich gerade meine Karte nochmal neu gelesen habe, ich greife doch den an. Okay. Das ist ganz, okay. Wichtiger Unterschied. Ja. So, das heißt... Den hier. So, genau. Dem würde ich jetzt einen Schaden machen, das hilft aber nichts. Aber ich würde den vereisen. Okay. Kurze Frage, was passiert zuerst? Weil wenn du den vereist, wenn du den zuerst vereist, dann würdest du dem einen Damage machen, weil durch den Eiseffekt verliert er seine Rüstung. Ah. Das wäre jetzt der Zeitpunkt, wo du dann nachguckst. Okay. Oder Sebastian. Oder Sebastian. Wobei Statuswerte steht einfach nur bei, was das macht. Okay, also der ist vereist. Bekommt aber keinen Damage. Ja, das ist Feuer, weil wir machen Eis hier draus. Ja. Machen wir Eis hier draus. Ja, ist gar kein Problem. Dadurch, ich spiele jetzt ein Follow-up. Play after this Hunter inflicts a condition with an attack. Habe ich gemacht. To move into the same square as the target. And perform a free melee attack. Und wenn ich den jetzt damit auch noch töten sollte, kriege ich auch noch einen Free Point kriegen. Okay. Das habe ich auch. Das heißt, du kannst gleich nochmal melee attack. Genau. Danach könnte ich nochmal, das ist jetzt free. Obwohl da zweimal die gleichen Attacks. Ja. Genau, aber die ist jetzt for free. Die zählt quasi nicht. So, das heißt, ich würde jetzt, dann eine melee attack machen. Klar. Mhm. Aber gleichzeitig, Moment, die Freeze Bomb darf natürlich noch weg. Gleichzeitig würde ich Blazing Strike machen. Und zwar, if the target is suffering, weil ich dafür jede Attacke, die ich mache, darf ich einen Effekt gleichzeitig spielen, den ich jetzt tue. Die Reaction Cut zählt nicht als Effekt. Ist richtig. Und deswegen spiele ich jetzt einen Effekt. If the target is suffering a condition at the start of this attack, was sie ist, inflict an additional 2 damage. Okay. Wenn du Schaden machst oder auf jeden Fall? Nee, at the start of this attack. Du musst suffering a condition haben. Da steht... additional to damage. Das heißt, sagen wir mal, du machst jetzt keinen Schaden. Machst du dann trotzdem mindestens 2 Schaden? 0 plus 2 sind 2. Ja, hätte ich auch gesagt. Ja. Ja, okay. Weil der ja suffering a condition at the start macht. Das heißt, du ballerst dem jetzt potenziell 3, 4, 6, 5, 6 Schaden. 7 sogar.
Ne, ich baller dem jetzt potenziell. Würfel mal. Das ist jetzt, by the way, der nächste Attack, wo der, ja, genau, wo der Schild dann nicht zählt. Weil jetzt, genau, ist, jetzt ist die Vereisung ja auf jeden Fall. Genau. So, ballern. Das sind 3. 5. 5 Damage. Ohne Schild, das heißt, er hat noch ein Leben. 5 Damage kriegt er, ja. Okay. Ne, Moment, das bleibt da noch. Nee. Freeze, kommt er weg. Das ist durch. Du hast ihn angegriffen, sein Schild ist weg und die Rüstung ist, ja, Rüstung ist weg. Aber einmal ein Attack, Rüstung weg. Kommt der, bleibt der Freeze nicht bis zum Ende des Zuges? Nee. Da nicht? Steht bei ein. Feuer ist es ja auch so. Feuer ist auch, macht einen Schaden am Ende des Zuges. Genau, bleibt der Freeze bis zum Ignore Ende des Zuges. Ignore enemy armor value for first attack. Okay. Ja, gut, macht da nichts. So, dann hat auf jeden Fall 5 Damage bekommen. Das ist schon mal ganz gut. Ja, richtig. Dann kommt die Karte auch noch weg. Ja, krass ist, die stehen immer noch dabei. Ja. Jetzt haben die beide. Also eben auch so, ja, Peter macht den weg, ja. Mach den weg, du gehst da hin. Okay. So, und jetzt darf ich ja immer noch einen Nahkampfangriff machen. Weil, also ein Fernkampf darf ich nicht. Ja, deine zweite Action fehlt noch. Genau, der darf aber kein zweiter Fernkampfangriff sein. Genau, habe ich schon gemacht. Nahkampf drauf. Dementsprechend könnte ich jetzt aber noch wegsneaken oder so Geschichten. Aber hey, warum soll ich das tun? Sondern stattdessen denke ich mir lieber so, hey, ich... 2 Damage brauchst du. Gib dir einfach nochmal eine. Und zwar nochmal mit meiner Nahkampfwaffe, bestehend aus einem blauen und einem orangenen Würfel. Ja, guck mal, 2 reicht. Mach 2 Damage, mach also einen drauf. Dann heißt du, kommst da hinten mit hin. Jo. Easy. Ihr kommt beide weg. Die kommt da mit hin. Du bekommst noch ein geiles... Gierkarte. Blutmal. Was ein... Da weiß ich tatsächlich. Metallshards. Metallshards sind. Und dann... Du darfst eine Karte wieder ziehen, hast du gemacht. Ein Leben quasi wieder reviven. Ah ja, genau, stimmt. Ich darf ein Leben wieder reviven. Weil ich ja... Alter, der Ablagestapel ist schon größer als der Zielstapel. Bram hat richtig abgelegt. Braucht man nur noch so 70% Leben. Das stimmt, da ist der ist voll die Glaskanone. Ja, der wird gleich richtig... Vielleicht. Oh. Dürfte ich jetzt noch darauf reagieren mit der Karte, die ich gezogen habe? Wenn es eine Reaction-Karte ist? Du ziehst keine Karte, Bram. Doch, für die Nein, Glory. Du ziehst keine Karte, die kommt einfach wieder in den Stapel rein. Kommt in den Stapel, nicht in die Hand, genau. Stimmt, das war der Punkt. Und dann wird gemischt. Dann wird gemischt, das war der Punkt. Ich zieh, weil du gerade gesagt hast, ich darf eine Karte ziehen. Deswegen habe ich einfach Gedanken verloren, eine Karte gezogen. Wunderbar. So, dann bist du fertig jetzt? Bin ich fertig. Er ist dran. Ja. Er denkt sich natürlich jetzt, Schmackofatz, wo ist der denn das? Ne? Also erstmal, nee, stimmt, da denkt er sich gar nicht. Doch. So. Was denkt er sich denn erstmal? Ja, der denkt sich. Ja, der denkt sich, no enemy in Nähe. Der ist alleine. Ja, genau, richtig. Also macht er jetzt richtig was? Doof. Another enemy within 2 squares. 2, 2, ja. Move 2 towards closest hunter. Scheiße, der ist 2 Felder weit weg. Der ist nicht oh, alleine. Oh, stimmt, der ist nicht alleine, Bram. Das ist zwei. Ah, das ist ja belastend. Ja, guck mal, dann kommt der jetzt trotzdem noch hautig für 4. Move 2 towards closest hunter. Ja, das wäre hier. Ja. Dann kommt ihr mit. Der ganze Kladatsch kommt mit rüber und dann macht er 4 Schaden. Böse. Böse. Oh, du hast nur einen Orangen, ne? Ja, aber das reicht. Ja. Einen weniger zu machen. 3 Schaden. 3 Kärtchen, easy. 1, 2, 3. Nee, Moment, das ist komplett falsch. Das ist dein Ablagestapel. Da, ich habe nur noch 2 Karten auf Wieso der Hand. Wieso hast du eigentlich so viele Stapel, die da falsch rumliegen? Das ist der Upgrade-Stapel, der noch nicht gemacht worden ist. Du musst nicht deine Handkarten weglegen, du kannst deine Handkarten weglegen, ne? Wenn die jetzt mega geil sind, würde ich die eher behalten. Du kannst, beziehungsweise slash musst auch von deinem anderen Stapel gönnen. Ja. Genau. Hauptsache 3. So, wie viel Leben hast du jetzt noch so? Genug. Ja! 2-mal gehittet. Sobald er auf 0 kommt, haben wir alle dieses Level verloren. Ja, aber grüne Schnee ewig weit weg. Vielleicht solltest du gleich was ich da ist auf jeden Fall ja noch einer. Ja. Das war schon gut. Okay, das heißt, der hatte seinen Zug und die beiden gehen jetzt alle einen Schritt genau. weiter. So. Das heißt, Christian muss jetzt da hinten den Dude auf jeden Fall angreifen. Ja, oder? Das heißt, genau, ich gehe nämlich jetzt da weg. Könnt ihr euch den noch kümmern? Genau. Also wenn wir das wollen. Also wir können auch sagen, wir machen den weg und beenden das Level. Das geht halt auch. Wir müssen 4. Nee, ich würde am liebsten den angreifen. Wir gehen voll Ham in der ersten Runde. Ja, da kriegen wir wohl hin. Das ist die leichteste Stufe noch. Da clearen wir. Ja. Alright. Partner. Achso, okay. Ich muss erstmal Karten ziehen. Ne? Selbst wenn der mich danach mit vollem Damage trifft, kriege ich nur 4 Karten. Wieder 5 Karten, genau. Okay. Ich mach mir nur Sorgen um dich. Also wir füllen auf 5 auf. Ja. Ich keine das ist habe. Gut. Ich habe schon so. Ziehe ich 5 Karten. Einen sehr schweren Gegner getötet. Ja, das stimmt.
Okay. Das heißt, du müsstest jetzt theoretisch dahin laufen wahrscheinlich, ne? Ja, die werden ja eh alle alerted. Richtig? Nee, wenn du sneakst, nicht. Wenn du sneakst nicht, dann bist du hier. Oh, stimmt, könntest dann von hat da er aus keine angreifen. Rüstung, ne? Genau, hat er ein Leben weniger und der hat ja nur 4. Smart ist das. Dann würde ich nämlich hier hin. Pass auf, mein Plan ist, dahin sneaken, Aktion 1. Ja, und dann. Melee, Aktion 2. Ja. Außerdem richtig ja, auf die Umwelt. Klar, warum nicht? Okay, sneaken, safe. Action 1. Mhm. Und jetzt, Alakazam, da bin ich nämlich. Mit deinem Hammer. Ja, vor allen Dingen hätte ich gerne. Searing Strike ist, wenn ich Melee Attack mache, wird der auf jeden Fall Feuerschaden bekommen und Splash Feuer. Dann haut er den dann auch noch. Dann haut er nämlich den auch noch. Oh, nice. Ja, wobei das hier. Das würde mich noch interessieren. Pass auf, das, ja. Das Symbol. Ja, das ist eine Fähigkeit. Die kannst und du zusätzlich. Das hier kommt zur Waffe. Das, ne? Ist, das ist ein Munition, genau. Das kannst heißt, du zur Waffe, kann du kannst machen. Beides machen, okay. Genau. Ja, das ist ja gut, dann machen wir das auf jeden Fall. Genau. Und bei der Waffe muss ich gerade noch mal gucken, wie viele Würfel ich dazu kriege. Bei meinem Würfelglück Maximum. Ja, also entweder, lieber den Blauen. Entweder einen Blauen oder ja, zwei Rote. Lieber den Blauen, ey. Lieber den Blauen, die Roten, die können Null machen. Das stimmt, die Roten können Null machen. Ja, also die Orangen. Ja, ja, genau. Entscheidungsschwierigkeiten. Ich nehme die zwei Roten. Christian will es wissen. 2-1 Risiko. Gamble is real. Mit okay. 4 Stück. Dann haben wir 2 Orangene. Nochmal 2 Orangene. Komm, mit 4 macht er ja wohl 4 Damage. Ja, ich denke der ist auch. Egal, ich muss 1 Damage machen, damit er halt diesen. Oder? Warte mal. The attack gains fire. Ja. Also kriegt er das auch, wenn ich nicht ja. Damage mache? Ich würde genau, ja. Okay. Auf jeden Fall kriegt er. Kriegen beide auch Feuer, ne? Ja. Der Splash. Wobei ich weiß nicht, wie weit Splash geht. Ein Feld leider nur. Ein Feld drumrum. Das kannst du jetzt ja aussuchen. Ja, guck mal. 2 Damage hast du schon. 2 Schaden. Das Problem ist, entweder kann ich mir aussuchen, zusätzlich Feuer. Das heißt, der würde 2 Feuer bekommen würde und ich der nicht 1. Oder einen Schaden. Mach doch zweimal einen Schaden. Zweimal einen Schaden. Ich würde zweimal einen Schaden dann machen, ist er tot. Am Feuer stirbt. Genau, damit du Loot kriegst. Weil damit man Loot kriegt. Tiere, die vom er brennt. Genau. Ja. Tiere, die von Loot sterben, von Feuer sterben, bringen kein Loot, weil man nicht aktiv und damit tötet. 2, 3, 4 reicht, weil der noch keine Rüstung hat. Correct. Genau. Cool. Hast du gewonnen? Da sind wir aus dem Busch gesprungen. Nice. Und direkt damit hätten wir theoretisch jetzt die Voraussetzungen erreicht, dieses Level zu beenden. Wir müssen aber die komplette Runde einmal durchspielen, bis Bram nochmal dran war. Ja, vorher dürfen wir nicht rausgehen. Ich habe so ein Machinery-Code. Oh, das ist Doppel. Oder? Double-Metal. Nee, stimmt nicht. Ich hab Quatsch erzählt. Nee, nach jedem. Nachdem die Gegner müssen wir noch einmal durchspielen. Genau. Dann dürfen wir rausgehen. Wir dürfen nicht jetzt direkt, sondern erst danach. Ja. Ja. Ich habe Double-Metal bekommen. Das ist voll nice. Das ist gut. Ja, dann bin ich fertig. Dann okay, ich kann ja nichts mehr machen. Ja. Gegner sind jetzt dran. Dann ist bei ihm wieder die Frage. Bram gehauen. Nee. Das doch. In dem Fall jetzt nicht. Ach nee, weil er jetzt ist er ja wirklich another, alleine. Genau, jetzt muss er move. Another enemy within 2 squares. No. Move one towards closest enemy. Das wäre der, das heißt, das wäre dahin. Ja. Ja. Und fertig. Move 2 towards closest hunter. Ist das oder, ne? Ist das oder. Wenn er sich nicht bewegen kann, dann weil es keinen Gegner mehr gibt. Genau. Wenn er der Letzte quasi ist. Auch genau, wenn er der Letzte ist, dann raged er und haut dir einfach auf die genau, Schnauze. Genau. Aber jetzt macht er nichts mehr. Ja, nice. Genau. Der, voll will der, jetzt, Lappen, der will ey. Jetzt wieder guck mal, zurück. Nur weil ich den umgehauen habe, kriegt Bram jetzt nice. Keinen Damage. Ja, bitteschön. Das ist ja nice. Ein kooperativer ja Spieler, der ist. Oh, warte mal, ich muss hier, fängt gerade auf, ich muss hier nur Karten ablegen. Und natürlich muss ich die Karte natürlich wieder hier einsortieren, weil ich habe ja natürlich Feuerschaden gemacht. Ein bisschen Schmus immer. Und du kriegst einen Glory Point. Kannst du noch einen einsortieren? Ja, stimmt, ich habe den gekillt, jetzt krieg ich noch einen wieder. Der hat noch 2 Leben, okay. Und eine Moment. Rüstung. Macht der noch was? Der kriegt einen Schaden, weil Feuer. Achso, der ist ja jetzt aktiviert worden. Genau, der macht nämlich jetzt noch. Läuft der noch? Ja, ja, der hatte noch nicht seinen Zug. Genau, das der stimmt. Hatte ja jetzt. Ja. Und er ist jetzt. Moment, kriegt er da nicht erst Schaden am Ende? Ja, aber er wurde aktiviert dadurch schon, dass er hier
getötet wurde. Ja, aber der würde er erst laufen und dann den Feuerschaden bekommen. Ich läuft auf gleiche raus, aber... Ach so, das ist, glaube ich, egal. Ja gut, er kann halt... Weil vielleicht kann er ja noch zuhauen und würde ansonsten sterben. Ja, er kann zuhauen. Er kann ja quasi dahin laufen. Genau. Ja, klar. Ich würde sagen, er kann ja jetzt auch niemanden mehr activaten. Das heißt, wir haben... non-alert enemy, no. Move one towards closest hunter. Das wäre hier. Mhm. Und jetzt macht auch der 4 Schaden. Ey, krass. 4 Schaden ist halt auch echt immer fies, ey. Das finde ich ganz schön frech. Oh, ne, Quatsch. Fast eine falsche Würfel. Eigentlich nicht. Eigentlich was? Eigentlich würde der, der Feuereffekt tritt jetzt erst auf und dadurch wird die Activation jetzt zustande kommen. Die Activation war vorher schon, weil er gesehen hat, dass sein Kumpel getötet wurde. Aber, ach ja, stimmt, weil der Kumpel da war. Genau. Ja. Und das ist deshalb, ein Feld daneben. Deshalb. Okay. Aber sonst hast du recht, ne? Feuer wäre sonst am Ende seines Zuges und dann wäre er noch nicht aktiviert gewesen, ja. Aber Christian blockt einfach. Blockt einfach 3 weg, kein Thema, kriegt ein Damage hier. Das ist ja gar nichts, ich habe 2 geheilt. Das heißt, ich bin immer noch mit +1 aus der Nummer rausgegangen. Sehr gut. Nice. Das heißt, wir haben jetzt alles durch, ne? Korrekt, du bist dran. Wollen wir beenden oder wollen wir restlich? Nee, hallo, der ist fast tot und der sollte nur kurz die Frage stellen. Der ist weg. Der hat insgesamt noch 6 Leben. Okay. Das ist schon gar nicht. 5. Plus Rüstung. Was haben wir denn hier noch? Play after this hunter destroys a component to draw a card from the savage deck. Okay, also. Ich muss von da hinten ich kann der gar nicht würfeln. Also, wenn man Komponenten von ihm wegballert, bekommt er 2 Schaden. Das ist richtig. Er hat ja quasi 2 Leben plus Rüstung. Danach könnte ich... Das ist eine Frage, wenn du Komponenten von ihm wegballerst, zählt denn die Rüstung überhaupt? Nee. Ja, doch. Ja? Das ja, wird, noch, zählt wird noch mit verrechnet. Das ist belastet. Also kriegt er einen Schaden. Dann kriegt er einen Schaden, genau. Ich kann ja aber zweimal angreifen. Ich kann einmal mit dem Speer angreifen und einmal mit dem Bogen angreifen. Warum solltest du denn überhaupt die Komponente abschießen wollen? Weil ich sehr viele Karten habe, die mir Sachen geben, wenn ich Komponenten wegschieße. Das heißt, ich kann dann davon sehr viele ziehen, beziehungsweise ich kann neu rollen, also ja, neu würfeln. Das ist eigentlich ausgekommen, weißt du? Ich habe den Feuertypen gekriegt und der hat den Looter bekommen. Ja, das war echt. Und ich habe den Lappen gekriegt. Ich weiß auch nicht, wie das gekommen ist. Was sagt mir das jetzt? Wir haben einfach random gezogen. Also ich würde das jetzt zumindest probieren. Wir haben ja noch genug Leben, so, also wir können damit richtig geil looten. Dann würde ich play after the Hunter destroys a component to draw. This Hunter may take a dodge before checking the range of this attack. If this Hunter kills an enemy during activation, gain additional. Okay, das ist Smuts. Smutzchen. If this attack targets a component, ignore the target's armor when resolving damage. Guck mal, das ist eigentlich schon mal ganz gut. Das könnte man dann ja mit dem Nahkampf kombinieren. Da habe ich 2 Würfel und ja, das müsste eigentlich reichen, ne? Ich kann einmal komplett neu rollen, würfeln, wenn ich so ein Ding angreife und ich muss nur 2 Schaden machen. Das kriege ich ja wohl mit 2 Orangen hin. Das kriege ich ja wohl hin. Aber kriegst du dafür jetzt auch Komponenten? Was? Ja, dafür habe ich eine andere Karte. Ja, kann... Kannst du die auch aktivieren? Glaube ich, oder? Das ist eine Reaction, genau. Wenn ich das Ding abgehauen habe, dann kommt die React-Karte. Wenn du play after this hunter destroys a component to draw a card from the Savage Deck. Okay. Das kommt dann erst. Ja, easy, nix. Eine 0. Na, so will ich einfach beide mal neu, aber das ist jetzt nicht so gut. Warte mal, was machst du denn jetzt? Oh nein, with a ranged attack. Was ist jetzt gerade passiert, Sebastian? Also erstmal stehst du jetzt ja hier. Erstmal stehe ich da. Das war nicht so gut. Meine Fähigkeit ist beschränkt auf Range Attack. Das ist ja schon mal belastend. Ja, aber ist ja egal. Der kommt ja jetzt, dein Range Attack. Ja, aber dann hat das ja nicht so gut hingehauen mit dem Angreifen von Komponenten. Dann ja gut, aber hat ja auch nichts gebracht. Also dann würde ich jetzt theoretisch eher das Ding einfach so wegklatschen. Weil sonst bleibt das ja noch eine Runde länger stehen. Oder ist das uns eigentlich... Ja, aber selbst du hast noch so viel Leben, dann haut ja, auf die gut, Mütze. Gut, okay. Wir können, pass auf, die Ressourcen können wir ja untereinander aufteilen, wie wir wollen. Ja. Das heißt im Endeffekt, wir haben mehr Ressourcen. Ja, eigentlich schon, ne? Okay, das heißt, ich nehme jetzt meinen Bogen, schieß auf die Komponente. Guck mal erstmal, ob du triffst. Ja.
Ich bin immer noch davon überzeugt, dass ihr nicht so schlecht würfeln könnt, dass euch beide umfallen. Naja, der fällt jetzt ja schon mal nicht um, weil Sepp lieber auf den Loot geht, anstatt den umzuklatschen. 2 von 10 Mann. Ja, aber der kriegt doch die 2 Schaden trotzdem. Nein, der kriegt maximal einen Damage durch die Komponente. Ja, genau. So. Wir machen jetzt mit drei orangenen Würfeln. Jetzt haben wir leider das mit der Rüstung verkackt. Jetzt muss ich auch mit 3 orangenen 3 Schaden machen. Ne? Also 3, nicht 2? Ja, wegen Rüstung. Wegen Rüstung. Wait, die Rüstung zählt auch auf die Komponenten. Genau, ja. Das hatten wir ja vorhin einmal schon mal erwähnt. Nee, aber ich dachte, der Schaden, den dann die Komponenten machen, der zählt dann auch wieder auf die Rüstung? Moment. Ach so, nein. Die Komponenten, musst du nicht 3 Damage machen. Nein, dafür stimmt. Reichen 2 Damage. Das war ein Missverständnis. Ja, das ist richtig. Oh. Haben wir schon mal 3. Ich könnte jetzt noch einen neu würfeln. Ja, immer so Würfel davor. Guck mal, Schritt. Das merkt gar keiner. Also da kann man... Ja, so, guck mal, richtig geil. Okay, aber wir... Nein, war nur 4 Schaden. Wir haben das Ding abgeballert. Blauer dabei. Ich weiß nicht, wo der herkommt. Dann spielen wir noch. Muss er jetzt noch irgendwas was nehmen? Was ist jetzt hier passiert gerade, Sebastian? Wir haben jetzt die Komponente abgeschossen. Welche? Dann, A in Rot. A macht. Ja, die sind rot und blau. So, dann kriegt er 2. Der hat ja alles mittlerweile. In der dann kriegt er 2 Schaden. Wie wir den also 1 Schaden, weil er blockt ja 1 Schaden. Aber der kriegt doch 3 Schaden. Nee, der hat ja nur auf die Komponente geschossen. Genau. Nicht auf das Tier. Genau. Das Akku hat Dünn gemacht, Martin. Akku ist erschöpft. Das ist bitter. Ich habe dafür keine Akkus mit, fällt mir gerade auf. Ich habe dafür 2 Akkus mit. Guck mal in die und ein Ladegerät. Dann wechseln wir den Karten. Okay, kleiner Cut. Kommt man da so dran? Nein, natürlich nicht. Natürlich muss man das ganze Ding aufschrauben. Danke, Sony. Okay, wir haben 5 Runden. Wir haben gleich 1 Stunde gebraucht für 1 Runde. Das ist korrekt. Genau der. Die dürften wahrscheinlich dann ganz unten auf dem Boden liegen. Ich habe aber alle 3 Akkus mitgebracht, die ich habe. Ich weiß. Wir haben noch nicht eine Runde gespielt. Es sind nur noch 4 Runden gleich. Ja. Und noch nicht mitgezählt die Merchant-Runden zwischendrin. Kein Stress. Aber wir haben vor. Video wird über 3 Stunden gehen. Aber wir haben vor am Anfang 11 Minuten ja auch Best of. Ja? Ja? Das Video geht nicht mehr in 4 Stunden. Dazwischen 3 habe ich gesagt. Ja, auch nicht 3. Wir haben Regeln noch geguckt und auch das ganze Gelaber. Hier kommt alles raus. Ja, welches ganze Gelaber? Ja, hier. Die ersten 10 Minuten fallen ja schon mal weg. Genau, die ersten 10 Minuten fallen weg. Dann Sepp guckt sich seine Karten 5 Minuten lang an. Weißt du, warte mal, die ersten 10 Minuten haben wir doch das Spiel erklärt. Nee, in den ersten 10 Minuten habe ich gesagt, wir nehmen schon 11 Minuten auf. Und dann waren wir ganz. Ach so, ja. Also, ey, das will ich auf jeden Fall wegschneiden. Wenn Sepp da steht und sich einen in den Bart duscht, Text, okay. Weißt du, weil er sich gerade die Karten das erste Mal durchliest. Ja, nee, da bin ich bei dir. Also, wenn es da 5 Minuten lang Sepp zu gucken, wer sich einen nuschelt, oder auch bei mir. Was mach ich gleich? Also, hör mir so, Tage, Suffering, okay, ja. So, mit drauf. In 1:40 müssen wir jetzt die Karten wechseln. Okay. Ja, bis dann. Das müssten die. Müssen wir einfach mal ein bisschen optimistisch sein. Hey, Bram, hast du die Akkus denn vorher geladen? Nee. Ich habe extra ein Ladegerät deswegen mitgebracht. Cool. Ich habe 3 Stück dabei. Eins ist aber vielleicht, glaube ich, mittlerweile leer. Andi, wo ist meine Kiste? Das war nicht required, das mitzubringen. So, nach einer kurzen Unterbrechung fahren wir fort mit, er hat den Schaden bekommen. Sein Teil wurde abgeschossen. Dafür bekomme ich ein... Christian, hier auch wieder 2 Maschinenparts. Dadurch sind die Karten weg. Nein, das ist der falsche Stapel. Weg. Er hat noch 5 Leben und gerade ist uns aufgefallen, dass er ja dadurch, dass er das Teil verloren hat, this enemy suffers fire. Dadurch, dass er jetzt Feuer bekommt, stirbt die arme Wurst einfach elendig. Ganz alleine verbrennt er, bekommt 1 Schaden, weil wir jetzt gehen wir in die Enemy-Phase. Und, warte mal, er haut erst. Nee, warte mal, wenn ich... Wann bekommt er den Brandschaden? Am Ende von deinem Zug. Von meinem aktiven Zug. Dann ist er tot, genau. Du hast auch keine Aktion mehr. Ja, ich habe keine Aktion mehr. Okay, dann... Er verbrennt, dadurch bekommen wir kein Loot. Aber du kriegst noch eine Karte zurück. Weil du ihn getötet hast. Glory. Ein Glory Point Karte quasi. Stimmt. Ich krieg noch eine Karte zurück. Das heißt, ich kann... Ja, eigentlich total wurscht, weil ich werde nicht mehr dran sein. Ich muss immer die oberste nehmen? Ja, du kannst die nicht auch. Ah, okay. Dann oberste. Aber ist, glaube ich, nur relevant für mein Leben, weil dran sein werde ich nicht mehr. Der ist tot.
Der andere wird aber noch attackieren, denn er steht direkt neben Christian und sagt sich so, let's go für 4 Schaden. Ja, easy. Christian tankt mal wieder mit Blau. Und zwar tankt Christian einen Schaden. Das heißt, ich krieg 3. Lol. Also am Anfang noch alles ein bisschen easy peasy. Ich muss sagen, hast schon gut Schaden gekriegt, ne? Später knackig. Ich habe noch 8 Leben. Ja, okay. Dann gut. Ist Peter dran. Ja, er hat ja jetzt seinen Zug quasi gemacht, der letzte Überlebende. Ich kann den jetzt aber von meiner Position aus natürlich nicht sehen, weil hier ist ja quasi wie so eine Wand. Dann kann ich den von da aus sehen? Ja. Von da aus kannst du einmal schräg rüber. Aber das heißt, ich muss einen Zug auf jeden Fall verwenden, um mich zu bewegen. Das heißt, ich kann dann nur noch maximal einen Fernkampfangriff machen. Ja. Ram, du bist noch mal dran. Du kannst auch einen Nahkampf machen. Stimmt, ich könnte auch einen Nahkampf machen, aber genau Fernkampf mache ich mehr Damage. Ja, guck, dann drückst du mir aber 4 Damage, Alter. Ich wüsste, ja. Aber wenn ich du, wer mal. Dann? Dann wenn ich jetzt, sag mal, wo und wann? Aber einfach nur... 5 Schaden. Du kannst auch 2 Felder theoretisch laufen. Du kannst auch zu mir kommen, ist total egal eigentlich. Ja, ich möchte hier noch auf der schönen Wiese alleine stehen. Wow, stinkt. Ja. Und gönn mir hier wieder so einen Hardpoint-Arrow, wodurch ich dann noch einen blauen Würfel dazu bekomme. Guck, das heißt, ich bräuchte 2 Orangen, einen blauen. 2 Orangen, einen blauen. Ja, damit versuche ich jetzt 4 Damage zu machen. Mit 2 Orangen und einem blauen. Einfach Crit. Krass. Ja, easy. Lord. Peter hat besser gewürfelt. Ich sagen. Besser gewürfelt als der Fake-Wurf. Ich mache 6 Damage. Das heißt, ich knall den einfach mit meinem Pfeil komplett aus dem Leben. Pfeil gezogen und... Ja, guck mal, jetzt haben wir alle erledigt auf dem Board, Peter. Dadurch bekomme ich noch eine, einen Mental Shard. Wir haben eigentlich alle geschafft. Das reicht doch. Und ich kriege eine Karte wieder, weil ich den gekillt habe. Ja. Also nehme ich die oberste Karte von meinem Discard-Pile. Nice. Und packe die hier irgendwo random rein. Ja. Das heißt, wir haben alle Viecher auf der ersten Ebene platt gemacht. Und wir ganz werden jetzt... einmal unser Level-Up vollführen. Pass auf, wir haben theoretisch, hätten wir 4 Siegpunkte, nee, wie hießen die noch? Encounter. 4 Encounter-Points hätten wir gebraucht, weil wir sind 3 bis 4 Spieler und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, wir haben geschafft. Und dadurch bekommen wir hier unten jeder 2 von den Maschinenteilen. Also wir dürfen einfach ziehen. Ja, wenn ich das richtig habe, darfst du einfach 2 ziehen. Gibt es also eine Reihenfolge oder ist einfach? Ich meine, die sind eh für alle. Also ja, gönn dir, Peter. Wir können die ja eh untereinander unbegrenzt handeln, ich richtig? Mal ganz kurz. Kommt drauf an. Was heißt, kommt drauf an? Kommt auf die Regelauslegung an. Gibt eine extra Regel für Trading. Ja, dann würde ich doch gucken, ob... The players are able to kill every enemy in the encounter. This is the number of bonus salvage cards each hunter may draw from the salvage deck at the end of the encounter. Geil. Ja, also, Peter, gönn dir. Ich may ja auch drawn. Bram, Christian, ich gönn dir mal 2. Guck mal hier. Und ich gönn mir auch mal 2. Scheiße. Weil, warum nicht? Ja, guck mal. Oh. So. Soll ich das schon mal wegholen? Eigentlich machen, oder? Tatsächlich, ja. Das kann jetzt weggeräumt werden. Stell uns mal hier vorne hin, so siegermäßig. Wow. Alter, ihr habt voll das OP-Item. Ja, ich habe Ruined Parts bekommen. 2-mal. Nichts. Nein! Das ist einfach der Zonk, oder was? Ich habe 2-mal die... This piece is mangled beyond recognition. Oh nein! The hunter does not earn any glory points from this kill. If this card was not drawn after killing an enemy, discard it without effect. Geil. Du hast halt wirklich 2-mal den Zonk gezogen. Ich hab 2-mal nichts bekommen. Die können scheiße. Ja, aber nicht nochmal wieder da drauf. Nee. Den Scheiß wollen wir nicht nochmal ziehen. Richtig kacke. Aber gut. Ist voll nicht gelohnt. Wir haben einfach mal gegangen. Nur damit ihr es jetzt wisst, wir haben jetzt hier, wir haben hier so eine schöne Karte, die jetzt mir auch sagt, so, hey, du kannst jetzt ein Level steigen, weil du hast jetzt hier gerade was geschafft, was awesome ist. Und dann kann ich jetzt vom Start, kann ich auf, entweder kann ich jetzt Intuition leveln oder Insulated. Das sind halt Fähigkeiten. Ja. Außerdem werden wir sofort noch ein bisschen shoppen gehen beim Merchant und nochmal uns ein paar neue Items gönnen mit den ganzen Rohstoffen, die wir jetzt gesammelt haben. Und dann gehen wir in Level 2, wo hier eine neue Map aufgebaut wird mit neuen Gefahren und neuen Challenges. Runde Nummer 2.
beginnt. Wir haben hier ein neues Feld aufgebaut und die Gegner sind schon da. Wir haben diesmal neue Gegner, zwei Grazer und einen Scrapper. Die sind natürlich schon direkt deutlich schlimmer. Stärker. In dem Sinne, dass sie uns mehr Damage machen und mehr aushalten. Wir haben uns auf dem Spielbrett verteilt. Hier sind die drei und hier ich alleine. Das hat alles super viel Sinn. Das werdet ihr merken im Laufe des Spiels. Ja, wir haben jetzt uns taktisch aufgeteilt, Peter. Ja. Kannst du nicht sagen, dass wir versucht haben, nachzudenken? Das ist korrekt. Das haben wir versucht. Wir haben versucht, nachzudenken. Das wird jetzt auch theoretisch schwieriger. Das Problem ist, uns dürfen die Gegner nicht wegrennen, denn wir brauchen 6 Punkte, um diese Ebene Encounter zu schaffen. Ja. Die geben jeweils 2, das heißt, keins von diesen Viechern darf alle leben. Und die Spezialfähigkeiten von den beiden Grazern ist so ein bisschen, die versuchen abzuhauen. Ja, voll die Scheißviecher. Deswegen gehen wir ultimativ ham, haben uns aufgeteilt. Die drei killen die beiden, ich kill das Ding. Easy Snack, Runde 3. Ja, genau. Weil wir gut würfeln, Peter. Ja. Wir haben uns auch neue Items gegönnt, das heißt, beziehungsweise neue Modifikationen. Wir haben abgelevelt und... Ja. Sepp, dein Let's do this. Let's do this. Also der Token of Leadership geht halt immer einen weiter. Also, ich versuche einfach mal direkt Whams die Sau wegzumachen, oder? Also, kill it with fire. Okay, das heißt, ich versuche, also ich könnte entweder ihn halt erst im Nahkampf angreifen. Und dann im Fernkampf? Und dann im Fernkampf. Oder erst im Fernkampf und dann im Nahkampf. Wo machst du theoretisch den meisten Damage? Ja, im Fernkampf. Das heißt, hast du die Möglichkeit, im Fernkampf den zu one-hit? Ja, theoretisch schon. Dann würde ich doch erst Fernkampf machen. Ja, gut, dann machen wir erst Fernkampf. Ergibt voll Sinn. Okay, das heißt... Warte. Wenn du den One hättest, triggerst du dann ihn noch, ja, ne? Ja, der kriegt trotzdem Damage. Und oh, ja, der kriegt das, der ja. Ja, okay, denn das ist cool. Weil nicht, dass er den One hätte, der wird nicht alarmieren und rennt irgendwie weg. Ciao! Das wäre belastend. Also, wir probieren das mal. Der wird ja erst nur ein Feld gehen. I want the clutch, Sebastian. Ja, also wir machen hier so einen geilen Hunter Arrow. Okay, du haust Error. Jetzt den Bogen raus. Error, ja. Wir holen den Bogen raus Error. Mit 3 Orangenen. Jetzt muss ich aber richtig heftig Crit würfeln. Weil mit jedem Crit, was ich würfel, mache ich 1 Damage mehr. Nee, der hat ja, denk dran, der hat noch hat der keine Rüstung. Der hat noch keine Rüstung. Der ist aktuell. Das heißt, jetzt seine Möglichkeit richtig. 7 Damage nur. Und ich kann maximal 9 machen. Parts, ne? Kann maximal 9. Ein Nase. Okay, let's go. Schwarze Würfel. Okay, ja, das ist gar nicht so verkehrt. Ja, geht besser, ne? Das sind jetzt 3, 4 Schaden. 4 Schaden machen wir. Ja. Dann hat er noch 3 Leben, das ist ja wohl machbar. Dann hat er noch 3 Leben und 1 Rüstung jetzt, weil jetzt ist er ja alarmiert. Ja, Moment. Nein. Also, was passiert jetzt erst? Erst der Schaden. Erst kriegt er 4 Schaden, genau. Erst kriegt er 4 Schaden. 1, 2, 3, 4. Dann wird er alarmiert. Genau, dann wird er alarmiert. Weil er Schaden gekriegt hat. Er wird alarmiert, weil er eine Creature direkt daneben Schaden gekriegt hat. Mhm. So, Seb, jetzt darfst du noch eine zweite Aktion machen. 4 Schaden mit deinem Nahkampfspeer. Siehst du dich da? Oder gehst du weg? 4 Schaden mit dem Nahkampfspeer. Wäre schon cool. Wäre schon cool, ja. Ich möchte mich kurz daran erinnern, dass die Orangenen einen Zweier haben und einen Crit. Der Rest hilft dir nicht. Also... Ja, wird lustig. Echt? Hast du denn noch irgendwas? Ich hab für Fernkampf habe ich Sachen, aber für Nahkampf habe ich jetzt nicht so viel. Also das heißt, also auf jedem der Würfel gibt es nur 2 Felder, die dir helfen. Das heißt, auf 2 Würfel musst du jetzt... Das heißt ja nur 2 zu 36 Stunden. Nee, Moment, das stimmt gar nicht. Wir haben eine 1x6. Crit kann ich auch werfen. Crit kann ich auch werfen. Ja, ja, ist Crit, auch gut. Genau, deswegen aber sage ich ja. Crit und der Zweierschaden. Alle anderen sind Schmu. Ja, alles andere auch reicht nicht, Schmuck. Ne? Oder greifst also du eine 4 zu 36 Chance, also ein Neuntel. Das ist okay. Das ist nicht so viel. Nee, aber ich springe ja auch, das kommt jetzt noch hinzu. Ne? Ich springe ja auch, im Nahkampf gehe ich ja auf ihn drauf. Ne? Ja, das stimmt. Ne? Wir machen ja Nahkampf. Also machen und ja, also. Do that shit. Oh, Doppelcrit. Okay, 2 Schaden. Du machst ihm also noch 1 Damage. Ich mache noch 1 Damage. Und einen Effekt. Ah, hast du nicht einen Komponent? Hast du nicht einen Komponent angevisiert? Nee. Oh, schade. Das sollte ich ja nicht. Aber auch das wird nicht reichen. Das hat 2 Leben, aber kriegt 1 Rüstung. Das ist richtig. Das stimmt, die Rüstung. Das hätten wir vorhin schon im ersten machen müssen. Wir haben ja drauf gesetzt, ne? One Hit, Wonder, Zap. Hat leider versagt. Modifikation. Und meine Waffe brauche ich nicht.
Mach die Modifikation von meiner Waffe. Alter, ich habe alles rausgeballert. Wir greifen jetzt an. Also, die greifen jetzt an. Die denken sich jetzt so, what the fuck machst du denn hier? Ich setze meinen Rotator Blades ein und rasieren mich hier hart, ja, mit ihren geilen Hirschgeweihen. Erstmal macht er sein Behavior. Ja, Hunter within one square. Yes. Der ist direkt an mir dran, also moved nicht weiter und haut mir mal richtig, richtig hart mit 6 Schaden auf die 12. Plus ich würfe. Nee, nee, die sind da schon wieder gerechnet. Die 2 würdest du abziehen, wenn du das Ding kaputt machst. Dann wird er nur 4. Genau. Du willst mich einfach nur sterben lassen, Bram. Das stimmt überhaupt nicht. So, ich habe 2 geblockt und ich habe meine Armor aufgerüstet und ich werde einen weiteren blocken. Das heißt, ich muss 3 Karten abwerfen. Das werde ich abwerfen. Stamina kann ich abwerfen. Ey, Boys. Und Sliding Shot. Wir haben 1 vergessen. Gar nichts. Nice. Ja. Ja, und was ist jetzt der nächste Schritt? Und jetzt wird er I'm away from closest Hunter moving. Ja. Nee. Ja. Und der wird jetzt wohin? Das ist die Frage. Dahin. Nee. Ist doch I'm away from closest Hunter. Ja. Dann triggert er doch ihn. Nee. Warum sollte er ihn triggern? Nee, der kann ja einfach jetzt hier weglaufen. Ja? Gar kein Thema. Oder dahin. Oder da. Ja, okay. Ich dachte, wenn er jetzt neben den läuft und getriggert ist, triggert wir er könnten, den. Wir könnten. Machen die Watchers. Macht das nicht viel mehr Sinn, ihn dahin laufen zu lassen? Weil dann kann er ihn nicht triggern, wenn ihr ihn gleich angreift. Geht das? Wenn der hier hinkommt. Ja, klar. Der moved einfach ein away. From closest Hunter. Ja. Das heißt, von da aus von mir aus, genau, Feld. Da. Ja, ihr seid ja hier im hohen Gras. Der denkt sich, oh Gott, ich gehe einen weiter weg. Ja, und dann sitzt guck mal, der sieht ja und haut ihn gleich vor. Ich hab ihn zu euch getrieben. Ich sehe mich auch komplett. Kommt zu uns in den Dschungel. Okay, jetzt kommt aber der Nächste, der mir ans Leder will. Denn er denkt sich jetzt hier, lecker, hier. Was hat der für Behavior? Hunter within one square, ja. Ein näher dran. Eigentlich kannst du froh sein, dass du direkt. Ja, ist auch wirklich, weil er macht jetzt nur 4 Schaden. Wenn du 2 von dem weg wärst, würde der 6 Schaden machen. Genau, dann die blockst jetzt einfach komplett. Ja, die blockst einfach easy game. Guck mal hier. Boom! 2 mit seiner Fähigkeit. Also kriegst du nochmal 2 Schaden. Ja, aber ist ja noch voll easy. Ja, ey, ist ja jetzt wirklich hier gar kein Props, ne? Wir hatten mit 12 Schaden gerechnet, du hast 6 bekommen. Böse Karten. Wenn böse Karten weg sind, ist ja gut. Ja. Nee. Das Problem ist nur, Sepp ist jetzt fertig. Jetzt kriegt er also jetzt noch die 4. Jetzt geht er hier ein weiter dran. Ja, weil der ist ja durch. Ja. Der ist jetzt ein weitergegangen. Peter, und Peter ist dran. Jetzt kurze kommt dieses Frage. Ja, der ist jetzt direkt alerted, ne? Nee. Der sieht dich. Der sieht mich doch. Na klar. Der ist jetzt ja einen Schritt auf den Zug gegangen. Ist er nicht in seiner Phase alerted erst? Also wenn er dich sich in deiner Phase, also in der ist jetzt auf mich zugegangen. Weil du hast dich ja nicht bewegt. Ja, aber ich bin nicht im Nachbarfeld. Ja, genau, ich bin im Nachbarfeld. Echt? Okay. Ja. Das ist aber nicht so schlimm, weil mit meinem Angriff ignoriere ich ja die Rüstung. Ja, Peter ist halt zumindest krass. Um einen Punkt und der hat nur eine Rüstung. Ja. Deswegen ist das eigentlich fast irrelevant und ich greife ihn selbstverständlich an. Indem ich hier jetzt noch den Hardpoint Arrow dazu baller. Das heißt, ich habe 2 gelbe und einen blauen Würfel. Wie ignorierst du Rüstung? LOL, was ein Wurf! Modifikation. Reduce the target's armor value by 1 when targeting and a compound. Ja. Also das ist tatsächlich eine Modifikation, die ich mir vorhin gekauft habe. Aber das heißt, du greifst jetzt auch das Seitenteil an sozusagen. Weil sonst reduzierst du ja nicht sein Armor. Doch. Ich könnte auch ihn einfach direkt angreifen. Du greifst dadurch ihn direkt an, du machst auch richtig Helm Schaden jetzt. Achso, ich hatte das irgendwie verstanden, du reduzierst die Rüstung. Du kannst dann nachher immer noch im Nahkampf an ihn rangehen. Achso, when targeting an component. Du hast absolut recht. Oh, das ist richtig. Deswegen. Du hast absolut recht. Ja, dann. Aber du machst 7 Schaden. Im Best-Case-Szenario mache ich 48. 7 Schaden und du könntest noch eine Karte, eine Ability benutzen, falls du irgendwann hast, was Schaden macht, weil das ist ja nur ein Ich könnte Error, neu würfeln. Ich habe eine Ability, die dafür sorgt, dass ich neu würfeln kann. So ja, viele let's Würfel, go, Peter. So Moment, kann ich denn mit sie, aber ich kann ihn nicht killen. Du brauchst halt 8. Scheiße, stimmt, der ist alert. Ja, aber ist ja egal. Du machst auf jeden Fall mehr Schaden als 2 bei Komponenten. Ja, das ist richtig. Moment, also du machst ja mehr Schaden als 2. Was machst du jetzt? Haust du den? Haust du so ein Teil? Oder wie? Der Fernkampf voll auf ihn drauf. Okay. Ohne Teile. Ja. Danach kannst du im Nahkampf immer noch. Jo, 2, 3, 4. Okay, ich könnte jetzt sagen, ja. Ich will den blauen neu würfeln. Ja. Ja. Das schlechteste Ergebnis vom Blauen ist das, was da liegt.
Das ist richtig. Dafür muss ich aber halt auch eine Karte entfernen. Ja, aber dafür machst du mehr Schaden im Zweifel. Ne? Das ist richtig. Das heißt, ich entferne. Wie viele darfst du denn mit einer Karte entfernen neu würfeln? So viele, wie ich möchte. Dann würde ich den Orangen auch neu würfeln. Meinst aber du, der kann auch eine Null sein. Das stimmt, aber der hat eine 2/6 Chance, was Geileres zu treffen und eine 1/6 Chance, was Schlechteres. Eine Sache noch. Bei dem Blauen kann maximal eine 3 kommen, richtig? Ja. Ja. Wenn du jetzt mit dem Wurf, den du da hast, die 3, 4, 5, 6 würde nicht reichen, oder? Nee, aber ich würde mehr Damage machen und könnte ihn dann mit meinem Nahkampfangriff danach vielleicht töten. Ja. Ja, aber potenziell, wenn quasi das auch schon nicht reicht, ja, dann kannst du wirklich den Orangenen noch zusätzlich versuchen. Ach so, so meinst du. Weil dann reicht das genauso nicht, wenn der bei 0 rauskommt. Hier, du musst das jetzt machen. Komm, ich habe das schon einfach verkackt. Einfach lucky jetzt ich hab hier beide neu. Jetzt hast du die Chance auf. Oh, ein mehr. Nice. Okay. Hast du die Chance gehabt und hast halt mehr gemacht. 5 sind 4. Und 4 Schaden drauf. 4 Schaden drauf. Ja, let's go. So, Peter, kannst du 4 Schaden im Nahkampf machen? Sadly, no. Seien wir realistisch, machst du weg, oder? Ja. Unmöglich. Ich kann nur mit einem blauen würfeln. Das ist das Maximum. Ja, dann mach wenigstens mehr als einen. Pump dich so ein bisschen auf. Kann ich nicht. Mach mehr als einen Schaden. Kommst du so ein bisschen auf der Brust rum? Ich überlege gerade legit, damit jetzt ein Component anzuvisieren. Ey, das macht vielleicht das auch Sinn, damit er weniger Schaden macht. Ne? Ach, du bist in einer Ruine, ne? Du stehst nicht auf dem Stein. Aber das Component würde ich nur zerstören, wenn ich eine 3 würfel. Ja, das ist eine 1/6 Chance. Das. Aber ich kann theoretisch noch einmal neu würfeln. Ein Component würdest du nur zerstören, wenn du, das stimmt nicht. Du ignorierst die Armor. Nur bei meiner Fernkampfwaffe leider. Und jetzt müsste ich mit meiner Nahkampfwaffe angreifen. Aber auf der anderen Seite würdest du, wenn du eine 1 würfelst mit deiner Nahkampfwaffe, wenn du den normal angreifst, auch gar nichts machen. Das ist richtig. Weil der Rüstung hat. Richtig. Wie viele Einsen gibt es auf dem blauen? 2. 2 Einsen. Oh. Und nur eine 6. Eine 3, meine ich, Entschuldigung. Oh. Das heißt du jetzt. Kann man es so oder so sehen, wa? Ich werde es so oder so angreifen, oder? Ich meine, alles andere ist. Achso, ob ich jetzt quasi auf den Component gehe oder die nicht. Sache ist ja gut, aber wenn ich eine 2 würfel, würde ich den Component zumindest damagen und der hätte beim nächsten Versuch weniger Leben. Bei einer 2 ist der Component kaputt und die Armor ist nur relevant, wenn er Schaden kriegt. Das heißt. Du machst den Component so oder so kaputt. Das heißt, Armor zählt gar nicht für Components? Nee, nicht für Component, sondern nur für den Schaden, den dann das Bauteil dann an ihm macht. Ja, ja. Wow. Ja, ich habe immer gedacht, weißt du, das Component braucht halt 2 Damage, aber die Rüstung auf dem Component. Ach so. Warte, das habe ich jetzt nicht verstanden. Das Component sagt, hat keine Rüstung. Genau, die Component, das würde tatsächlich in dem Spiel. Aber das haben wir doch in der letzten Runde anders gespielt. In der letzten Runde haben wir das anders gespielt. Haben wir das anders gespielt? Haben wir doch auch nachgeguckt, dass das nicht so ist. Tier Value, instead of applying Damage. To the enemy. Ja, das Ding, das hat Rüstung. Das hat Rüstung, ja. Ach, dann heißt es, okay, dann würde er 2 Schaden. Okay. Aber wenn ich eine 2 mache, dann mache ich dem zumindest halb Damage quasi auf den Component und dann wäre der Component das nächste Mal gedamaged. Ja, oder das könnte man natürlich machen, aber es wird ja trotzdem eine ganze Runde dauern, bis du wieder dran bist, ja? Das ist richtig. Und was du stattdessen machen könntest, ist, du gibst ihm selbst nochmal auf die Fresse. Wenn du wieder dran bist, gibst du ihm nochmal nahkampfmäßig auf die Fresse und könntest nahkampfmäßig noch mithelfen. Das könnte sein. Muss aber jedes Mal eine 2. Muss ich jedes Mal mindestens eine 2 werfen, keine 1. Ja. Ich würde auch tatsächlich gleich, wenn der mich angreift, wieder auf dieses Feld gehen. Ich meine, für Nahkampf gehe ich ja da rein, aber dann stößt er mich wieder weg. Und ich will gerne nächste Runde da drauf stehen, weil dann kriege ich keinen Damage. Mhm. Oh, stimmt, ich muss mich noch bewegen, ne? Ich wurde weggebumst. Darauf kriegst du keinen Damage das erste Mal in der Runde. Aber ich muss für den Nahkampf, muss ich mich auf den zubewegen. Das heißt, diese Runde kriege ich Damage. Eine Sache noch, wir haben etwas vergessen bei mir dann, in der Runde. Dann wir müssen mich einmal wegschieben und ich würde einfach mit hier hingehen, das ist ja eigentlich total egal. Und der bewegt sich ja move one away from closest hunter. Der bewegt sich auch noch einen weg. Dann wo wollen wir den noch hinbuchen? Dahin zum Beispiel, weil da könnte ich den auch von da aus treffen, würde ich sagen. Dann move me. Nee, warte. Aber das passt dann jetzt nicht ganz. Wenn du bist weggestoßen worden, weil er dich getroffen hat, richtig? Nein, weil der mich getroffen hat. Der hat mich ja auch noch angehauen. Das haben wir nicht berechnet. Aber der hat dich zuerst gehauen. Das stimmt, du hättest zweimal move müssen. Das heißt, jetzt move müssen. Wenn du dann gemoved hast. Nee, dann habe ich ihn im Nahkampf doch angegriffen. Nee, das stimmt nicht. Stimmt, ja. Der stand hier, der stand da, ja? Ja. Hier, nochmal ganz kurz. So.
Du bist da, du hast Fernkampf gemacht, ja. Ballabum, dann Nahkampf. Nahkampf, Ballabum. Ja, das ist der Schaden, der da ist. Dann genau. Wärst du dran gewesen mit, okay, du fliegst eins zurück, wenn du dann nicht dann dahin gestellt hättest. Dann wäre der hier und hätte auf dich geschossen. Genau. Da das aber nicht der Fall ist, ja, ja, hast du dich logischerweise dahin gestellt. Ja, natürlich. Ja, und dementsprechend steht er da und da. Und aber er und ich müssen noch einen weg. Genau, und jetzt der steht hier. Der steht dann da, ist dann rübergekommen. Du bist ja natürlich jetzt getroffen worden, muss einen weg. Ja. Wohin? Da wahrscheinlich? Oder da? Ja, nee, dann werde ich von dem gefickt, ne? Also eigentlich möchte ich. Der greift mich an. Eigentlich möchte. Ja? Ja, der greift auf jeden Fall mich an, weil ich der Letzte jetzt bin. Ja. Okay, dann move ich hier hin. Okay, und er macht jetzt was? Er move away. Einen away. Dann würde ich den doch hier hin schicken. Nee, der muss einen wegmoven jetzt. Ja, hier oder dahin? Nee, der muss wirklich dann weit. Wenn es die Möglichkeit gibt, da ist der genauso weit weg. Ah, okay, stimmt. Du hast recht, dann move der hier hin. Okay. Das könnte für nächste Runde problematisch sein. Ja, weil der jetzt natürlich. Mit jetzt fickt er mich richtig mit seinem Laser. Ja. Also, wir haben jetzt gesagt, weil der hier steht, muss der hier hin. Ja. Ja, weil da und da kann er nicht hin. Der läuft einen weiter weg. Gleich weit weg ist zu ihm. Genau. Ja, genau. Das heißt aber im Prinzip, gehen wir nochmal kurz vielleicht eins zurück, ja. Mhm. Einfach so, wir tun so, als wenn wir zurückgesprungen hätten. Du wärst da hingegangen. Dann könnte der da hingehen und das wären nur zwei Felder, sodass ich zumindest einen Fernkampfangriff machen könnte. Ah, wobei das da auch nur zwei Felder wären. Also das wäre schlecht. Komplett egal. Ja. Jetzt ist nur die Situation, jetzt greift er mich an sofort. Wenn ich nämlich jetzt mit Nahkampf da reingehe, dann greift er mich nur an. Das stimmt. Dann ja, aber dann haut der zurück und du stehst wieder da. Und dann kriegst du keinen Schaden von dem, weil der greift dich an mit seiner fetten Kanone und du bist da gesaved. Ja, mega. Aber der greift mich trotzdem an. Wenn er da stehen würde, würde er mich diese Runde gar nicht angreifen. Ja, aber warum greift der wird mich dann aber angreifen, weil der Peter. Ja, weil der aber ja, du tankst ja dann seinen Attack. Trotzdem gedingenst ist. Aber du tankst doch seinen Attack, das ist doch besser, als irgendjemand von uns kriegt Schaden. Weil der greift ja auf jeden Fall jemanden an. Nee, wenn der da ist, wird der... Ach doch, klar, dann wird der irgendwen angreifen. Ja. Ja. Und so tankst du die Ruine. Ist so nice. Aber Moment, jetzt haben wir die geile Situation, dass ich alleine gegen zwei kämpfen muss. Nein. Nee, du musst nur den Damage aushalten, wenn überhaupt, ja. Du musst nicht, aber pass auf, nur damit du vielleicht mal. Wir gehen nochmal kurz zurück, du bist gerade da, ja. Jetzt willst du Nahkampf-Damage machst du ja. Dann wirst du da stehen. Daraufhin wären die dran. Mhm. Er trifft dich auf jeden Fall irgendwie, dann wirst du wieder hier stehen. Mhm. Dann ist der dran. Mhm. Dann wird er dich abschießen. Mhm. Du null Damage. Mhm. Bester Outcome. Das heißt, ja. Nee, aber bis gerade war das noch so, dass der gar nicht auf mich schießen würde. Ja, aber nee, auf stimmt, andere. Aber wenn du den Damage, den du von dem gekriegt hättest, dann hättest du den Bonus von dem Feld gar nicht benutzt. Ja doch, den hätte ich nächste Runde benutzt, weil nächste Runde hätte mich angegriffen. Ja, aber nächste Runde wäre es ja mit der Taktik, ist der ja tot. Muss aber nicht sein. Ja, ja, aber darauf spekulieren wir. Ja, okay, alles klar. Würfeln, dann perfekt. Und wir machen jetzt und der macht ja viel mehr Damage als der. Der macht nämlich, machen beide 6, wa? Ja, beide 6 gerade. Okay, mal überhaupt keinen Unterschied. Kannst du aussuchen. Ja, ich gehe jetzt mit Nahkampf da rein. Bams. Okay. Peter haut ihn einfach jetzt um. Okay. Haut das Component oder ihn selber? Component oder ihn selber? Das war die Frage zumindest vor einer Viertelstunde. Ich hau den Component weg. Okay. Geil. Welchen? Der dem mehr Damage macht. B macht mehr Damage, weil er dann noch Feuerschaden kriegt. A ist... Warte, Feuerschaden mir nicht mehr. Ja, okay, dann A. Feuerschaden schlägt. A. Genau. Ja. A. Komm, jetzt eine 3. Eine 3. Let's go. Ich kann sogar theoretisch neu würfeln nochmal, wenn ich will. Ist eine 2. Ja, will ich neu würfeln? Das ist halt keine 3. Ja. So macht er auf jeden Fall einen Schaden, ne? So würde ich dem Component, würde ich das Component zumindest damagen. Ja, aber da hast du ja nichts von. Ja, aber sonst macht er gar kein Damage auf dem Component. Das stimmt, aber er hat auch die Chance. Ja, high Risk, High Reward. Komm, ich sehe mich da bei einer 3. Endlich mal. Ich sehe mich da bei einer 3. Wenn ich jetzt... Also, du musst halt immer bedenken, weil du gibst ein Leben ab, um jetzt nochmal die Chance zu haben. Ja. Ja, ich habe manchmal Leben muss man ein Leben abgeben. Ich quasi so hier reingeschnitten, damit ich nochmal würfeln kann. Mach das jetzt auch. Das ist ein Problem. Ich mach dem leider... Hast dich umsonst geschnitten. Aber ja, das stimmt leider. Jetzt kommt da jetzt irgend so ein Token drauf? Ja, das heißt, da kommt jetzt das A drauf, allerdings nicht in zerstört, sondern in nur gedamaged. Ja. Für den. Okay, jetzt greift der mich an. Bams. Nee, das ist kaputt. Ja, ich würde mir nur die andere Seite mal kurz angucken. Ja, das ist okay, nicht kaputt. Peter, nein, ich würde nur sehen, wie das aussieht. Das ist nicht kaputt. Das ist nur okay, gibst du mir bitte den schwarzen Würfel? Natürlich. Dankeschön. Ich müsste nämlich jetzt einmal bitte kurz die 6 Schaden... Und du musst auf jeden Fall kritten jetzt, ne? Ja. Sonst, 50-50 Chance. Einfach. Ja, easy. Dadurch kriege ich nur 2 Damage. Das ist ja gar kein Thema, Freunde. Und du bist zurückgestoßen. Nein, ich werde zurückgestoßen. So, ablegen. Ja. Und jetzt ist Scrapper ballert auf dich drauf. Scrapper ist Hunter within one square. No. 2
Oh, warte mal, der schießt auf den Last Recent, ne? Ja, Peter. Das wäre Peter. Das heißt, Ruine tankt. Der schießt mit 6 Schaden auf dich. Aber schießt leider Schaden. Daneben. Piu. Peter versteckt sich einfach. Ruine versteckt hat. Ja. Aber die Ruine ist im Arsch. Die Ruine ist jetzt leider kaputt. Also, Turrets closest. Ach ja, stimmt, ist Oda. Entschuldigung. Also wir kommen jetzt nicht noch 2 Felder ran. Ja. Da wäre ein bisschen too much. Cool. Ja, wollen wir nicht. Jetzt ist Dennis dran. So, mein Turn, ja? Mhm. Okay, also, wird der natürlich. Macht der nicht jetzt auch noch was? Ja, der haut jetzt auch noch. Der haut jetzt. Einen von euch beiden. Ja, das darfst du aussuchen. Achso, okay. Christian ist der Tank, oder? Ja. Ja, dann Christian natürlich. Natürlich. Arme Wurst, ey. Ist immer ich rolle mit. Ja, also ich krieg sowieso schon einen Millischaden weniger. Das ist schon mal gut. Und. Das ist jetzt eine 3, easy. Ja, 3 Schaden. 3 Schaden bekomme ich. Da vielleicht noch nichts gemacht habe ich. Ich bin quasi in dieses Land gekommen, habe mich einmal umgeguckt, kriege einfach einen ab und dann setze ich mich wieder herzlich hin. Willkommen. Aber jetzt bist du dran. Nee, Bram ist auch dran. Ich bin jetzt dran, ja. Aber Bram muss jetzt richtig was töten. Okay, pass auf. Wir fangen mit dem an. Ja, den machst du jetzt easy klatschen. Ja, dem brauche ich noch, wie viel hat der? 4 Schaden hat er schon. Das heißt, der braucht jetzt noch 4. 5 hat er. Das heißt, der braucht jetzt noch 2, 4, 5. Ich zähle ja 5. 5, okay. Das heißt 5, 6, 7, 8 wegen Dingsbox. Ja. 3 Damage musst du dir machen. 3 Damage muss ich dir machen. Und weg die Sonne. Ja? Okay, also, wenn ich den haue, hätte ich bisher aktuell den und den. Ja. Wenn er gut trifft, ist er tot. Easy. Ne? Mhm. Ist gar kein Problem. Aber das ist mir, glaube ich, zu unsicher. Ja, würde ich auch sagen. Der muss weg. Und deswegen. Sagen wir es so. Mhm. Ich könnte, wenn wir das Risiko eingehen, dass ich den damit direkt töte, und das funktioniert, unter der Prämisse, könnte ich anschließend einen Fernkampfangriff machen auf den freezen, dahin sprinten und den nochmal hauen. Wie das denn? Durch Karten. Ja, hört sich perfekt an. Also du kannst noch einen Special Attack machen, noch einen zusätzlichen Attack. Genau, weil ich kann den halt, wenn ich hört sich perfekt an. Mega. Dafür muss gar keine Diskussion. Ja, du machst halt ja. Das klappt. Komm, du. Also du haust den ja direkt. Alles. Dann darf ich den jetzt nur so hauen, weil ich habe jetzt, glaube ich, nichts. Hat bisher immer also funktioniert. Ich mache jetzt einfach einen Nahkampf. Das heißt einfach ein gelber und ein blauer Würfel und damit versuchst du 4. 3 Schaden. Drei Schaden zu machen. Das kriegst du hin. Ja, ich glaube, das ganz. Bei einem Crit ist der sofort. Ja, weg, bei einem Crit kriege ich sogar noch extra Damage. Ja, guck mal. Komm, let's go. Ja, Mann. Ja, moin. Das ist einer zu wenig. Das ist einer zu wenig. Hä, was? Ja, der macht halt ein. Und der macht halt 3 Felder, könnte ich den wegstoßen. Das heißt das Symbol noch, oder? Warte, was ist da drunter? Ne, du kannst 3 wegrollen, oder? Darunter ist, on a critical hit, this attack inflicts an additional 1 damage in addition to any other effect. Ja. Das heißt, du hast doch, da hinten ist... Nee, das macht nur... Genau, das heißt 2. Oh, das ist voll die Lappenwaffe. Okay, du machst... Und jetzt kann ich nur 3 Felder wegrollen, oder was? Ja. Ich? Das heißt, du machst mir jetzt, wie viel? 1 Schaden? Richtig? Dann würde ich ihm den Damage mit 1 Schaden machen, ja. Wie viel Leben hat das Ding insgesamt? 7, ne? 7, jetzt hat er 6. Richtig wack. Hunter moves 1 square. Ich könnte jetzt 3 Felder laufen, oder? Was ist das denn für ein Ja, Bram, lauf mal weg, damit du nochmal einen Nahkampf machen kannst. Fuck. Das war schon dein Nahkampfangriff, ne? Das war mein Nahkampfangriff, ja. Aber ich muss ja jetzt weg. Nee, ich muss nicht. Nee, musst du nicht. Du kannst bis zu 3 Felder weg. Musst ja, aber nicht. Der Plan ist so. Warte mal. So, jetzt könnte ich immer noch meinen Fernkampfangriff machen. Der ist halt full life. Warum sollten wir den angreifen? Frage. Ja. Der greift uns eh an. Wenn wir den am Leben lassen? Ach nee, Moment, wenn keiner bei dem ist, dann geht er gleich einfach raus und sagt Tschüss, Freunde. Nee, genau. Ja, okay. Ja. Aber was wir machen könnten ist, du bleibst da, ich greife jetzt den an. Ja, ja, freeze und ich den. Genau, du würdest ihn gleich finishen. Aber Freezen macht nur Rüstung weniger, ne? Genau. Der hat 1 Rüstung. Bringst das? Oder ist es besser, dass 2 Viecher gleich keine 6 Schaden auf uns machen? Das könnte man so oder so sehen. Was das ich hinkriegen ich mit würde. Das ist eigentlich schon ganz richtigen Eindruck. Weil der geht schon am Stock. Ich hab noch Leben, aber ich bin ja auch erst sehr spät dran. Also, das sind 3x6 Schaden, die da verschärbelt werden, jede Runde. Das ist ein Argument. Also kannst du jetzt mal bitte Gegner töten, Bram? Ja. Ich schon, also klar, wenn du einen killen kannst, killst einen. Ja, mach die jetzt erstmal weg. Sonst Peter wird gleich hier richtig weggelasert von den beiden da drüben. Die beiden greifen die beide an. Laser Dane weg.
Das ist egal, Hauptsache du laserst einen weg. Am besten laserst du den weg. Aber der hat noch viel zu viel Schaden, richtig? Nee, aber bei dem ist es so, weil hier muss ich nur einen Damage machen. Ja. Ja, und um quasi maximale Damage-Potenzial zu holen, bei dem muss ich noch 4 Damage machen. Ich laser den weg, muss freeze den. Muss bei dem 2 machen, ne? 2, ja. Aber ich laser den weg, freeze den, springe dahin, mach noch einen Melee-Attack. Ja. Das geht auch noch. Aber dann müsstest du jetzt einen näher ranrücken, damit du Melee-Attack danach machen kannst, oder? Nee, weil hier steht drin, play after this hunter inflicts a condition with an attack to move into the same square as a target and perform a free melee-Attack. Ja, das heißt, du kannst tatsächlich... Das heißt, wenn ich dem halt Eisschaden mache, inflicte ich eine Condition und dann teleportiere ich mich quasi darüber und gib dem... Nein, du springst. Ich teleportiere mich darüber und gib dem einen vom Ellenbogen. Du, mach das. Ja? Also ich glaube da ganz fest an dich. Peter und ich haben bisher versagt. Du musst das jetzt irgendwann mal machen. Also machen wir das. Er muss nur kritten. Also du kannst jetzt den an, ne? Ja, genau. Aber selbst wenn ich nicht kritte, könnte ich im Zweifel das abwerfen und dann ist er auch gefreezed. Okay. Gut. Ja, also das ist safe. Okay. Ah, weg die Sau. Okay, nice. Ja, ich hab den nur gefreezed. Okay, du hast ihn gefreezed. Mega. Das ist safe. Ja, der ist gefreezed. Ja, dann habe ich genau das, was ich gesagt habe. Aber jetzt teleportierst du dich, ne? So, jetzt habe ich ja... jetzt habe ich hier After Player is Hand Infliction and Condition, bla bla, ja. Jetzt move ich da hin. Wo bin ich? Der bin ich. Zack. Und jetzt meine Free Auto Check. Mhm. Jetzt will ich was sehen. So. Melee. Okay. Aber. Blau und Orange. Blau und Orange. Dann hat gerade schon so gut funktioniert. Der hat nur noch erlebt. Wenn du crittest, kannst du dich nochmal um 3 Felder bewegen. Das ist okay. Nee, ich kann sogar selbst, wenn ich jetzt nur. Also ich kann einfach danach abhauen. Ja, du machst das schon, Bram. Und Peter ist dann tot. Ja. Wenn du dich bewegen kannst. Der Vorteil hiervon. Könntest du doch dann nutzen in deiner nächsten Runde, oder? Da könnte ich jetzt noch hinsprinten, nachdem ich das verkackt habe. Ja, aber du kannst danach ja nicht mehr angreifen. Nee, aber ich kann noch sprinten. Ja, aber wenn du jetzt da hingehst, dann kannst du ja nicht nochmal ranged, kannst du ja nicht mehr machen. Nee, habe ich ja schon. Eben. Aber für die nächste Runde dann vielleicht da drauf zu gehen könnte. Genau, also ich würde den jetzt hauen, Nahkampf. Und wenn ich das verkacke, dann abhauen. Springe ich dahin. Weil das sind 1, 2 Felder. Wenn du nicht verkackst und crittest, kannst du ja dahin. Das stimmt. Und dann kann der mich auf mich schießen. Ich take Damage für alle. Und eigentlich muss ja jetzt nichts passieren, außer irgendwie ein bisschen Schaden dabei rumkommen. Das sind 4. Boah, das sind 4. Oh, das heißt, der hat 1, 2, 3, 4. 4 Leben. Ein Leben hat er noch. Aber leider so von den Kontoren angegriffen. Moment. Wieso hat er noch ein Leben? Ja, weil er hat eine Rüstung. Ja, der hat 3 Leben und eine Rüstung. Aber der hat schon 4. Aber der kriegt doch die Rüstung nicht, oder? Ah ja, stimmt. Ja, guck mal. Aber wenn nicht auch so, der hat 8, du machst 4 Damage und also der hat 7 plus 1 sind doch 8. Oder? Der hat schon 4. Ja, du machst 4. Dann ist der sogar ist der schon tot. Ja, guck mal, easy game. Easy Snacks. Hab mich verrechnet. So. Dafür gebe ich jetzt 2-mal Scrap, ja? Nee, 1-mal Scrap. Ich krieg auch 1-mal Scrap. Guck mal, nice, Bram, dankeschön. Kein Problem. Hast du mich gefeedet. Wichtig ist dann noch, dafür gebe ich 2-mal Glory. Ja. Das heißt, ich darf 2 Karten hier wieder reinmischen. Ja, richtig. Und wir sind noch nicht ganz fertig, weil nämlich gleich sofort sind die beiden noch dran. Und zwar, after resolving an attack, this hunter may perform a free sprint action. Mache ich jetzt noch. Okay, 2 Felder dazu. Zack, zack. Und jetzt stehe ich da. Nice. Zug beendet. Jetzt sind die Leute dran. Reihenfolge ist er. Fängt an. Ich bin der Most Recent. Ja. Warum fängt der an? Weil der ihn erstmal angreift. Genau. Okay. Weil ich bin der Most Recent. Ja, genau. Weil du in der letzten Runde hast du den ja angegriffen und den nicht. Deswegen dachte ich, macht der vielleicht sogar seinen Move zuerst. Ich weiß es nicht. Aber der kann mich nicht angreifen. Nee, ist ja egal, wer den Move zuerst macht, ist ja egal, die hauen beide die nächsten. So, genau. Ja. Er auf jeden Fall macht jetzt. Der haut dich, der geht ein zu dir. Ja, kommt und haut dich für 4. Und haut mich für 4. Und mit der Ruine blockt das komplett? Nee, das ist ein Stein. Das ist ein Stein. Was macht der Stein denn? Der Stein sagt, hallo, ich bin immer der, den du zuerst hauen willst. Der gibt dir einen Bonuspunkt. Immer Most Recent. Der gibt dir einen Bonuspunkt, wenn du ein Component kaputt machst. Genau, wenn du den mit... Stark, ich dachte, das wäre die Ruine gewesen. Das geht nicht nur um den Component, auch wenn du den killst. Ja, ja, da kriegst du irgendeinen Bonuspunkt, den wir aber nicht brauchen, weil wir nicht competitive spielen, glaube ich. Du kriegst auf jeden Fall Glory. Warte, das habe ich mir gerade noch. Aber Glory ist doch... Lass dich erstmal angreifen. Ja, hau dich erstmal. Lass mich erstmal angreifen. So, um 4, ja? Ja. So, when making an evade roll, was ich jetzt tue. Ja. Ja, das habe ich die ganze Zeit nicht gemacht, weil das habe ich nämlich jetzt erst gesehen, nachdem wir diese Pause hatten. Ja. That only contains orange, but it tut. You may roll an extra orange. Then discard one orange of your choice. Ach so, okay. Aber das heißt, ich habe immerhin eine höhere Chance. Höhere Chance. Sehr gerne. Ja.
block mal einfach alles. So, weil ja, der zum Beispiel, den würde ich jetzt discarden. Den würde ich nehmen. Und jetzt noch die Frage, was der Stein macht. Der Stein? Kein Defense, nee. Kein Defense macht der. Du kriegst auf jeden Fall Defense macht zwei Schaden. Ja? Zwei Schaden? Ja. Das ist, wenn du angreifst, kriegst du Boni. Okay, dann heißt, ich leg den ab. Und den ab. Und den ab? Ja. Da. So, jetzt geht er wieder ein Feld weg und du wirst weggepusht. Genau, jetzt geht er ein Feld weg. Okay, ich werde hingehen, da wieder? Er wird da hingehen, okay. Weil ich werde weggepusht. Ah. Und jetzt kriege ich keinen Damage. Das ist korrekt. Das ist boah, kommt der jetzt weg? Nee. Stein bleibt? Stein bleibt. Ruine nicht? Nee, Ruine geht weg. Die bleibt. Stein bleibt. Okay. Stein bleibt. Krieg ich noch irgendwas? Nee. Pass auf, wenn du auf dem Stein stehst, bekommst du einen Glory Point extra, wenn du ein Component removest oder dein Target tötest. Und wenn du da drauf stehen bleibst, always counts as the most recently activated Hunter. Okay. Du hast keinen Vorteil. Aber das heißt, ah ne, weil direkt nah dran, dass ich genau. Hab, sonst rennt der hier einfach quer drüber. Aber es macht ja nichts, was ist die nächste Runde? Ja, deswegen, easy snack. So, gar Christian wird jetzt noch von dem einen gehauen. Genau, die Viecher dran. Christian wird noch von dem hier gehauen. Schon wieder, ey, ich hab noch nichts gemacht, ich hab schon zweimal auf die Schnauze. Ja, wieder weil, sechs Schaden. Hunter within one square, ja, move. One towards close Hunter, machen wir. Sechs Damage. Zwei, dann wie viel Schaden macht er? Sechs? Sechs. Ich krieg vier Schaden. Komm, Leute. So, und dann läuft der einen weg. Ich hab schon keine Handkarten mehr. Wie viel Leben hast du denn noch? Viel. Chris hat einfach alle Handkarten weggemoved. Ja. Okay. Okay, so und jetzt moved er noch one away from the closest Hunter. Und das wäre dann wahrscheinlich... Also. Mach mal in die Mitte, damit er nicht dahin, oder dahin. Weil wenn ich mich jetzt dahin begebe, um dem auf die Omme zu hauen... Genau. Gehe ich auch einen näher ran. So, und dann... Ist fertig. Ja, nice. So, ich habe keine Handkarten mehr, das heißt, ich darf mal 5 ziehen. Ey, gar kein Problem, wir machen ihn. Ja, ist auch kein Problem. Ich gehe natürlich jetzt Melee. Einfach voll smart, ne? Ja, ja, mega gut. Das war wirklich 300 IQ, ne? Also in einem Zug, von hier bis dahin. Wie viel Leben hat er noch? Ich weiß schon, warum der beweglich ist. Er hat noch ein Leben. Ja, du hast eine Rüstung, ja. Ich muss ihm zwei Schaden machen. Ja, ist richtig. Mit zwei orangenen Würfeln. Nee, mach lieber noch einen orangenen Würfel lieber drauf. Sonst kriegst du wieder 6 Schaden, ne? Okay, weißt du was, dann machen wir jetzt. Dann nehme ich einen blauen Würfel dabei. Ja, mach halt. Letztendlich, der ist jetzt auch noch hier kurz knick-knick und dann den Pepeng und dann bis Sepp dran. Peng-peng. Schluss. Ja. Also, warte mal, vielleicht. Der Problem ist halt gerade auf dem Stich. Der ist ja nebenan. Habe ich nicht noch irgendwo Splash? Aber nur für vier. Nee. Nee, Christian wird weggepusht ein. Ach nee, nur wenn er nicht stirbt. Okay. Mhm. Damit kann man nichts kaufen, sondern das ist nur, um die Karten zu aktivieren. Kann sein, dass man da was zusätzlich mit dem macht. Ja, du machst den jetzt einfach easy weg. Ich guck gerade nur, ob ich irgendwas habe, weil, also, ja. Dann zwei orangene und ein bläuen. Nice. Peter, selbst sich hier die orangen Würfel. Ganz easy, das Minimum. Komplett. Ja, ein gutes Pferd springt nicht höher drauf. Junge, Alter. Aber schon knapp, also. Tot. Ja, tot. Easy. Kaputt. Gar kein schönes Thema. Gear gibt es noch, ne, nicht vergessen. Ja, gibt zwei, mir mal so. Ne? Zwei kriegst du, ne? Weiß ich nicht. Ne, einen. Einen kriegst du, einen krieg ich. Guck mal, ist doch super. Du eigentlich immer einen? Ja, immer wenn ein Kumpel von mir was tötet, krieg ich auch was. Wo sind wir denn Kumpel? Ja, hallo? Du bist jedes Mal ein Gear, wenn ein Kollege einen Typen tötet. Whenever another hunter kills an enemy, you may draw a card from himself. Ja, das ist gut. Also dadurch, das haben wir doch besprochen. Ja, aber das ist voll. Dass du so einen Schabberkarten hast, das ist mir leider nicht so. Das ist mir jetzt gar erst bewusst geworden. Da war kein Crit bei. Das der ist doch gut so. Da waren zwei Punkte dabei. Das Krasse nicht viel. Ist, aber dadurch, dass jetzt durch die Fähigkeit ich mehrere Flammen drauf machen kann, kann ich theoretisch dreimal Feuer auf einmal kriegen. Das ist drei Leben geil. Wieder. Ist doch geil. Ja, ist jetzt leider nicht der Fall gewesen. Ich kriege die unterste oder die oberste? Von die oberste. Die oberste Karte. Einfach. Oberste eingemischt. Oberste wird gleich dann, also eingemischt. Also das ist bei, wenn der Pfeil so rumliegt, wie wir den hinlegen, ist die oberste Karte, weil du die unterste Karte von einem verdeckten Pfeil nehmen sollst. Deswegen lagen bei mir vorhin die Karten auch die ganze Zeit so. Ich hatte dreimal verdeckte Pfeile. Ja, das ist eher so eine Frage. Falle nur schießen, ne? Oder bewegen. Falle schießen? Alter, beweg dich weg, damit der Bram angreift. Ja, das ist voll smart. Das ist richtig.
Nee, der muss sich. Ist egal, ich müsste mich. Nee, du musst dich bis hierhin wegbewegen. Nee, ein Feld nur. Nee. Zwei Felder schießt er auf mich. Nee. Hunter will. Ach so. Der schießt nee, aber Felder. Er macht doch erstmal Hunter within one square. Yes. Stimmt, Bram ist. Und der muss nur ein Feld weglaufen. Das stimmt. Dann greift er schon Bram an und kriegt keinen Schaden. Ja. Wäre auch nice. So aber, also ja, können wir natürlich machen. Oder. Du gibst dem jetzt noch einfach, weil du genug Leben hast. Du gibst ihm ja, noch. Ja, aber der kann dem nicht geben, weil der kann nur noch einen Fernkampf. Er kann eine Falle nur auf ein leeres Feld werfen. Dann würde ich einen Schritt weggehen. Ey, Leute, eine Frage zum Taktischen. Ja. Man kann ja Gegner distracten. Ja. Wenn ich vorher eine Falle irgendwo hinlege und die Gegner distracte auf die Falle, das geht, oder? Bestimmt, ja. Aber du kannst nur nicht alarmierte Gegner distracten. Genau. Ja. Dann ist bei uns immer bei der ersten Runde dann vorbei. Dann sneak doch einfach weg. Ja, ein Feld weg, oder? Hast du auch gesagt. Ja. Take die Ruine. Macht, dann gehen wir doch. Guck mal, Christian liegt sich schlafen. Dahin. Schützen vor Peter. Jetzt schieße ich dich gleich ab, aus Versehen. So, jetzt der Dude dran. Ja. Der haut dich. Walla walla. Und geht Nixos Damage, richtig? Korrekt, der geht allerdings auf dich zu, aber geht danach auch natürlich wieder weg. Einen weg. Ja. Das heißt, wir lassen den schön da stehen, oder? Dann geht er da hin. Weil du bist als nächstes dran. Ja, stimmt. Ein Feld brauche ich für Nahkampf auch. Ja. Damit ich beides machen kann. Nahkampf aber du warst dran, du hast dann natürlich entschieden. Möchte ich nur kurz sagen. Obwohl ich da, war nur die Hand und du hast was gelenkt. Wo geht das hin? Wir okay. Wir hatten denselben Gedanken. Das heißt, ich darf jetzt. Theoretisch könnten wir jetzt gucken. Haben wir genug? Nein. Haben wir nicht. Haben wir nicht, ja. Weil jetzt ist einmal rum. Wir müssen ihn töten. Machen wir tatsächlich, jedes Mal können wir das machen, nachdem einer von uns dran war. Ach, dann wir müssen nicht die ganze Runde. Es sind immer drei Phasen. Es ist immer Hunter, Enemies, checken, darfst du raus. Ja. Können wir gehen? Oh! Okay, ich sage es so, wie es ist, ja. Wie viel Leben hat der Kollege? Du musst ihm nur 9 Damage machen, Bram. 9 Damage. Wenn man so reagiert, Sebastian, erwarte ich jetzt, dass du den jetzt one-hittest. Ja, ich versuch's. Quatsch, er hat nur eine Karte gezogen, dass er wieder mehr Loot bekommt. Hallo, du könntest jetzt tatsächlich überlegen, ja, das Problem ist nur, Alter, die Komponente hat 4 Leben. Ja, oder 2. Das Radar hat nur 2. Aber 2. Was ist denn das Radar? Radar, der ignoriert Leute im großen hohen Gras. Ja, der sieht dich trotzdem. Ist ja das ist halt, wir haben ihn wir haben den getriggert. Aber es würde 2 Schaden machen. Disable, dass der halt für 6 Schaden um sich ballert, da müsstest du dem 4 Schaden für machen. Das sind 4 potenzielle Schaden, die auch auf die 8 Schaden. Ja, aber 5 sogar mit Schild. Also ich würde direkt auf ihn draufballern. Ja, und zwar alles. Weil danach schießt er noch einmal auf Sepp und dann macht Peter den Finish. Ja. So, wir machen jetzt Hunter Arrow. Ich baue noch Inventive mit drauf. Das heißt, ich kann 4 orange Würfel machen. Ne? Jetzt ist einfach RIP. Du kannst 4 orange Würfel machen? Alter, ich mache einfach Boom. 1, 2, 3, wo ist denn der vierte? Du kannst sogar 5, warte mal. Was? Wie sind denn 4? 1, 2, 3, 4. Ach, schade, ich dachte von deiner Rüstung, du kannst 5. Hau ihn weg! Hau ihn weg! Es muss einfach nur ein bisschen Crit mit dabei sein. 4 Nieten. 2 Crits. Yeah! 2 Crits, eine Niete. Das ist nice. Schaden. Denn ich mache jetzt 2. Das plus nice. Für jeden Crit mache ich noch einen extra Damage. Das heißt, ich mache 3, 3 und 1. Das sind 7. 7. Das habe ich nicht verstanden. Das heißt, du machst ihm 6 Damage. 4, 5. Das heißt, ich mache ihm 6 Damage. Pro Crit macht er 3, weil der macht eh 2. Und dann hat er noch die extra Fähigkeit, dass er noch einen Damage pro Crit extra macht. Geil. Ja. Guck mal, Bram ist auch angeturnt, ich wusste es. 6 Schaden. Das ist auch ganz schön nice. Okay, das heißt, ich werde jetzt im Ne, du musst ihm nur noch 2 Damage machen. 3. Ja, du jetzt 3. Ja. Ja, genau, ich muss im Nahkampf muss ich dem jetzt 3 Damage machen. Mit 2 Würfeln kriegst du das doch easy hin. Ja, das haben wir bisher ja immer geschafft. Also machst du Nahkampf, oder? Ja, Stürmi. Ja, was soll ich denn sonst machen, ne? Ja, wir haben, das ist unser letztes Ziel. Also ja, also da hab ich jetzt nicht mehr viel Chance, ne? Komm, let's go. Das ist 1, 2, 3 sogar, jawohl. Aber das sieht jetzt fischig aus, welchen Umgehen. Das nehme ich den Tag. Wirklich da. Das sieht er nicht in der Kamera ein. Wofür machen wir das denn? Ja, komm, klatsch, ey, weg hier, die Sau. So und wir haben es geschafft, Leute. Ja, gerade da haben wir gar nicht gesehen, dass der warte mal, ist das so. Du kriegst jetzt nur eine Komponente, ne? Ne, 2. Warum denn 2? Weil der Kumpel auch 2 gibt. Warum? Ah, ja, aber du kriegst nicht 3. Das ist kein richtig. Kumpel. Das ist richtig, ja. Hätte Peter den mal gekillt. Ja, aber dann hätte ich. Ich kill ja gar nichts. Trophy Shot. Hands
Aloft to the skies, you present your bloody trophy to the sun. This hunter gains one glory point, then discard this card. If this card was not drawn after killing an enemy, discard it without effect. Also okay, ist irrelevant. Irrelevant. Ja. Ist irrelevant. Wir haben jetzt die Map geschafft. Nice. Genau, genau, weil der Zack. Folge hält, wirst du gleich. Das heißt, mega. Wir sehen uns gleich wieder auf Map 3. Korrekt. Ja. Runde 3 beginnt jetzt. Wir haben wieder ein neues Feld aufgebaut. Diesmal neue rotes, Gegner. Oder? Wir sind so ultra krass jetzt aufgelevelt. Alter, guck mal, was für geile Viechers wir jetzt haben hier. Ja. Die haben Krabs. Im Spiel tatsächlich ist Stress aber gemacht. Schon was ist das eigentlich? Das ist Mr. Krabs. Ach, das ist so eine Antenne. Okay. Ja, ich dachte tatsächlich erst, der hätte das im Mund wie so ein... wie so ein Cowboy. Genau. Ja, wir haben aufgelevelt, wir haben Items gekauft. Der Shellwalker ist der erste, also der Digi hier ist der erste, der mehrere Alerten hat. Ja. Das stimmt. Der hat jetzt müssen wir drei mal gucken, Stück. Was gleich passiert, wenn wir den alerten. Der ist auch ziemlich stark. Ich fange erstmal an. Ja. Mein erster Move ist, ich loote. Denn wir sind ich bin auf so einem Ding gespawnt, da kann ich einfach looten. Das ist eine meiner beiden Aktionen. Drei. Ach, das hier ist so ein geiler Walker. Komm, gönn dir mal drei von den Dingern. Pina. Ah. Oh, ich habe zu viel genommen. sorry da dafür. Da hältst du ihm einmal den kleinen Finger hin. Und jetzt sind das alles Nieten, pass auf. Also eine Niete ist dabei, glaube ich. Na, schon mal Müll. Nicht nur. Nee, Text doch nicht. Nicht nur Niete, ne? Nee, stimmt. Nee, es gibt auch richtig geile. Ich habe zum Beispiel eine richtig geile. This Hunter gains one glory point and discard this card. Ja, okay, kann ich noch nicht machen. Das habe ich zweimal. Beides eine Niete. Ach. Ich habe aber eine harte Frage. Ja, kann natürlich sein, dass das schon lange beantwortet wurde und so weiter. Wenn ich der die Shieldklaue für zwei weghauen würde, dann wird er dadurch einen automatisch einen Damage zusätzlich kriegen. Mhm. Reduce this enemy's armor value to one. Ja, aber ich meine, weil ich die Component kaputt mache, kriegt er auch nur einen Schaden. Ja. Ja. Also den Schaden von den Components, der ignoriert eh. Der wäre pure, wa? Ja. Das heißt, wenn du dem 4 Schaden machst, wird der 3 kriegen, genau. Obwohl der eigentlich 2 Rüstung hat. Nee, du musst die 4 Schaden hier, die haben Rüstung, aber die 3 sind pure. Wenn er den kaputt geht, der Schaden, den er dann verursacht wird, der ist pure, aber genau. Die Dinger selber, die haben Rüstung. Genau. Ja. Also du müsstest 6, dem 5 Damage machen, okay. Damit der 3 Damage kriegt. Ja, nee, dann ist also aber ich habe zum Beispiel eine Fähigkeit, womit ich das ignorieren kann, die Rüstung. Heißt, für dich wäre das vielleicht eine Sache. Aber vielleicht, ja. Wir gucken mal, wie wir jetzt starten. Gut, mein erster Move war, looten, war scheiße. Okay, mein zweiter Move ist, ich schieße auf dieses Pferd. Ja, mit meinem Bogen, dafür brauche ich eine Munition, fällt mir gerade ein. Aber ich habe natürlich Munition. Ja, machst du weg, die Sau. Wie viel hat der jetzt? 7 Leben. Nee, 6. So. Der ist ja noch nicht alert. Genau, 6. Wenn du 6 Schaden machst, dann ist er direkt kaputt. Da nice. Ja, kannst du den One hitten. Ich habe 2 gelbe und einen blauen. 3 plus 4, 5, 6. Mehr habe ich nicht. Das sind 1, 2, 3, 6. Nice! Der ist tot. 6. Ja. Ah, ja, erst einen One-Hit-Shot gemacht. Da kann ich erstmal hier nochmal so ein geiles Ding ziehen. Nice, erstmal auch so ein geiles Ding ziehen. Nice, Peter, danke. Erstmal kannst du eine Karte auch richtig geil. Hab ich gerade schon gemacht, den Sparker. Nee, wegen dem Glory Point. Ah, Glory Point, ja, richtig. Mein Hardpoint Arrow kommt jetzt erstmal hier wieder richtig geil rein und da wird geil gemixt. Ja, das ist schon direkt der nächste dran. Das ist halt too easy. Der hat sich gerade hier umgedreht und gedacht: Boah, guck mal, mein Kollege ist schon weitergegangen. Mr. Crab! Der war jetzt so krass, weil jetzt läuft das Pferd einfach einen weiter. Mr. Crab! Wir laufen hier alle. Mr. Crab! Nee, das ist ein Pferdchen. Okay. Ja. Das war so simpel. Guck mal, nie, das ist so, als eine ganze Frage. Ich habe aufgefallen. Ich habe gar nicht mitbekommen. Ja, das ist halt echt so. Keiner. Also, war richtig sneaky unterwegs mit meinem Pferd. Um die Ebene zu besiegen, zu schaffen, brauchen wir 6 Punkte. Das heißt, wir haben jetzt schon einen, die geben aber 4. Das heißt, theoretisch ein Pferd und ein. Theoretisch. Theoretisch. Guck mal, wie es weitergeht, denn jetzt ist als nächstes Bram dran. Der im hohen Gras da sitzt und gerade auf dieses Pferd da lauert. Ja, das heißt, theoretisch könnte man sich an denen 6. vorbeischleichen und auch die anderen beiden. Nee, fahren. Nee, 6 brauchen wir. Also ich werde einen Silent Strike machen. Boah. Ja. Sudden Strike? Silent Strike. Achso, das heißt, ich kann 2 blaue und einen gelben würfeln. Alter, das ist ja würfeln. Insane. Du musst ja auch nur 6 Schaden machen. Und versuche 6 Schaden zu machen. Falls ein Crit bei sein sollte, mache ich sogar noch einen Schaden mehr. Und falls das alles nicht funktioniert, habe ich so einen Range. Okay. Ja, moin. Komm, ich habe den gerade auch gewonnen, dieses komische Dreckspferd. Das sind 5. 5. 5 ist zu wenig, Bram. 5 ist ticken zu wenig, aber. Moment. Du müsstest noch einen mehr machen. Ja. Ich erwarte es mit Spannung. Was jetzt kommt. Ich glaube, kein Aber. Aber er kann ja noch Range machen. Ja, dann ist das Ding wohl alerted, aber ist auch egal. Ja, er hat eine Rüstung. Das macht er, dann kriegt er die 2 Schaden eh noch. Dann halt so, also der hat zack. Jetzt Melee gemacht. Melee. Ich habe jetzt Melee gemacht. 5 Damage Melee. Zack. So, genau, ich habe Melee gemacht. Kannst du auch mal draufballern.
Naja, genau, 5 Damage könnte ich auch noch drauf ballern. Jetzt musst du noch 2 Damage machen, dann ist das Ding auch tot. Kriegst du hin. Ja. Ich glaube an dich, Bram. Ja. Ja, dein Range hat doch nur 2. Er hat doch 2 Orangene. Ja. Dann weg die so. Okay, dann mache ich statt. Moment, wenn ich die jetzt wegsnacke, dann würde ich eh auf die Crab, die würde ich nicht mehr angreifen. Ne? Nee, du hast ja keinen Angriff mehr. Doch, ich könnte 3-mal angreifen. Ah, würde ich nicht machen. Nee, wa? Dann haben wir direkt beide gepullt. Das macht keinen Sinn. Ja, der fängt dann an zu schießen über 3 Felder auf dich. Also würde ich 2 Damage mit. Boah, was mache ich denn? Kriegst du doch hin, hast oder? Hast du denn Munition, mein Freund? Warte mal. Ja. Ah ja, sehr gut. Ah ja, das sind dritten Würfel. Schwarz. Eine Frage. Ja. Herd Instincts. When this enemy becomes alert, it moves 1 square towards the closest enemy. Ja, aber die Runde von Bram ist ja noch dran. Genau. Achso, der ist noch nicht wirklich alert. Nee. Also der also doch. Der ist jetzt. Aber diese Sachen werden ja erst aktiviert, wenn der dran ist, oder? Ja, das steht so. Oder der becomes ist. Alert. Ja. Ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, du haust den, der erschreckt sich und dann macht er erstmal einen Abgang. Ich fürchte auch. Und das wäre richtig geil, weil der triggert dann. Ja, nee, der triggert ihn nicht. Noch nicht, aber wenn Bram den angreift, dann triggert er den. Du kannst ihn aber nicht mehr angreifen, ohne den zu triggern. Und der triggert den, aber der ist dann trotzdem noch okay. Der ist noch okay, ja. When this enemy becomes alert, it moves once. Ja, das ist so, sobald du dem Schaden machst quasi, wird was dieses okay Pferd ist, weil. Ach nee, du machst jetzt Melee, ne? Nee, hat das ist strange. Ja, dann ist ja egal. Aber wenn der getriggert wird, triggert der den nicht. Nein, nein, nein. Ne, das ist richtig. Auch wenn der angreift, dann ist egal. Wenn der danach angreift, wird der auch nicht getriggert. Egal. Ja, wir dürfen nur, wenn wir dem halt nochmal dann geben, dürfen wir nur nicht daneben stehen. Ja, okay. Wir dürfen nicht daneben stehen. Das ja, heißt, okay. Okay, das heißt, ich gönne jetzt hier einfach dem Pferd voll ins Maul. Ja, ne, mit einer Eisbombe und meiner Sling. Eisbombe klingt lecker. Zwei Schaden. Nice. Boah, Alter. Hat gereicht. Punkt dann noch. Exakte Pferd. So, hier, zack, gib mir mal hier so ein. Nice. Ein tolles Ding. Damit ist der alertet. Achso. Was ist das? Ich guck mal ganz kurz, ob hier auch immer draufsteht, wie, ey, wenn ich sofort alertet bin. Weil ja, da steht so viel Text drauf. Das Cargo ist mir destroyed, bla bla. Nee, das nicht. Aber dadurch haben wir jetzt die Situation, dass erste Mal die Behavior Card hier geändert wird. Das, die obere wird gezogen und das ist jetzt sein Behavior. Das sieht krass aus. Für die Runde. Also, wenn ein Aber ich bin auch dran, wa? Du bist auch dran, ja. Also, wenn du wegmoven kannst oder sowas. Ja, genau, weil wäre vielleicht ganz smart, wenn ich noch abhaue, weil ansonsten schießt der mir jetzt gleich einfach ins Aber Space. Du kannst dich nicht mehr bewegen, das kann theoretisch. Sein. Ja, mein Gott, du gib doch immer Karten, oder? Ich könnte jetzt sogar noch auf den zurennen und den töten. Also, nicht töten, aber angreifen. Das wäre geil, wenn du tötest, dann haben wir die so. Easy, 13 Schaden. Dann würde ich tatsächlich darauf verzichten, eine Karte zu spielen, weil er, wer Bock auf mich hat. Und dementsprechend mich gleich angreift, damit ich meine Karten benutzen kann. Dafür. Okay. Cool. Gut, dann sind wir jetzt in der Situation. Hunter within one square. Nope. Da ist in der Nähe von einem kein Hunter. Also macht er das. Und das ist, keine Ahnung, was das ist. Drei Entfernung schießen. Drei Entfernung schießen. Also für Bram, 4 Schaden. 4 Schaden. Ja. Und Splash. Elektro. Ja, trifft uns aber nicht mit dem Splash. Trifft uns zum Glück nicht. Alter, das ist wie im Game. Da macht er auch so einen Fernkampf. Ja, so riesen. Der ist voll assi, ey. Ich finde die voll fies. Also, jetzt 4 Schaden. Schaden minus das, was du würfelst. Also, darf ich mit 2 würfeln, weil. Einer von genau, ja. Einer, bla, bla. Mhm. Und ich habe jetzt neu, wenn ich jetzt einen Crit würfel, dann. Jetzt sind wir am Arsch. Kriegt der Eisschaden. Kriegt der Eisschaden. Nee, der kriegt nur Eis. Eis ist nicht, ist kein Schaden, oder? Eis ist nur eine Condition. Ja, genau. Ich weiß, dass Eis nur eine Condition ist. Triggern Conditions. Ich glaube nicht. Gegner. Oder denkt ihr sich, boah, shit, der hat einfach... Alter, irgendwie bin ich auf ein Eis getreten. Du könntest theoretisch auch erst würfeln, weil vielleicht passiert das ja gar nicht. Ja, genau. Ja, aber das wäre auch interessant zu wissen, oder? Ja, das wäre schon interessant zu wissen. Das gibt halt auch zu. Das du crittest jetzt einfach nicht. Ich crittest jetzt einfach nicht. Du hast 2... Bam, zwei Zweier. Einfach alles weggecrittet, okay. 2 Zweier, fertig. Das ist eine Nullnummer also gewesen. Also gecrittet ist anders. Anders, ja, genau, andersrum. Aber jetzt haben wir auch kein Problem mehr, Bram. Das war jetzt nicht so viel. Das ist 0 bis 4 Damage. Ja, 4 Schaden. 4 Damage ist okay. Besser, als wenn er getriggert werden würde. Ja, falls der das überhaupt machen würde. Ich mache jetzt auch noch 4 Karten weg und solange gucke ich aber ganz kurz nach. Cool, dann gut. Hat er dir jetzt einen geilen Laserstrahl in the face gegönnt. Und der moved weiter. Damit hat er mich getroffen. Ja, ja, vier Karten Damage. Musst du wegballern. Ja, und? Eine ganz kurze Frage. Wenn, die werden nicht getriggert, wenn ein Gegner im Umliegenden einen attackiert, oder? Da bin ich gerade mir nicht so sicher, das wollte ich auch nachgucken. Das habe ich auch vorhin gefragt, das wäre nämlich echt belastend. Dann hätten wir das nämlich nicht machen sollen. Ja.
Ich war mir unsicher, weil ich dachte, der wird eh nicht alarmiert, weil der kriegt ja keinen Schaden, deswegen ist das egal. Ja. Aber ich habe gerade darüber nachgedacht, vielleicht alarmiert der aber den Umstehenden, wenn der attackiert. So. Pass auf, an enemy becomes alert. If an attack is resolved against it, okay, it suffers damage. Nicht passiert. Another alert enemy is in the same square. Nicht passiert. Geht bei denen auch gar nicht. Another enemy is attacked in the same or an adjacent square. Auch nicht. Ist nicht passiert. Das wäre aber passiert, wenn ich einen Crit gemacht hätte. Ja, aber ja, dann wird der nicht attackiert. Der kriegt aber eine Condition. Nee, das ist egal. Das ist kein Attack. Also ist egal, ist ja nicht passiert. Müssen wir uns nicht überleiten? Ist auch kein Attack. A hunter is in the same square. Nope. A hunter is in an adjacent square at the start of the enemy's step. Nope. A hunter sprints in an adjacent square. Nope. Gut, der ist in der Mitte. Das heißt, der läuft weiter und denkt sich so, keine Ahnung, was mit meinem Kumpel ist. Egal. Egal. Ja, egal. Weiter geht's. Christian ist dran. Der, krass, ja. Ich bin schon dran. Der ist einfach nur angepisst jetzt. Ja, ist für mich ein bisschen doof, die ganze Nummer. Ich kann mich nur bewegen. Ich glaube auch, wenn du den jetzt angreifst, wäre echt belastend, weil der ist fast weg und wir brauchen nur noch den, ne? Viva Colonia. Man kann sich ja bewegen um zwei Felder. Ja. Darf man sich zweimal um zwei Felder bewegen? Genau. Ja. Aber wenn du dann an den Rand gehst. Zweimal bewegen darf man sich doch gar nicht. Ach nee, ist ja stimmt, ist die gleiche Aktion. Du darfst vielleicht einmal sprinten und einmal. Genau. Wo ist der Unterschied zwischen Sprint und Move? Naja, zwei Move und ein nicht. Feld. Es gibt Sprinten und es gibt Sneaken. Ja, genau. Sprinten musst du aufpassen, weil Sprinten bist du. Du kannst. Leitest du Gegner, genau, die weiter weg sind. Das ist richtig. Aber du kannst bis hierhin sprinten und hier rein moven und der sieht dich nicht. Also dahin sprinten, dahin sneaken. Ja. Ja. Dann bist du hier. Und dann denkt der sich. Dann kann ich danach nochmal moven. Nee, nee. Und dann melee. Nächste Runde. Du könntest auch von hier aus direkt auf den drauf melee. Ja, aber nächste Runde ist der da. Ja, will ich aber jetzt noch nicht, weil ich will den ja nicht checken. Echt? Was macht nicht der nach mal seinem Angriff? Wissen wir ja, noch stimmt, gar nicht. Ja, stimmt. Da ziehen Angriff wir war gleich erst noch. Genau. Die aber du bist halt close, ne? Okay, also. Und der andere sprint juckt sich nicht für dich. Das ist wichtig. Und der, du wirst nicht zwei Felder, sondern ein Feld entdeckt. Das ist das. Aber der greift, so? Dich, ja, der greift ja dich ja eh an, oder? Ich denke schon. Nee, der sieht mich doch gar nicht. Ach, der sieht dich gar nicht, stimmt. Aber das ist eine gute Frage, weil dann könnten, wenn jetzt hier die Frage wäre, Hunter within one square, dann würden wir ja mit ja beantworten. Eigentlich schon, auch wenn ne? Dann sneaken heißt einfach nur. Das stimmt ja gar nicht. Warte. Weil du jetzt weg. Naja, wenn das ja so wäre. Und aber dann, deswegen habe ich, hab ich gerade gesagt vor 10 Sekunden, aber ja, wenn das so. Wiederhole nochmal. Ja. Ach so, pass auf, Sprint move two squares. Wir sind die ganze Zeit fast immer gesprintet über zwei. Ja, genau. Und du alertest Adjacents, die sind dann halt früher alertet. Ansonsten sind die erst alertet, wenn die dran sind. Ja. Ja, ja, okay. Aber ja, wenn er jetzt rüber sneakst, aber der wird dich dann angreifen, nur zur Info. Ja. Also zumindest, wenn ein vergleichbarer... Come at me, Bro! Ja, ja, Christian ist der krasse Tank. Ich bin der Tank, weißt du, so, ich bin der Einzige, der eigentlich angegriffen werden soll. Okay. Dann ist immer nee, nicht dran. Erstmal haut der Christian. So, okay, Moment. Ja, Moment. Ja. Oder er, was auch immer er macht, ne? Vielleicht pimmelt er auch einfach. Vielleicht alarmiert er jetzt auch seinen Kollegen. Ja, er ist durch. Ja. Ich bin zweimal gemoved sozusagen. Oh, er macht einen... Nahkampfangriff. Was steht denn da? Oh, er also macht zweimal Angriff. Oh, ja, zweimal vier Schaden. Also, ja. Move one towards closest hunter. Das heißt, der geht auf mein Feld. Moment, macht der nicht nee, erst den erst Angriff? Angreifen. Und dann move. Ach nee. Nee, nee, das ist ein oder. Erstmal, der greift dich an für vier. Kann er das überhaupt? Weil ja, der steht ja gleich nicht im gleichen der Feld. Der move aber doch. Nee, nee, der hat einen ja, Range. Das ist ja das. Der macht einen Melee-Angriff. So, das heißt, für Melee geht der ja einen weiter. Sicher? Das stand. Der hat einen Range auf dem Attack. Auf dem Melee. Oh, der ist so der groß, ja guck mal, dem seine Klauen kommen quasi einmal hier rum. Ich hätte gedacht, bisher ist immer Melee heißt, wenn du den anderen naja, bisher ja, verstehe ich. Aber der hat nur naja, okay. Ein. Der ist einfach krass. Das heißt, er macht jetzt erstmal vier. Da dodge ich ganz easy. Ja, mit einem blauen Würfel. Vier Schaden? Ja. Das heißt, Würfel mal schön blau. Ja, das waren drei. Okay. Das heißt, nice. Ich krieg keinen Schaden. Guck weil mal. Weil reduce the damage suffered by this hunter from melee attacks by one. Guck mal. Das sind vier. Jetzt move der einen näher an dich dran und haut dich noch und auf. Und jetzt haut er nochmal zu. Ja, komm doch. Du hast nochmal eine 3 und Christian sagt einfach, fuck you. Eine 1. Okay. Ja, dann krieg ich vielleicht einen Schaden. Nee, Moment, wie viel Schaden macht er? 4. 4. Du hast 2. Vielleicht 2 Schaden. Ja. Ja, du hast auch keine Karten gespielt, also zwei Karten kannst du auch verlieren. Das geht leider nicht. Das ist eine Sache, wo sind meine Handkarten?
Hast du noch gar keine gezogen? Ja, du bist einfach gemoved. Ja, stimmt, du hast noch gar keine gezogen. Das kann sein. Wieso habe ich hier einen Freeze-Coil liegen? Also nicht. Ach so, das ist meine Waffe. Das ist deine Waffe, ja. Mit dem Item, was du hast. Wieso liegt das da? Ich habe noch gar keine Handkarten gezogen am Anfang. Ja, du bist ja auch nur gemoved, du brauchst ja dann theoretisch. Ja, aber dann hätte aber du kannst jetzt abwerfen. Vielleicht jetzt kannst du abwerfen. Ist halt so, ja. Der haut dich und dann klatscht ihn einfach tot. So, das heißt. Das steht so drauf. Auch wenn das Spiel auf Englisch ist, aber auf der einen Karte steht. Läuft und dann klatscht er einfach tot. Ja. Okay, ja, kannst du ja angucken. Die Runde ist ja jetzt durch und die anderen machen jetzt ihre Moves wahrscheinlich. Ja, machen wir mal hier, ne? Ja, dann du laufen nicht. Die jetzt. Ja, an. Genau, die laufen jetzt. Ach so, jetzt die laufen erstmal. Jetzt erstmal. Oh, ja, haben wir nämlich jetzt Verluste, unsere ersten Verluste haben wir zu bezeichnen. Der ist weg. Ein Verlust, ist ein Gewinn. Ja, so gesehen schon. Der ist abgehauen, der sagt, nee. So, das heißt, der bleibt aber auch hier stehen bei Christian. Ne? Ja, der hat seinen Move ja schon gemacht. Der bleibt auch hier stehen. Und Christian wird aber zurückgestoßen, oder? Ja. Oh, warte mal, möchtest du denn hin? Beim ersten Mal schon zurückgestoßen? Ja, aber der wäre trotzdem, wär trotzdem ein Rand. Ja, pass auf, ich kann ja aussuchen. Entweder, Leute, ihr hättet das gerne, dass wir einmal hier hingehen, denn dann ist der näher an euch dran. Ja, theoretisch ist es immer besser. Und ihr seid im Midi-Range. Ja, auf jeden Fall. Oder ich sage, nö, ich bleib da stehen. Weil ich kann ja auswählen. Stimmt. Wir gehen ein Glittchen. Gehe ich einen darüber. Easy Game. Dann läuft er hinterher. Nee, das macht er jetzt ja nicht mehr, weil der Move, das ist ja jetzt quasi die Reaktion auf den letzten Angriff gewesen. Ja, da zurück. Beim ersten Mal habe ich gesagt. Das Rollen, meine ich. Ach so, auf das andere letzte. Ja. So. Das heißt, ich kann jetzt was machen. Der hat auch nichts mehr da stehen. Von ja. Wegen 1, 2, 3 ist er weit weg. Mein Bogen, mein neuer Bogen kann 2 weit schießen. Ja. Das heißt, ich muss einen näher ran. Das wäre eigentlich voll geil, wenn er einmal da links steht. Der tut er leider nicht, das ist echt belastend. Weil ich habe gleich genau das gleiche Problem. Was denn? Habe ich überhaupt noch einen Bogen? Hä, du kannst auch 2 weit schießen, Peter. Ja, aber ich bin das. Ach, du bist das. Aber Peter, du kannst doch auch einen weiterlaufen. Du kannst auch 2 weit schießen. Nee, der kommt ja jetzt sofort zu dir. Die beiden jetzt auch nur 2 weit schießen. Ja, das ist jetzt beide einen Schritt laufen. Egal, nee, ich nicht. Ich bin eh nur krass mit dem Bogen. Der wird ja selbst angreifen. Ich bin eh nur krass mit dem Bogen. Ja, tipp ich mal. Weißt du, wenn der Ranger Attack macht? Würden glaub, wir... Ich würde forcen, eigentlich sein Ding da anzugreifen. Aber 3 Schaden macht. Nee, die Lightning Gun. Weil dann schießt der A nicht mehr sein Lightning-Shit und wir stehen jetzt alle so nah dran. Ich bin doch die ganze Zeit in Range. Nee, aber wenn die Karte... Achso, ja, keine Ahnung. Aber es würde halt 3 Pure Damage machen. Das war einfach nur eine Idee. Wir können aber auch drauf sagen... Kann sein, dass hier steht, der macht als erstes seinen Fernkampfangriff, außer das Ding ist kaputt. Dann macht er nur so einen Billo-Nahkampfangriff. Das wissen wir nicht. Dann rennt er weg. Keine Ahnung. Dann rennt er aus dem Spielfeld und dann sind wir richtig am Arsch. Holt den Geile ist, der hat halt 2 Rüstungen. Das, ne? Geile das ist, heißt, 2 sind schon weg. Ich habe mich so aufgepowert, dass ich halt am besten Crit mache. Dann fängt alles an zu brennen und dann fange ich an, mich zu heilen und alles. Und solange ich daneben stehen bleibe, was habe ich jetzt gemacht? Ich bin gelaufen. Christian, du bist ja so tame. So, also ich werde auf jeden Fall das machen. Hau auf mich. Dann werde ich das machen. Das ist die Aufgabe von Tame. Ja, ist okay. Achso, das kann ich sowieso nicht machen. Ja, guck hier, dann bumse ich den einfach, oder? Wir bumsen den einfach. Okay, das heißt, ich krieg 5 Würfel. Ja, oder? Ja, das weiß ich nicht, das ist deine Entscheidung. Du kriegst 5 Würfel? Ich krieg 5 Würfel. Ich krieg den Crit und 4 Orange. Und jetzt haben wir doch noch jedes Mal ein Item mit einem Crit. Das war schon sick. Und wenn ich jetzt einfach ganz viel Crit werfe, dann ist das aber crazy. Scheiße. Woher kommst du denn schwarz? Ach, Alter, das was? Ja! What? Aber dafür ist der Crit nicht so. Also der Crit hat eher so Elementschaden. Das Element ist doch geil. Das heißt, der kann eine. Achso, warte mal, das kannst du ja aussuchen, ne? Das kann ich mir aussuchen, Eis, ja. Aber nur 1 davon. Jetzt würfel! Boom! 3 und 2 Crits. 3 und 2 Crits insgesamt. Das heißt, der kriegt beide Status, wenn du möchtest. Nee, ich muss mich für einen von denen entscheiden pro Wurf. Ja, ich kann jetzt nicht sagen. Mal. Nee. Doch. Nein. This weapon can only ever inflict 1 condition per attack. Im ganzen Attack muss ich mich entscheiden, mache ich jetzt 2-mal Eis, 2-mal Blitz oder 2-mal Schaden. Und 2-mal Blitz wäre auch geil, dann kann der nichts machen. Wie lange kann der nichts machen? Bis der das einmal gemacht hat, oder? Kann man überhaupt 2-mal Blitz kriegen? Ja. Ja, wir haben ja genug Token da liegen, ne? Also ist ja theoretisch möglich. Du kannst ja auch mehrfach Feuer haben, dann ist der Christian seine Fähigkeit, dass ja, du mehrfach stimmt, Feuer bei hast. Bei Feuer stimme ich dir dazu. Ja. Aber zum Beispiel bei Eis, selbst wenn ich 5 Stapel Eis habe, würde für jeden gelten,
Nach dem nächsten Angriff, ja, aber das dann ist quasi immer ein Eis weg. Alle Rüstung genau. weg. Das ein deckt, Eis, ja. So könnte man das interpretieren. Dann ja, so ist das doch bei jedem auch. Videospiel. Ich glaube, genau so ist das. Ich würde auch sagen, dass das ja. so ist. Eis erased ja die ganze Rüstung, da macht es okay. ja auch gar keinen Sinn. Und, Blitz, halt, ja. und Blitz macht ihn, dass er nicht angreift eine Runde lang? Der macht halt seine Dinger da nicht, oder? Was steht da drauf? Das müsste Bram uns mal eben kurz sagen. Entschuldigung. Was Blitz macht Blitz? Bei Gegnern? Blitz heißt... The first time an enemy suffering the shock condition resolves an action on their behavior card. The action ends and the token is discarded. Das heißt, eine Action macht er weniger auf der Karte. Behavior Card, ja. ja. Und das wenn heißt, da gleich zwei drauf sind. Das heißt, im Zweifel macht er einfach gar nichts. Wenn ich jetzt Blitz nehme. Ja. Dann kriegt er aber auch nur einen Schaden. Mach dir mal Fat Damage, Junge. Okay, wir wenn machen du dem Fat Damage drei machst, Damage. Ich mach dem Damage. Wir machen das sind den jetzt drei weg Damage einfach. Dann, ne? Der ist alerted. Das sind nur drei Damage. Genau, der ist alerted, hat zwei Schild. Ich habe fünf Schaden dann. Drei Damage. Ja, wir müssen den jetzt halt wegziehen. Oder du gibst dem einfach doppelt Eis. Das ist das. Drei Damage und Free Damage zwei Runden noch. Das wäre mega gut. Das wäre mega gut. Beziehungsweise eine Runde dann. Wir machen zweimal Eis drauf. Okay, Chris, also kannst du zweimal Eis drauflegen? Doppeln? Ja, haben wir doch ja jede Startfähigkeit. Ich habe ja auch gesagt, dass ich das nicht so gesehen habe, aber nee, ist ja okay. Schon. Also ist das okay. Einigen wir uns einfach darauf. Das geht. Problem ist nur, wenn du den jetzt einmal angreifst, dann kriegt er einen Schaden. Beide Eisdinger weg, oder nicht? Hä? Nee, nee. Nein. Achso, nur erst. Nee, dein Zug ist vorbei. Deswegen verschwindet einer. Hä, nee, der hat doch gar keinen Schaden gekriegt. Da hast du nur drei Schaden gemacht. Nein, Der nächste Schaden. Der nächste Attack macht Eis weg. Das heißt, du hast mir jetzt nur einen Damage gemacht. Genau, deshalb liegt hier eine Eins. Das heißt... Ein Damage habe ich ihm gemacht. Und Peter kann jetzt. Peter ist rein dran, haben. Aber vorher wird macht er noch der. Müll machen. Dann heißt, deck mal die Karte auf. Der macht Cargo Holder destroyed. Nein. No, yes. No. Das heißt, der macht 5 Schaden auf Christian. Ja, danke schön. ja. Und geht einen weg danach. Oh, das ist aber doof. Nee, Peter kann hinterherlaufen und schießen, das geht. Okay, dann gib mir mal einen blauen Würfel. War das das Oder-Ding? Ja, genau. Was ist das für ein Schaden, den er macht? Nahkampf. Okay. Das ist gut. Ja, zwei, also einen nur. Nice. Okay. Das kommt auf den Weil Christian eine 3 gewürfelt hat. Genau, und ich habe noch einen offen, 4. Genau. Genau. Dann laufen die Pferdchen weiter raus. Nee, warte mal. Er läuft einen weiter weg von Christian. Entweder hierhin oder dahin. Peter, was möchtest du? Ja, lass mich mal kurz überlegen, wo ich stehe. Ich stehe noch ganz da hinten. Du stehst da hinten. Ne? Du läufst zwei da. Und kannst zwei weit schießen. Das ist für dich theoretisch egal. Nee, du bist nicht weiter weg von mir. One way. So, ja, klar, das ist weiter weg und das nein, ist weiter weg. Nein, gesagt, das also. Ist nicht weiter weg von mir. Das leider auch nicht. Das auch das heißt, ja, das ist mir eigentlich wurscht, ne? Ich würde fett sagen, nicht. Einfach hierhin. Ja, warum nicht? Eigentlich total egal für uns. Ja. Die lassen wir flüchten, das heißt, das erste Pferd ist raus. Ist ja nicht egal, oder? Das willst du machen. Eins, zwei, das stimmt, wir können ja aber auch da einstellen. Ja, stell mal lieber da hin. Kannst stimmt das überhaupt? Zwei. Ja, das Feld ist gleich weit weg für ihn. Drei, vier, nee, das ist völlig egal. Ja, okay. Dann lassen wir da einfach stehen. Nice. Wir verlieren langsam ein paar Tiere, aber egal, wir brauchen nur den. Brauchen nur den. Peter. So, wir haben die geile Situation, dass mein Fernkampfangriff sowieso die Rüstung ignoriert. Das heißt, das Eis hat in dem Fall einfach keinen Unterschied gemacht. Egal, aber Peter, guck mal, du movest jetzt erstmal, richtig? Ja, muss ich ja, ne? Du bist das, ne? Ja, willst du hin? Ja, zwei. Genau da. Ah, da kriege ich ja aufs Maul. Ja gut, kriege ich eh. So. Ach so. Ja. Geht dann ja auch je nachdem, was für eine Fähigkeit er hat. Einmal Schaden, Peter. Ja, wir haben hier übrigens eine Karte verloren. Nee, haben wir nicht. Okay, sehr gut. Ich mische, du machst ja, eine Aktion. Sehr gut. Warum oh, ich hier so ziehe ich jetzt nochmal nach? Ja, du auf 5 auf. Auf 5 auf. Ja, okay, sehr gut. Gesundheit. Oh, das ist perfekt. Ich habe den Hardpoint einmal gefunden. Mmh, nice. Das hat zufälligerweise gefunden mit dem Eis. Ja, ich habe da mit dem Eis gefunden. Aber ich kann das gerne vorlesen, wenn du möchtest. Lies mir das mal vor. If an enemy has a freeze token at the start of a hunter's attack, the hunter ignores the enemy's armor value when resolving damage, then discards the token. Ja, ein Token. Ja, okay. Aber das ist alles, was dazu da steht? Also steht jetzt nicht, ist möglich oder nicht möglich. Irgendwo muss doch dann beim Feuer auch stehen, ob das möglich ist, dass der mehr als einen hat. Ja, das auf jeden Fall. Das steht da auch. Das steht da auch? Ja,
Also das ist halt at the end of their activation, it's Feuer. An enemy with a fire token suffers one damage to their HP and then discards the token. If an enemy is killed as a result of the fire condition, the player gain the listed encounter points, but don't draw the salvage deck or gain glory points. Das steht auch nicht von mehr. Jetzt, genau, da steht jetzt auch nicht, da steht, dass er mehr nix, haben aber kann. Bei Christian seinen Fähigkeiten steht auf jeden Fall bei, dass die mehr als ein Feuer haben können. Also muss das ja genauso wie bei Eis sein. Ja, aber da wird das halt auch funktionieren, dass halt fünf Feuer... Die würden ja auch nicht dann fünf Runden halten, sondern halt eine Runde. Doch, solange ich fünf Runden stehen bleibe. Wenn du weg wärst, würde Feuer eine Runde halten und fünf Damage machen bei fünf Tokens. Dementsprechend würdest du halt jetzt bei Eis, hält die Armor, also entweder könnte man argumentieren, jedes Eisstück macht ein Armor kaputt in einem Zug. Nee, das steht aber gar nicht. Das steht da gar nicht drin. Komplett Armor weg. Oder halt auch zwei Eis halten halt nur. Okay, einmal. Das heißt, das ist inconclusive. Das heißt, wir sind quasi dazu gezwungen, uns zu entscheiden. Ich entscheide uns für uns. Ja, ich entscheide mich auch. Also deswegen würde ich auch sagen, haben wir uns ja vorher darauf geeinigt, machen wir dazu. Knappmüllen die jetzt einfach um. Genau, okay, das Peter heißt, schießt einen geilen ich Arrow. Schieße mit Arrow, der sowieso die Armor nicht interessiert. Ah, okay. Aber gut, verliert er trotzdem ein Eisding dann. Und wir machen 5. 5 ist nice. 5 Damage. Das heißt, wir machen einfach direkt einen 5er hier drauf. Wenn wir mal rollen oder so. Nee, diesmal leider nicht. Okay. Habe ich leider nicht die richtige Karte. Wie hatte der? 11. Da heißt er nur 6. Ja, nur 6, ja. Nee, 5. 5 hat er noch. Aber Bram macht das gleich. Nee, Peter ist erstmal dran. Ich bin einmal gemoved. Ich bin einmal gemoved, deswegen bin ich nicht mehr dran. Das heißt, Kollege Turnschuh macht jetzt Sachen. Yep. Okay. Hunter innerhalb von einem Square, nein. Okay, das heißt, er macht einen Fernkampfangriff auf mich über und macht halt das, was er vorhin mit Bram gemacht hat. Genau, er macht mir 4 Damage und britzelt uns alle drei tatsächlich. Autsch. Yes. Und er kriegt auch alle 4 Damage. Nee. Nee, der Damage ist, glaube ich, oder? Ist das Blast Damage? Ja, nein, nein, nein. Das ist Fernkampfdamage und Blast ist nur der Blitz. Ah ja, okay, verstehe. AOE ist nur Blitz. Okay. Und Peter kriegt 4 Damage. Das heißt, ich versuche jetzt mit meiner geilen neuen Rüstung, die ich jetzt gekauft habe, zwei da. Ja, gucken wir mal, was seine Investition sich gelohnt hat. Vier. Ja, volle Kanne, sonst. Jawohl, einen Schaden. Ich kriege nur einen Schaden, das ist richtig. Sieben. Und jetzt mache ich hier. Distract. Das heißt, wir verlieren dann jetzt unser nächstes Tierchen, ne? Gebe ich hier mal eine ab. Das nächste jetzt. Tierchen ist auch weg. Tschüss. Macht ihr denn noch was? Lass mal kurz gucken. Nee, das ist entweder ohne Geschichte. Oder. Deswegen macht ihr nichts sonst. Okay, Bram. So, der hat jetzt nur noch läppische 6 Damage, wa? Leben. 5 Leben. 5 Leben hat er noch. Aber 2 Rüstung. Ja, keine Rüstung. Ja, ist gut. Dann heißt, ich würde als allererstes eine Karte weglegen. Mhm. Und noch eine 10. Okay. Und jetzt würde ich, weil mir nicht viel anderes übrig bleibt, einen Schritt laufen. Und zwar... Lang oder kurz? Das ist egal, weil ich zwar weit schießen kann, wa? Macht keinen Unterschied. Also so. Sneak ich hier hin. Ja. Schmelade. Und dann mache ich einen Range Attack und benutze dafür eine Freeze Bomb. Krieg dementsprechend 2 Orangen und einen Schwarzen. Mhm. Und... Schieß den einfach mal an, wa? Ja, den einfach mal weg, Bram. Das sind zwei Damage, das ist nicht so viel. Das ist gar nichts. Gut, dass die Rüstung weg war. Der hat doch keine Rüstung. Genau, aber was ich natürlich tue. Smart. Jetzt ist die Rüstung weg. Ist der kriegt bitte Eis. Achso, du kriegst auf jeden Fall Eis mit deinem Attack? Der kriegt jetzt wieder Eis. Okay. Weil ich dafür einen Chillwater opfer. Ich glaube, es kommt dadurch. Okay. Dadurch habe ich nämlich den Gegner mit einer Condition inflicted, kann mich hierüber teleportieren und habe einen Free Melee Attack. Ja, jetzt gönn ich mal. Den ich jetzt einfach durchziehen würde, wo ich dann auch gleichzeitig noch eine Karte spiele. Und dementsprechend einfach. Komm, jetzt kannst du den mal wegmachen. Einen zusätzlichen blauen bekommen. 4 Schaden. Und einen blauen und einen orangen habe ich eh. Yes! 6 Damage. Ja, das ist tot. Damit ist der tot. Komm, zack, kriegst du erstmal richtig geile Resources für den. Du kriegst nämlich 3 Teile. Dann nehmen wir 1, 2, 3. Nehmen wir uns schon mal. It's still briefs. Return of the enemy to the... Da kannst du dir ja sofort durchlesen, weil wir haben jetzt mal wieder gekriegt. Ein Level. Ich hab die Runde... Achso, Entschuldigung, du willst ja noch was machen. Also, weil ich ja natürlich noch da drauf möchte. Ich kann nämlich noch bewegen, entschuldige. Um das zu machen. Aber hatten wir die Karte schon? Welche? Ich glaube, da kommt ein Gegner wieder. Bald.
Return the enemy to the square it was killed in with any tokens it had gained before being killed and an alert token if it did not have one. Add wound tokens until the enemy has one hit point remaining. This enemy does not count as having been killed. The player should retain any salvage cards they drew before this one. Hast du das gezogen? Als erstes oder als letztes? Das habe ich als letztes gezogen. Dann ist okay. Aber trotzdem muss ich doch die dir dann wieder zurückgeben. Achso, das stimmt, hast recht. Ja. Das ist mega scheiße. Wie dumm ist das denn? Der kommt jetzt mit einem Leben zurück. Das ist korrekt. Der kommt mit einem Leben zurück. Alter, was ist das denn für eine tot, Karte? Und du gibst die Dinger ab. Okay, der hat ein Leben noch, ne? Das heißt, ja, wir müssen dem Wound-Dinger geben. So. Das ist kein Problem. Ich klatsche nachher. Ja. Okay, aber warum steht direkt dran? Okay. Ja. Das heißt, er kriegt den auch nicht. Die Kälte-Infliction trotzdem noch? Nee, der ist ja einmal gestorben quasi. Der ist jetzt nur mit einem Leben wieder. Das macht ja gar nichts, ja? Der ist ja. Du kannst einmal, kannst du noch was machen, ne? Das, genau, weil ich kann ja jetzt noch. Jetzt, jetzt kannst du nicht machen. Bist du nicht dahin gesneakt und hast den dann angegriffen? Stimmt. Ja, aber die Attacker war free. Ich bin hierhin gesneakt. Ja, aber Attacke jetzt hast 1. Range. Genau, dann habe ich einen Range-Attack gemacht. Das sind dann zwei Aktionen. Genau, damit habe ich den Inflicted, damit habe ich eine Free-Attack gemacht. Ja. Ja, mit den Karten. Und jetzt lass mich kurz gucken, was ich hier noch habe, weil, ja, jetzt ist die Frage. Ja, das zählt wahrscheinlich nicht, aber ich kann zumindest abhauen. Mit einem Free Sprint. Wobei, wie viel Damage kann der maximal machen? Ich habe noch vier Leben. Was, du hast noch vier Leben? Vier Leben? Ja, der hat ist das denn gemacht? Ja, ich dachte mir halt, ja, so komm, ich klopfe jetzt aus dem Leben, dass er einfach sagt, ey, so, yo, willkommen, ich Fall bin wieder... Ey, Mappen Süd. So, willkommen, ich bin wieder am Stissel. Damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Du kannst du wirst immer getroffen. Dadurch, dass er einen Range-Attack hat, bist du immer getroffen. Wir wissen auch gar nicht, was der bekommt. Das stimmt, ja, der hat keinen Range-Attack. Kriegt er nicht den Range-Attack. Nee, der Range-Attack war ja schon. Ja, aber vielleicht... Ja, oder hat der überhaupt einen Damage, der 6 machen kann? Weil ansonsten hätte ich jetzt genau 6. Hat der. Der hat mir eben 6 Schaden machen wollen. Zweimal 8 war das. Zweimal 4. Zweimal 4 Nahkampf. Der kommt dem Nahkampf sogar hinterher. Auf jeden Fall weg. Du musst 2 Felder weit weg. After resolving an attack, this hunter may perform like a free sprint action. Ja, aber Sprints sind nur 2 Felder, ne? Ja, aber ja, was soll ich machen? Spring also jetzt, Sprint jetzt weg. Ja. So. Zwei. Jetzt gucken wir uns an. Da darfst du machen, weil, nur ganz kurz. Achso, after resolving an attack, the hunter may perform a free sprint action. Ich habe einen Attack gemacht. Ja. Ja, und dann, ja, hast du jetzt einen Attack. Genau, jetzt bei free sprint, möglichst weit weg. Ich könnte noch hier hinlaufen. Aber macht keinen Unterschied halt. Und ich könnte halt noch in die Richtung weglaufen, aber das macht natürlich noch weniger Sinn, weil dann bleibt sich Big Krabbe, ich komme dir hinterher in Zweifel oder so. Und so steht ihr hier wenigstens noch ein bisschen. So, und jetzt haben wir Cargo Holder destroyed. Nope. No. No. Macht 4 Damage. Oder 4. Und Blitz natürlich. Mal 2 B. What? Oder nee, der greift zweimal an, oder? Wieso denn zweimal angreifen? Nee. Moment, der macht... Der greift doch zweimal. Das ist zweimal. Ist ich hätte jetzt gesagt, das ist zweimal Blitz. Ja, der macht. Ich glaube auch, der macht zweimal Blitz. Ah, also 4 Schaden und 2 Blitz-Conditions. Das heißt, du kannst 2 Interruptions nicht spielen. Ja, das heißt, ich kann zweimal so Reaction-Cards nicht spielen, wie ich das gerne mal wieder getan hätte. Das ist voll der Konter gegen dich. Das, das ist echt voll öde. Weil ich hätte natürlich jetzt voll gerne den eingefroren. Ja. Weil ich immer noch machen kann. Und dann hätte ich gerne After. Inflicts and Condition, den nochmal for free gehauen, aber das kann ich jetzt nicht mehr. Okay. Erstmal musst du gucken, ob du 4 tankst. Das ist aber sicher, dass der nicht zweimal angreift, oder? Weil dann hätten wir jetzt hier ein Riesenproblem. Sag ich mal, ja. Guck dir das mal an. Du kannst also zweimal würfeln, ob du ohnmächtig wirst. Wenn du ohnmächtig wirst, hast du verloren. Das ist richtig, weil du mal fainten kannst. Wie viel Leben hast du noch? 5. Mit deinen Handkarten? Ja, ich habe 4 noch in. Also ich weiß gar nicht, ob ich nachgucken darf, aber ich habe da einfach mal proaktiv nachgeguckt. Ich habe 4 noch im Stapel und eine Handkarte. Ja, 5. Du kriegst. Und ich darf. Du kannst maximal 4 blocken. Ich kann maximal, wenn ich kritte, blocke ich 3. Ah, okay, sogar 3. Okay, dann kannst du sogar theoretisch mehr blocken. Moment. Achso, ja, klar. Ja, würfel mal 2-mal und entweder bist du tot oder nicht. Das war ein ich habe hab 2, weil when making an evade roll that only contains orange, you may roll an extra orange and then discard a single of your choice. Ah, okay. Ja, also ich kann mit 2 rollen und das Beste nehmen. Wäre, wenn du Crit rollst Alter. Und bekommst 2 Schaden und dann machst du das gleich nochmal und bekommst nochmal 2 Schaden. Dann heißt, du überlebst mit einem HP. Nee, wenn ich zweimal Crit rolle, bekomme ich. Kriegst du 4 weniger Schaden. Kriegst 2 Schaden. Kriegst du nur 2 Schaden insgesamt. Kriegst du 2 Schaden insgesamt. Genau. Würfel erstmal. Wir gucken, was du kriegst. Ja, aber das würde mich mal interessieren, weil das könnte sehr spannend sein.
Wenn du einen Crit der kann halt sterben. Hast du doch drei Rüstungen. Da habe ich drei Rüstungen. Da krieg ich nur ein Damage. Der macht vier Damage. Vier. Ah, ja. Okay. Genau. Pro Angriff macht er vier Damage. Ja, dann heißt, dann habe ich von dem ersten Vierer, würde ich nur einen haben. Ja, dann und dann ja dürfte ich im zweiten dürfte ich keine Doppel-Null würfeln. Ja, ist ja easy. Ja, ist ja locker. Also ich muss jetzt keinmal Null, ich darf keine Doppel-Null würfeln. Würfel einfach. Würfel einfach. Ja, Bram, ey, wenn du jetzt verreckst, ne? Rast dich aber aus. Ja, dann haben wir hier vier Stunden. Bram, du musst halt jetzt taken. Ey, komm, ganz ehrlich, ja. Wieso hast denn du so viele Karten gespielt, Mann? Ja, das ist ja. Okay. Ja, gut, okay. Der zählt dann halt nicht. Ein Schaden. Das heißt, dafür krieg ich einen Damage. Ein Damage. Und jetzt macht er die zweite Attack. Du hast noch vier Leben. Jetzt darfst du nicht die Doppel-Null. Du darfst nur Doppel-Null nicht kriegen. Das ist wie bei deinem, wo du nur eine 2 nicht würfeln durftest. Ja, wie bei. Ist jetzt hier Doppel-Null. Ja. Ich kann gar nicht hingucken. Boah, kann ich auch. Alter, Bram. Liegt. Ich brauche mir. Einmal Spaß. Komm, ey, mach mich fertig. Soll ich wieder einzeln würfeln? Nein, jetzt würfel doch einfach. Oh, reicht schon, okay. Okay. Damit kriege ich zwei drei Schaden. Ich ein und voll krieg drei Damage. Er hat ein Leben. Oh Mann, ey. Alter Bram. Mal eine Karte. Und. Weil der dran war, richtig? Ja, und du bist jetzt nicht mehr dran. Und ich bin jetzt nicht mehr dran. Und sondern jetzt ist du. Christian. Hey. Dran. Macht er noch irgendwas? Kann ich jetzt was anders machen außer laufen? Move one away. Ah ja, der moved away noch. Closest Hunter. Moment, wo stehst du denn? Ja, der Closest Hunter ist nicht ja egal. Er moved away. Wer moved away? Der. Die Krabbe. Aber der moved nicht in die Richtung, oder? Ein away. Ja, ein away. Du kannst ja auch so nopieren. Ja, oder? Das ist ja mega geil. Kann ich wieder nichts machen, außer dahin rein. Hä, warum? Ich muss mir überlegen, was ist denn klüger? Da oder da? Ah, nee, der ist Dreieck. Okay. Da? Ja. Da ist klüger? Ja. Ist scheißegal, oder? Das ist scheißegal. Ja. Du machst eins, zwei. Okay. Ja, dann kann ich mich in einmal wieder bewegen. Und jetzt kannst du da mal Auto ticken, oder? Und jetzt kann ich Melee machen. Endlich! Oh, und der hat ein Leben. Also das ist mir egal. Ich feuer jetzt alles auf den, weil ich auf dieser scheiß Hand habe. Ich habe noch nichts gemacht. Genau, Runde. Das stimmt. So, scheiße hier. Trapper bräunig. Das ist mein Leben. Backswing. Oh, ja, Searing Strike. Das ist eigentlich für eine Karte. Das ist nicht fertig. So. Christian gönnt. Wie viel Würfel kriegst du? Also, zwei Orange erstmal. Ja. Beim Crit kriegt er noch Freeze. Mhm. This der ability braucht nur einen can Schaden. Use when performing Schaden. A melee attack. This attack gains fire and splash fire. Hast du jetzt eigentlich, bist du gebrutzelt eigentlich? Na stimmt, du bist doppelt gebrutzelt. Du bist doppelt elektrisiert, Bram. Ja, stimmt. Ah ja. Ich meine, er macht keinen Unterschied mehr, aber. Ja, das ist natürlich noch hier. Nee, aber einmal ist er dann jetzt, weil der durch ist. Einer ist weg, ja. Genauso ja, wie. Die sind eigentlich auch weg, ja. Der ist auf jeden Fall weg. Christian, würfel dem einfach den Arsch weg. Du musst drei Schaden nehmen. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist immer noch, ich habe zwar vier orangene Würfel. Drei Schaden. Aber das können immer noch vier Zeroen werden. Drei Schaden. Ja, gut, aber dann ist nicht so schlimm, weil dann greift er dich an und nicht Bram. Und ja, das ist klar. Mach's denn jetzt einfach. Ja, bam, okay, ist tot. Der ist tot. Moment! Zwei Crits. Der brennt doppelt. Ja, Alter, voll heiß hier. Und kriegt. Moment. Warte, der ist tot. Wieso ist der tot? Ja. Nee, der muss nicht. Drei Schaden kriegen. Zack, nee, muss der nicht, der muss einen Schaden kriegen. Der kriegt zwei Damage, Wie viel Rüstung hat der? Zwei. Zwei. Ja, das heißt, der kriegt davon schon mal keinen Schaden. Genau, ja. Aber der kriegt zweimal Feuer. Ach komm, als ob der jetzt einfach krepiert, und deswegen weil er... Moment, das kann ich mir aussuchen. Was denn? Okay, was willst du denn sonst aussuchen? Der kann einfach einen Schaden aussuchen, ja. Ich könnte einen Schaden aussuchen. Ja, komm, dann mach das doch. Such dir doch einen fucking Schaden aus. Alter. Ich hab das spannend hier. Dann kriegst du jetzt aber die Mechteile. Kriegst du jetzt drei Mechteile. Guck mal, Christian, hier. Komm, lass nochmal wieder Moment, vielleicht sind wir ja noch nicht fertig. Ja, stimmt, das kann ja sein. Du guck einmal wenigstens vorher drunter. Chillwater. Nochmal Chillwater. Okay. Okay, Metal. Okay, ja, nice. Klar. Runde überstanden. Runde 4. Moment, aber vielleicht machen wir noch nicht Ende. Vielleicht bewegt sich Sepp einfach nur dahin. Nein, die Runde ist durch. Warum? Es gibt keine Viecher mehr. Wenn es keine Viecher mehr gibt, dann ist die Runde durch. Achso, dann ist auch zu Ende. Genau, dann ist auch zu Ende. Hast du noch eine Aktion? Deinen Nein, Zug hat er müssen. Nicht. Nee. Ist gemoved. Ja, okay, dann sind wir wirklich. Dann bräuchte selbst zwei Aktionen. Ja. Okay, dann wird wieder umgebaut. Letzte Runde gleich.
Runde 4. Das ist die vorletzte. Es wird nicht mehr so viel krasser, habe ich gedacht. Aber das ist schon krasser geworden. Nein, das ist krass. Vier von also auch, was jetzt passieren wird, ist, ich bin dran. Ja, komm, jetzt laser mal weg. Das heißt, ich fick den jetzt da ist Bram, der Map weg. Der will den weg. Wir sind wie jede Runde, am Anfang. Jetzt sehen wir, was wir alles One-Shot wegmachen. Und der Dritte hat einen getötet. Ey, vielleicht klappt er den Runde 4. Ja, aber ich bin jetzt ja noch krasser als davor. Ich habe jetzt eine neue Hose für mehr Verteidigung. Alter, New Pants. Das Krasse ist, ich habe gar nichts neu, außer die Karten, die da drin sind. Ja, deswegen du hast ja auch letzte Runde nicht so geil gefahren, leider. Und deswegen fange ich jetzt an. Ich habe das dicke Ding weggemacht. Stimmt. Ja, als er nur noch ein Leben hat. Und das Erste, was ich tue, ging nur darum, dass ich den Loot davon lasse. Ich rotz dem jetzt komplett ins Face. Ja, will ich sehen. Wie viele Würfel? Mit 3. Boah, das ist schon gut. Ja, ist zwei Blaue ist voll gut. Wie viel Leben hat denn der Kollege? 8. 8. Und der ist noch nicht alerted. Und der ist noch nicht alerted. Ja. Wenn du 8 Schaden machst, ist der weg. Das heißt, dann wird er weg. Das ist unwahrscheinlich, weil ich 2 Dreier und einen Zweier bräuchte. Mhm. Aber möglich. Aber ich habe danach ja noch meinen Fernkampfangriff. Mhm. Dann ist der aber dann hat er auch Verteidigung. Ja, aber noch ist der, hat der keine Verteidigung. Hat er nur einen Verteidigung? Ja, dann Bram. Ja. Komm, let's go. Ich meine, da würdet ihr jetzt alle ganz schön dumm gucken, wenn ich aber mit 3 Würfeln der macht 2 Schaden. Damage mache. Da wird meiste bisher, glaube ich, was wir an Damage haben. 2 Schaden. 3, 5 plus gut. 5 plus Crit. Was machst du bei Crit? 9. Wie 9? Lol, der Stab macht hier 4? Der macht 4 bei Crit. Also ich mach 2, 5 und 4 bei Crit. Dein Level 0 Stab macht 4. Das ist nicht mein Level. Das ist mein Level 0 Stab. Das ist die Munition, Für den Stab. Ah, ja, okay. Ist doch logisch. Okay. So. Ja, also. Nice. Ja, guck mal. Komm. Ja, nice. Guck mal, hier kommt so eine Karte. Ja, danke schön an den Gönner. Kommt direkt wieder. Ja, zweimal. Na, komm. So, aber der gibt nur eine? Der gibt nur. Nee, der gibt 2 im Rahmen. Hier, guck mal, kriegst du noch einen. Jetzt wird er wieder belegt. Nee, also auch 2 Glory Points. Das heißt, oh ja. Kannst direkt deine Karte da reinmachen. Ja, moin. Boah, Alter, wir sind hier so ein gutes Team, ey. So. Weil du jetzt so krass bist, gehst du dahin. Stimmt, weil die alert ich ja jetzt alle. Wenn du hast den ja one-shotted, ey. Nee. Nice. Weißt du, was passiert? Die alertest du, sobald ich meine Runde beende. Wieso? Weil die dann aktiv werden. Weil ihr, genau, weil ihr nicht im Gras steht und du direkt neben dem Vieh stehst. Das ist doch perfekt. Aber dann alerten wir nur den einen. Ja, das ist richtig. Ja. Und der wiederum ist dann dran und sagt seinen Friends Bescheid. Nee, der sagt keinen Friends Bescheid. Der läuft nur zu dem Friend hin. Ja, guck mal dann. Der sagt dir nicht Bescheid. Der sagt nicht Bescheid, der haut nur ab. Die Frage ist nur, wo du hingehst jetzt erstmal. Weil du hast ja noch eine Action. Ja, aber ich könnte auch schießen. Du könntest auf den schießen. Er könnte auch den Scrapper da weg. Könnte auch auf den Scrapper schießen. Machst du auch nochmal kranke 8 Schaden? Nee. Mit deinem kranke 10! Ja, weil dann ist nämlich wirklich dann die Frage, dann würde ich nicht auf den schießen, weil dann triggern wir ihn plus keine Ahnung, was hier kommt. Wie viel gibt der 2? Die Pferde geben jeweils 1. Ja, das heißt, theoretisch alle Pferde und ich den. Kann auf den schießen und nachdem ich attackiert habe, kann ich noch 2 Felder laufen und mich da hinstellen, wenn du das gerne hättest. Wenn du dich da hinstellst, alarmierst du aber die beiden. Ja, das stimmt. Das stimmt, aber die alarmiere ich eh. Nee. Wieso? Doch. Also der zumindest ist eh alarmiert, nachdem ich fertig bin. Ja. Wenn du den angreifst, auch wenn ich gar nichts mache, weil die daneben stehen. Aber nur der eine. Ja, okay. Also ich mich nicht dahin stellen. Also schieße ich aber auf dem Laptop stehen und sag, würde ich auch sagen, wenn das cool für dich ist, ja. Und dann tanke ich halt den Damage. So. Ja. Okay, dann schieße ich einfach auf den. Kann ich immer tun, um das zu verbessern, außer noch wegzurennen. Nee, gerade nicht. Also, dann wird 2 gelbe. Oh, 2 gelbe ist aber echt wenig. Ja, 2 gelbe ist ein bisschen wenig, das ist richtig. Ja, aber wenn du jetzt 2 Crits machst, dann hast du 4 Schaden. Aber willst du ihm nicht sonst irgendwie. Ich schieße jetzt auf den, mach dir damit aufmerksam. Ja. Der schießt dann auch auf mich. Warte mal, kannst du schießen ohne Munition? Und dann vereist du ihn. Jo, moin. Das stimmt. Das ist ein guter Punkt. Weil Munition gibt dir nämlich einen Würfel. Das stimmt. Aber dafür müsste der Munition haben. Dafür müsste ich Munition haben. Okay, Bram. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Bram bleibt einfach da stehen und chillt sich. Nice. Scheiße. Nee, dann laufe, dann sprinte ich hier hin. Willst du nicht mal sneaken? Jetzt hätte ich noch eine krasse Frage. Die Munition war aber wirklich für die. Aber warum solltest du ihn einfach alerten? Weil ich dann würfeln kann und wenn ich den vereise, kann ich den exakt selbe Combo von gerade nochmal spielen. Ja, aber du musstest dann einen Crit würfeln, ne? Ja, das macht er doch easy. Ja, das stimmt. Aber du hast die krasse Rüstung jetzt. Ja, okay, do it. Try. Ich sehe das. Ich sehe du hast die krasse Rüstung jetzt. Also deswegen laufe ich jetzt hier hin. Es ist ja auch in einem RPG, wenn du stärker wirst, bist du halt stärker. Ja, dann gehst du einfach full hand. So, dann wird er jetzt halt alerted deswegen, weil ich neben ihm gelaufen bin und meinen Zug dort beende.
Mhm. Jetzt sind alle dran. Und er denkt sich, an. Er denkt sich so, ja, er ist da. Another enemy within two squares, das sind die hier. Der geht zu dir ran. Nee, der ist nicht der Strider, das ist der Scrapper. Hunter within one square, yes. Und dadurch... Du gehst einen ran und der haut dich dann. Der geht einen ran und haut dich für 4 Damage. Ja, haut dich für 4. Okay, der haut mich für 4 Damage. Das darf ich würfeln erstmal. Mit 4, oder? Mit 3 Orangen. Nee, mit 3 Stück. Und mit 4, genau. Weil wenn ich nur Orangen würfel... Hast du einen Würfel mehr. Habe ich einen Würfel mehr. Und darfst du einen aussuchen. Und darf man einen aussuchen. So, und jetzt kommt nämlich der Kicker. 2, 4, ja, das reicht. Alles klar. Kannst du den Crit... den Crit? Ja, einen muss ich ja wegschmeißen. Du kriegst keinen Schaden und machst ihn noch zu Eis. Richtig? Genau, ich krieg keinen Schaden, mach den zu Eis, fliegt trotzdem weg. Oder? Ja, weil ist ja egal. Mhm. Dadurch, dass ich den zu Eis gemacht habe, play after this hunter inflicts a condition. Mhm. Ja. Jetzt fängt er wieder an, 30.000 Karten. Ja, das stimmt. Ja, aber jetzt flexe ich den. Das ist ja auch gut. Jetzt flexe ich den von der... Also dementsprechend kriege ich jetzt... Ich gehe da jetzt halt hin und mache einen Free Melee Attack. Ja. Und für den Melee Attack mach ich den jetzt halt nochmal. Alter. Also versuche den jetzt. Der ist aber inerted. Also hat dementsprechend einen mehr, aber der hat keinen, wegen dem Eis keine Rüstung. Das ist schon wieder scheißegal. Was passiert hier gerade? Wieso spielst du eigentlich nicht alleine? Nee, weil ich das nur einmal kann. Danach liegen die Karten unten im Stapel. Okay. Danach ist der exhausted. Ja, wirklich. Einmal schießen und danach bist du. Ah ja, stimmt. Ich hätte gerade noch einen Schaden mehr gemacht, weil am Critical Hit mache ich noch einen mehr. Ja, komm, jetzt würfelst du einfach richtig krass. Das sind 5, 6. Das ist belastend. 6 sind nicht genug. 6 sind 6 Schaden. 6 True Damage. Ja. Ja, auch okay. Also ich will jetzt nicht meckern, ne? Das waren gerade ein Vieh weg und 6 Schaden. Ich fand das schwach. Ich meine, du hast in einer Runde hast du, warte mal, wie viel? 8 plus 6, du hast 14 Damage. Ja, ist schon okay. Also puh. Ja, und nur 2 Karten sind bisher weg, ist unterm Strich. Ja. Ja, guck mal. Alles ist okay, Peter. Und der hat dich schon angegriffen. Ja. Also, Bams. So, und jetzt muss der Rest noch gemacht werden. Der wird alarmiert. Und dadurch läuft er ein Feld zu seinem Kumpan. Ah ja, wichtig, Entschuldigung. Es war noch wichtig, dadurch, dass ich einen Crit gemacht habe, auch kriege ich gar keinen Schaden und keinen Effekt mehr. Ah ja, stimmt. Aber du hast ja eh 4 getankt. Theoretisch. Nee, aber ich habe auch den Crit gemacht, deswegen war das eh. Ja. Ist instant kein Damage mehr. Okay. Unbesiegt. Du bist echt stark. Pass auf, krass. Jetzt ist die Frage für uns. Außer einmal. Die Frage für uns ist, warte mal, hier ist der ist alert. Läuft zu seinem Kumpel. Ja. Läuft er zu dem Kumpel oder zu dem Kumpel? Er hätte gesagt, zu dem Kumpel. Ich würde zu dem Kumpel ich sagen. Zu dem Weil Kumpel der sagen. Wird dann nämlich dahin laufen und dann haben die einfach nur die Seiten getauscht. Ja. Nee, der läuft einfach auf das selbe Feld. Der läuft doch hier hin. Achso, Entschuldigung, dann habe ich gerade falsch gesehen. Der geht hier so runter. Du hast recht, der geht so rum. Also er läuft jetzt zu einem Kumpel. Pass auf, ich frage deswegen, wenn er hier hingeht und zu seinem Kumpel geht und wir greifen den an, sind die beide getriggert. Ja. Wenn er dann hier rüber geht, kann ich zum Beispiel jetzt gleich keinen angreifen. Muss ja ich gut, dann macht ja, dann das doch. Ist das doch vernünftig, dann dass er da hin. Okay. Ja, Moment. Aber gilt ich die Ruine auch nicht auch für... Trap legen. Aber gilt die Ruine nee, nicht auch für... Nee, der ist da nicht geschützt. Der ist nicht geschützt. Ja. Sicher? Ja. Ziemlich. Da steht immer Hunter. Ja, ja. Okay. Das sind Boni für uns. Nicht für die Der kann sich nicht da in dem... Ja, der ist doch voll dumm. Ich dachte, ich erwähne nur mal kurz, weil die auch so halt auf dem Weg liegen. Nur gerade, pass auf. Mal angenommen, der geht hier rüber. Ja, dann wäre meine... Erste Aktion wäre ja tatsächlich hier rüberlaufen. Mhm. Aber ins Gras, weil du greifst der den an. Der wäre dann aber schon da, ne? Nur zur Info. Stimmt. Aber dann hätte ich trotzdem wieder nur eine Aktion. Würde der da rüberlaufen, sähe das ganz genauso aus. Ja. Da müsste ich auch, und dann hätten wir nur den. Aber ich glaube, es ist besser den und der zu... Der würde dann da sein. Ja, dann können wir besser den, weil sonst ist der schnell weg. Der darf nicht so schnell wegrennen. Gehen. Muss ja eh hier rüber, Mili. Ja, müsstest du aber dann nicht mehr. Deswegen stellen wir den dahin, der okay. So ist. Der ja, wiederum stimmt, läuft dann jetzt einen weiter. Da, ne? Der läuft einen weiter. Der läuft einen weiter. Und die beiden. Die laufen auch einen weiter. Cool. Der hat seinen Damage gemacht. Die interessiert hat alles im dicken Scheiß, was wir hier machen. Ja. Und Christian ist da. Cool. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nice. Ja, wo war der Drucker nochmal, was? Ja. Ist schon scheiße in seinem eigenen Zuhause. Ja, wobei, okay, fairerweise. Ja, es gibt zwei. Ja, stimmt. Hätte auch sein können, dass er da rauskommt. Ja, also wenn gut. Schön, wenn er zu Hause kommt. Ja gut, also, dann würde ich vorschlagen, ich gehe da hin, hau dem aufs Maul. Ja. Du one-hittest den. Aber du kannst auch besser den hauen, ja, oder nicht? Ja, ich bin gerade am überlegen. Weil der hat keine Armor. Ja, aber der hat keine Armor. Du könntest da rüber sneaken und den ohne Armor angreifen. Genau. Alter. Dann machst du den halt mit 6 direkt. Und mit ein bisschen Crit-Glück
mache ich überall Feuer. Ja, mega. Sneak. Attack. Okay. Mit was? Das gucken wir jetzt. Achso. Ja, du hast auch deine Handkarten. Das sind meine Handkarten schon. Die liegen, glaube ich, da rechts, oder? Nicht? Hast du schon 5 gezogen? Hast du 5 Handkarten gezogen? Nein. warum auch? Ja, das war ja letzte Runde. Scheiße, vielleicht hätte ich erst die Karten ziehen sollen und dann sagen sollen, weil ich für Aktionen habe. Ich habe gerade mega das Déjà-vu. Nee. Okay, Firewire, ich könnte eine Falle schießen. Searing Strike, Prime the Area, Conflagration. When performing a melee attack, targeting an enemy suffering fire, this hunter may remove a fire token to add an additional blue dice to his attack. Das machen wir. Und dann machen wir noch den Backswing. So. Okay, was machst du? Ich mache Angriff mit 1, 2, 3. Wo ist der vierte? Also Haus mit wichtig einem wäre, Hammer mit drauf. Okay. Wichtig wäre jetzt ein Crit. Ja, du hast 4 Würfel. Kriegst du auch hin. Ein Crit wäre ganz toll. Ja, 4 Würfel, Crit, machst du. Kann ich irgendwie nochmal neu würfeln? Ich sehe mir auch mit Boombox vorangegangen hier. This Hunter may re-roll any number of dice from this attack. Das bezieht sich aber nur auf die 2 Orangen in meiner Waffe, richtig? Nee, vom this attack. Oder da auch. Vom this attack. Der ganze weil Attack, das kommt ja als der ganze Attack wird neu gewürfelt, okay, wenn du möchtest. Ja, guck mal, da haben wir ja alle Chancen hier. Ja, du machst einfach jetzt 4-mal Crit. Das sind 3, 4 plus Crit. Möchtest du nochmal würfeln hier so 2? Wie viel brauchst du denn nur? Du brauchst ja nur 6 Leben, oder? Pass auf, mit Crit würde ich machen eventuell Die verbrennen dann einfach nur, ne? Das ist jetzt nochmal wichtig dann. Aber die würden dann halt sterben. Aktuell. Oh, der muss schon Feuer haben. Also ich würde dem halt Feuer hinzufügen. Wie viel Damage kannst du dem denn machen, wenn mit einem Crit? On a critical hit, this attack inflicts ice in additional to any other damage effects. Also ich mache mit einem Crit Eis und Feuer. Mache ich ein Feuer und ein Eis. Kannst du dem keinen Damage mit 5 Schaden. Einen Schaden kann ich ihm mit dem Crit machen. Damage. Also ein dann Feuer willst du vielleicht. Du könntest den ja one-hitten, wenn du den 6 Damage machst. Das heißt, du könntest ja zum Beispiel nochmal rerollen. Aber dann das Feuer macht trotzdem mehr einen Damage Schaden. Zu machen. Den Feuer würde ich lassen, weil ich stehe ja jetzt bei dem, dann kriegt er jeden Moment verschwindet. Aber warte mal, mit einem Crit würdest du nicht mehr Schaden da machen als die Einser, oder? Mit einem Crit würde ich einen Schaden durch Feuer machen. Wenn ich jetzt nochmal einen Crit würfel, dann kann ich einen Schaden zusätzlicher machen. Mit dem Crit mache ich dem jetzt ein Feuer. Ja. Das Feuer bleibt so lange, wie ich in der Nähe bin. Das verschwindet ja nicht. Yeah. Was heißt in der Nähe? Adjacent. Also wenn ich hier stehe, ist das auch noch okay. Wenn ich jetzt nochmal einen Crit rolle, dann habe ich mindestens noch 2 Feuer. Schaden. Aber du hattest. Es wird geiler, jetzt keinen Crit zu rollen, sondern 2 Schaden. Du willst 2 haben. Wenn du jetzt eine 1 und 2 eine 2 würfelst, kannst du den One hitten. Gucken wir mal. Kann eigentlich schlechter werden. Oder so. Das ist aber toll. Ich habe nichts gesagt. Christian ist krass. Ich würde trotzdem von dem ersten hingehen und dem Feuer machen, weil das ist, glaube ich, etwas, was ich haben möchte. Okay. Denn dafür bekomme ich nämlich einen Glory Point. Aber ja, kannst du dem jetzt überhaupt noch du Feuer machen? Du kriegst eh einen Glory Point, weil der dem, ist tot. Du machst dem 6 Damage. Der ist halt instant tot. Der stirbt. Der ist instant du kriegst eh einen Glory Point. Ja, aber ich habe dem ja... Ja, du hast ja nur du hast bei der Attacke ja nur gerollt. Das ist immer noch die gleiche Attacke. Genau. Du machst ihm 6 Damage 2, und der 6, fällt um. 6 und ein Feuer und ein Eis. Aber der hat halt eh nur 6 Leben. Der das ist stimmt, eh aber also das Eis kriegt er gar nicht. Ich würde sagen, der kriegt beides nicht. Der ist einfach direkt tot. Ja, dann ist schade, dann verliere ich 2 Leben dabei. Naja, aber du kriegst ja einen. Nee, Glory du kriegst ja einen wieder bei Pferdchen stimmt. Und so. Dann nehmen wir den untersten und der kommt halt irgendwo da rein. Nice. Pferdchen tot, ne? Ja. Ja. Noch und du kriegst hier so eine geile Karte. Ja, guck mal hier. Einmal Mechanic. Guck mal, ich krieg auch nochmal. Es gönnt einfach hier. Von hier Abzocker. So, dann heißt, ich bin fertig. Der Kollege hat jetzt keinen Kollegen mehr adjacent. Ja, nee, das heißt, move one towards closest enemy oder move two towards closest hunter. Aber der kann ja einen. Der geht einen zu dir. Der geht einen zu mir. Ja, und haut dich dann. Nein, warte mal. Towards closest enemy. Ah ja. Enemy sind nicht die Hunter. Ja, das da kann stimmt. Er trotzdem dahin gehen. Ja. Das stimmt. Was macht ja, oder er kann dahin gehen. Was macht er denn? Oh, der kann aber dahin gehen und der kann nur 0 dann kann angreifen. Dann kann er nicht angreifen, also, weil er so richtig. Geht, kann er nicht mehr angreifen. Oh, ich bin verwirrt. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Das ist korrekt.
Nice. Alter, wir holen hier wenn durch. Wenn ihr dahin geht, könnt ihr... Achso, nee, der ist gleich weit von euch weg. Ja, aber der ist sowieso indirekt in einen. Der muss ja auch näher an seinen besten nächsten Freund gehen. Genau, der muss näher rangehen. Entweder da oder da. Also da ist, okay, kann ich direkt ficken, die Sau. Okay, der war alert. Der da hinten ist alert. Genau. Der haut jetzt auf Dennis. Das ist richtig. Der Hunter within one square, ja. Dann kriegst du 0,4, also 4 Damage. Dein Mutter kriegt 4 Damage. Ja, also du wirst das blocken wahrscheinlich. Ja, blocken. Da ist ein Crit, den schmeiß ich weg. Damit negiere ich jede Art von Damage und alle anderen Effekte der Attacke und ich friere ihn ein. Geil. Ich habe eine Frage. Ja. Soll ich den jetzt einfach wegbrutzeln? Der moved erstmal einen weiter weg von Bram. Ja. Das steht nämlich da auch noch. Move one way away from Claude. Das ist doch super, der geht in eure Richtung. Oh, das ist super, wenn er sogar zu mir geht, weil dann kann ich ihm Nahkampf machen. Ja, soll ich so, ja, mega. Der hat noch ein Leben, oder? Der hat noch zwei Leben. Zwei Leben. Ja, aber der hat der hat ein Leben und. Nee, der hat noch zwei Leben und der Rüstung, hat noch zwei Leben. Aber und keine Rüstung. Genau. Okay, das heißt, die waren dran, das heißt, der Rest geht einmal da nach vorne. Ja. Dann ist Sebastian. Dann kann ich entweder Nahkampf machen mit zwei Orangenen. Könnte ich auf den machen. Aber der kann halt auch in die Hose gehen. Kannst du aber einen Tag machen und danach noch Fernkampf. Hier, du machst, du bist stärker im Fernkampf, wa? Ja, ich könnte so richtig Damage machen. Nahkampf-Attack auf den, ja. Fernkampf auf den, haust du den aus den Socken. Ja, ich weiß halt nur nicht, ob der dann stirbt. Ja, aber der muss nur zwei Schaden machen. Aber es sind zwei Orangenen, ne? Ja, kann halt auch eine Nullnummer sein. Kann halt auch Null werden. Aber du machst einfach, guck mal, weißt du, wie viel Luck wir hier gerade beim Würfeln haben? Ja, aber guck mal, du brauchst nicht mehr die Rüstung. Ja, ich weiß, ich brauch zwei. Aber mit zwei Orangen, ne? Direkt, also mit einem Würfel ein Zweier. Ja, mach mal nicht so viel Pressure hier. Ich rede dir auch so. Kannst du quasi nicht verlieren. Du musst dir auf die Null drehen, damit die Null nicht noch kommt. Ja, ich hab, also das ist jetzt schon safe. Du brauchst nicht mal eine Karte für. Nee. Du nimmst einfach deinen geilen Speer und rammst ihm die zwischen okay, die Augen. Okay, zwack. Ja, gar kein Doppelcrit. Zwei Schaden. Zwei Schaden. Reicht. Mit Doppelcrit machst du zwei Schaden. Ah, nee. Bam. If you roll, ignore the target's armor when... Ja, gut. Ja, gut, die war eh weg. War eh weg. Nice. Okay, haben wir den schon mal weggestrikt. Ja. Dafür bekomme ich hier zwei geile Machines. Ja, nice. Guck mal da steht ja unten Horizon sogar drauf. Nice. Das und dann machen wir jetzt den richtigen Attack, ja? Mir als Team-Captain gefällt das. Jetzt machen wir nämlich einen Bogenschuss. Ne, das war ein Nahkampfangriff. Deswegen bist du jetzt auch hier rüber gegangen. Genau, und jetzt machen wir über zwei Felder, ne? Können wir hier das blöde Pferd mal eben einen geben. Sieben Damage brauchen wir von dir. This attack targets a component, ignore the target's armor. Ja, du kannst Feuer jetzt mal hier auch zünden, ne? Components und so ist macht das ja keinen Sinn, den drauf anzugreifen. Ignore target's armor. Nee. Doch. Du brauchst einen weniger. Der ist alerted. Aber habe ich ja nicht. Habe ich nicht. Nur wenn ich Components angreife, dann ignore ich Armor. Aber. Das gefällt dem Team. Ich könnte ihn bewegen, nachdem ich auf ihn geschossen habe. Okay. Wie wert bin einfach One-Hitters? Oder Two. Und ich könnte sprinten. Ich müsste ja auch sprinten, um näher an die anderen Dullies dran zu kommen. Ich glaube, ich spiele den auch noch dazu. Das ist nämlich ein Lure-Shot. Nach dem Angriff kann ich eine freie Sprintaktion machen und den Enemy zwei Squares bewegen. Geil. So, aber ich baller den jetzt einfach nach Mappen Süd. Ich habe welchen Enemy? Den. Aber der ist dann tot schon. Ja, das ist ja okay. Das ist okay für mich. Ich wollte nur mal kurz klarstellen, dass dem Team-Captain das nur gefällt, wenn er jetzt umfällt. Das ist okay. Ansonsten wie viel Leben hat er so? Sechs. Ne, sieben. Mit der Armor. Schon bitter, ne? Ja. Du hast ja da 80 Würfel. Eins, zwei, drei. Das sind drei insgesamt. Ja, schwach. Guck mal, wir würfeln wieder. Ja. Also drei ist jetzt nicht so viel, ne? Also macht zwei Schaden. Voll der krasse Dude, Junge. Ja, nee, ich mach so voll Komponenten. Hab ich auch eben gehört. Ich britzel den einfach sofort weg. Ne. Machen wir zwei Schaden. So achso, ja, schade. Tja, schade. Da kannst du noch zwei Felder. Hätte ich besser trotzdem noch sprinten, wenn du willst. Ja, mache ich auch. Und du kannst ihn bewegen. Mache ich auch. Ja. Also ich mache jetzt... Hast du dich eigentlich immer bewegt, wenn du... Gehe ich auf die Ruine? Ja.
Deswegen sind wir weiter. Oder gehe ich direkt noch näher dran? Nee, dann aktiv. Doch, ja, den muss ich aktivieren. Muss ich nicht. Ich renne gleich dahin und schieße den ab. Wobei, jetzt hast du den nicht zu Tode gekriegt. Peter geht gleich in die. Aber wenn du den bewegen kannst, beweg den hier hin. Warum? Weil er dann ein Feld in die andere Richtung laufen muss und keinen angreifen kann, weil der null Range hat. Wenn ich den wohin bewege? Dahin. Dahin? Ja. Dann haut er doch, versteht ne? Aber dann haut er doch jemanden. Dann haut er niemanden, weil dann hat er keine Freunde in der Umgebung. Ah. Und dann rennt er nämlich jetzt, wenn du da hin machst, muss der halt ein Feld Richtung Freunde rennen, also entweder zurück oder hier hin, ich mehr Latte. Da steht niemand und kann niemanden hauen. Okay, also sollte ich nicht direkt neben den rennen. Dahin. Ich gehe zu Peter hier auf die Ruine. Ja. Und den stellst du dahin. Und den wenn du da stehst, dahin? Wirst dahin. Du gleich dahin. Von den Scrappern gespottet, ne? Okay. Nächste Runde, ja. Ist richtig. Also du alertest dann die Scrapper? Ein. Ja, der andere wird ja auch daran vorbeigehen. Dann kann ich bis dahin hier. Danach die Runde. Also außer man kitet den weg vielleicht. Dann gehe ich dahin. Okay. Okay. Der ist da, okay, der ist da. Okay, gibst du auf das Pferd. Einen rüber, weil einen das Pferd rüber, ist dran. Weil er halt zu seinen Freunden will, das ist die closeste Distanz. Und die laufen alle auch einen rüber, ne? Ja, und laufen alle einen weiter. Eins, zwei, drei, vier. Damit wird er alertet. Damit wird das Pferd da oben alertet. Geil. Und damit wird er auch jetzt aktiviert, wa? Yeah. Oh, das könnte sogar sein. Ja, das stimmt. Weil das ist ja nicht von einem Watcher alertet worden, sondern durch das Laufen. Genau. Ja. Also gilt das sofort. Das steht doch hier drauf. Aber wenn das alertet wird, dann läuft das ein Feld rüber zu seinem Kollegen, ne? Und sagt dann Bescheid, oder? Nee, 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 das waren die Watcher. Nee, nee. Dann läuft er einmal hier rüber, ne? Ja. Ja. Okay. Okay. Und von da auf. Hilfe, und jetzt triggert der aber natürlich noch die Behavior-Karte, oder? Nee, das ist ja nicht dran. Ich glaube, das war die Behavior-Karte. Nee, die Behavior-Karte. Das ist das. Nee. Haben wir nicht alle Attack, alle Dingens haben wir durchgemacht und jetzt haben wir alle durchgespielt. Genau, das ist die erst nächste Runde. Das ist erst nächste Runde. Das müsste erst nächste Runde sein, ja. Weil das passiert nur, wenn er aktiviert wird, außer da steht genau. Was anderes und das, was wir gerade gemacht haben, steht hier. Genau, aber das passiert, wie du sagst, das passiert nur, wenn er aktiviert wird. Genau, aber der das wurde nicht aktiviert, nee, der wurde nur alerted. Das ist ein anderer Begriff. Activated und alerted sind zwei unterschiedliche Sachen. Activated wurde der vorher schon, indem er dahin gelaufen ist. Das war sein Activate-Zug. Ja, stimmt. Okay. Ja, genau. Also ist Peter dran. Ja. Jetzt töte jetzt muss mal. Ich ja hier Reste ja. beseitigen. Quasi. Peter, du kannst Zielschießen machen und die verwundeten Tiere. Das ist die einmalige Möglichkeit, Peter. Ist besser, wenn ich die nicht töte. Strider komplett aus dem Leben zu machen. Was heißt denn hier Reste verwerten? Der hat immer noch 5 Leben. Ja. Also fünf mal, Leben hat er. Ja, Moment, Peter. Du bist ja gar nicht 4. 4. 4 Leben hat er noch. Plus Rüstung, also plus Rüstung. Ja, aber Rüstung interessiert mich nicht. Okay. Okay, dann baller mal. Okay. Rüstung interessiert dich gar nicht? Bei meiner Fernkampfwaffe nicht. Peter ist halt krass. Holy aber shit. Nur wenn er nur eine Rüstung hat. Er hat nur eine Rüstung. Ja, nur eine Rüstung. Dann interessiert mich die Rüstung nicht. Dann benutze ich hier diese Hunter Arrow und kriege dafür jetzt 2 gelbe und einen blauen. Muss damit 5 Schaden machen. Das ist nicht wenig. Das ist nicht wenig, ja. Ja, aber ich kann neu würfeln. Zwei gelbe, ein blauer, genau. Entschuldigung, das war nicht so. Was heißt, aber der muss damit einen neu würfeln? Oder aber der muss doch damit nur 4 Schaden machen. Nee. Achso, ja doch, klar. Der muss 4 Schaden machen. Rüstung. 3 Würfel, ja, wäre ja wohl hinkriegen. Ja, dann machst du das. Ja, jetzt sind 4 Schaden. So hochgesprungen. Muss ich nicht mal einfach neu würfeln und meine Karte. Und ich kriege den Hunter Arrow wieder, weil ich einen Glory Point bekomme. Ja. Nein. Das klingt ein bisschen. Na ja, lassen wir dann. So, geil. Was mache ich jetzt? Ach, du stehst hier. Nee, das war ein Fernkampf. Ja, du stehst immer noch da, wo du vorstandest. Das ist korrekt. Ja. Hättest du mal einen Nahkampfangriff gemacht? Nee. Ja, hättest du den mal weg. Jetzt nee, auf den nee, 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 nee. Aber will ich das? Nee, ja. Wir wollen doch die beiden Pferde machen. Oder? Ja, die beiden sind krass. Wir können ja auch noch machen. Ja, aber wollen wir die Pferde machen? Ja, die Pferde sind doch eh jetzt activated. Ja, nicht, weil ich gleich für eine Karte ziehe, Junge. Schnell bin ich wieder auf den Weg. Ne? Ich wollte das nur mal kurz gesagt haben. Ja, das ist okay. Du ziehst aber dann beide, ne? Ich komme. Nee, der eine verschwindet ja jetzt, bevor ich dran bin. Eins, zwei. Ja, okay. Wait. Okay, der verschwindet. Ja, wenn er hier drüber läuft, explodiert er doch einfach, oder? Nee, oder läuft dann hier weiter. Genau, bisher der läuft war da ich, glaube ich, das... Der läuft weiter. Das wird mehr Sinn machen. Okay, das heißt, wir haben so, wenn der weiterläuft, haben wir jetzt sofort eh alle. Wahrscheinlich. Das gucken wir mal, weil die laufen ja dann theoretisch. Okay, dann heißt jetzt das Pferd erstmal dran. Dann bitte. Genau, das Pferd ist alerted. So, läuft another enemy within 2 square. Yes, move to, towards closest hunter. Läuft 2 Richtung closest hunter. Mhm. Und haut zu mit 4 Schaden. Wieso bin ich da gelaufen? Auf Peter, ja. Nee, ich bin nicht das, ich bin das. Aber das ist Peter. Jetzt Peter kriegt das 4 Schaden. Oder richtig. Was würfelst du denn Schönes? Ja, einfach Orangen. Ein Strike und dann ist gut. Hier 2 Orange.
Ach, vier Schaden, das ist ganz schön viel. Ein Strike, ja, easy. Das sind getankt. Tatsächlich alle vier Schaden nice. Getankt. Okay, wohin fliegst du jetzt? Stimmt, du wirst gepushbackt. Ein Feld. Ja, warte mal, dahin? Du könntest schon mal versuchen, hier hinzugehen. Ja. Er geht hier hin. Ja. Und dann aktiviere ich den warte, dadurch. Nee. Don't do that. Stimmt. Wenn er hier hingeht, steht er hier. Wenn du hier stehst und er wird alerted, wird er dann... Komm doch einfach zu mir. Komm doch einfach zu mir, Peter. Ja, aber dann können wir ihn nicht angreifen, wenn die nebeneinander stehen. Das ist auch alles kacke. Wir müssen gucken, dass er alleine früher alerted wird, damit er sich zu uns bewegt. Nee, Moment, der bewegt sich zu denen, ne? Ja, weiß ich noch nicht. Naja, nicht unbedingt. Kommt drauf an. Wenn er jetzt eine Runde vorgeht, ohne was zu tun, dann läuft er eher zu seinem Kollegen hier. Also wenn ich dahin gehe, wird der alerted, wenn er dahin läuft. Ja, lauf doch zu mir, dann wird er gar nicht, dann wird niemand alerted. Ja, aber wir wollen den doch alerted haben, oder nicht? Nee, jetzt noch nicht, oder? Weil sonst läuft er zu dem. Warum läuft er zu dem? Zum nearest enemy. Another enemy within two square. Der läuft auf uns zu dann. The closest enemy. Ach so. Peter. Und der closest wäre er, das heißt, genau. Der closest wäre doch genauso er. Wenn der da alerted wird, kann er doch genauso gut dahin laufen. Das stimmt. Aber der ist auch gelaufen. Moment. Ach so, weil der die dann laufen auch ja gleichzeitig. Ja. Laufen die gleichzeitig? Ja, ich glaube schon. Oh, du meinst, er läuft, sieht dich und dann läuft er nochmal ein und steht aber trotzdem danach hier. Der läuft keinen mehr. Der läuft an. Ach so. Doch. Weil ja, er alertet wird. Und dann läuft erst der von hier nach da. Ja, kann man machen. Ja, aber ist doch egal. Selbst wenn die gleichzeitig laufen, kann er dahin laufen. Wenn wir ihn dann aber angreifen. Nee, weil der wird zum nächsten gehen, dann wird er dahin laufen. Ja. Wenn die gleichzeitig ziehen würden, wird der schon da stehen. Ja. Wenn der aber ich glaube, die Reihenfolge von den Viechern ist einfach die nearest to dir. Peter sucht einfach aus. Ja. Ich glaube, das ist so, wie das ist wir egal. Das gerade durchgespielt haben. Gut, dann gehe ich jetzt dahin. Ja. Dann geht der hier hin. Wird alerted. Wird alerted, sagt Mii. Und geht zu seinem Kollegen. Warte. Der hier ist doch alert. Wieso ist der nicht zuerst dran? Der war doch schon. Der hat mich der hat ihn doch schon gehauen. Der hat sich weggeschaut. Ja, stimmt. So, die sind removed. Next one. Ja. Korrekt. Cool. Ram. Ich hab nachgezogen. So, und das erste, was ich tue, ist, ne, weil ich so viel Leben habe und so, ich lege einen Stamina weg und ziehe damit eine Karte. Echt? Ja. Krass. Ich weiß. Und dann kriege ich einen Stamina und ziehe eine Karte. Alter, er wastet einfach Leben, ja. So. Okay, also, pass auf. Folgendes wird jetzt gemacht. Das sind geradeaus zwei, ne? Also du willst es doch du willst beide alarmieren. Ja, ganz ehrlich, was soll ich machen? Okay, was ist denn du könntest hier rüberlaufen und uns hier helfen bei den zwei Fällen. Das ist ein Pferd. Ja, aber danach sind da zwei... Du one-hittest das nächste Pferd und du one-hittest das Pferd so danach, viel Schaden, oder? Ich bin so Tank. Viel Schaden, ich bin jetzt nicht so der Damage Dealer. Wir müssen nur die zwei Pferde killen, dann haben wir die Map geschafft. Du könntest natürlich auch alle triggern und wir müssten dann noch... Aber ich habe eine Frage. Wenn ich den jetzt killen sollte, haben wir die Map auch geschafft. Dann haben wir die Map auch geschafft. Das stimmt. Weil das, wenn Viecher alerted sind und man schafft die Map, ist man trotzdem fertig oder muss man die alerted nach jedem Zug von jedem Dude kann geguckt werden, ob auch du genug Punkte hast. Auch wenn Viecher noch alerted sind? Ich meine schon. Okay. Pause hier. Okay, das wären 2 Damage. Das wären noch 6. Ich muss ihm 6 Schaden machen. Das wäre die kürzeste Runde, die wir gespielt haben. Das sind Counter. Ja, das ist auch eine vergleichsweise simple und dafür sind wir schon echt gut gelevelt jetzt. Habe ich eigentlich gerade einen Kill gemacht? Ja, ne? Ich habe einen gekillt. Ja, Peter, du kriegst noch. Ich krieg hier noch Loot hier. Okay, pass auf. Also, warum krieg ich auch noch Loot? Weil ich. Peter, kriegst du. Was hast du denn getötet? Ein Pferd. Ah ja. Weil ich anbieten könnte. Ist folgendes, ja? Ja, hol den weg! Ich höre dir zu. Ich höre dir zu. Ja, okay. Ja, gut, dann mach ich das einfach. Ja. Dann mach ich jetzt mit meiner. Ich habe einfach Trust darin, dass du das schaffst und der andere wird. So. Ich habe jetzt erstmal hier 2 gelbe und hier so ein Ding, ja. Schwarzen. Ist total egal, wir müssen einfach nur die Punkte erreicht haben. Können dann baller, baller. Sagen, wir machen es. Wie viel muss der machen? So, damit machen wir jetzt erstmal einen Schaden. Und ne? Ach, nee, Moment. Genau, und dann freezen wir den ein, das ist ganz wichtig. Und nochmal 2 sind schon mal 3. 3 Flat, die der bekommt. Dadurch, dass der eingefreezed ist, ja, mache ich Blazing Strike. Machst du mal davon eine Fähigkeit. Okay. Und zwar, wenn der das nächste Mal dran ist, kriegt er 2 Damage. So, wenn der jemanden attackt. Mhm. Ja. So, dann heißt, der hat noch rechnerisch gesehen 2, der hat noch rechnerisch gesehen 2 Leben auf plus 1 Rüstung. Moment, das sind 3 Schaden, der hat 8 insgesamt, der hat 5 also noch 5. Der hat noch 3 Leben, also. Ja.
5. Also, weil der, die 2 Damage. Sobald der angreift, geht er kaputt. Ja. Okay. Genau, also muss ich nur noch 3 Schaden machen, damit, wenn der gleich angreift, nachdem der jetzt alertet wurde, ist sagt YOLO. Wir sind jetzt beide alertet, by the way. Ja. Genau, so. Dann mache ich danach, ja, weil ich halt gerade gemacht habe, eine Reaction, und zwar Hit and Run after resolving an attack, the Hunter may perform a free sprint action. Mhm. Ja, okay, das heißt, ich kann 2 rüber. Genau, ich sprinte rüber, und zwar sprinte ich, da könnte ich hinsprinten, ja. So, und jetzt will ich den mal natürlich noch hauen. Ja. Ach so, das heißt, du gehst sowieso an den ran. Genau, so, und on a critical hit, ja, bla bla. Ja, also mach ich einen Nahkampf noch. Genau, mach ich noch einen Nahkampfangriff, aber das kommt auch noch weg. Zack. Also bringt dir die Ruine nichts. Ja. Nee, die Ruine bringt mir dann nicht. Egal. Da kann er dich hinschieben, wenn er jetzt noch nicht sterben sollte gleich. So. Aber er stirbt jetzt. Er stirbt, den Bram macht einfach 3 Schaden, ja. Guck mal, mit seinem krassen Speer, der hat einen gelben und einen blauen. Stimmt, guck mal da, bumm. Das sind 2 Schaden. Nee, er kriegt 2 Damage. Hat damit, weil der flat war, weil der keine. Ja, also 2 Damage, das heißt, der hat jetzt 5. Und kriegt jetzt sofort nochmal 2. Und dadurch lebt er immer noch. Dadurch lebt er immer noch. Aber das macht er nichts. Christian schießt da gleich einmal drauf. Ich kann nicht schießen. Christian kann ja bis dahin laufen und dann hauen. Ja, das ist einfach alles alerted. Das heißt, was jetzt passiert, Dennis? Das kriegen wir alle auf die Fresse. Komm, du musst 1 Schaden müssen wir dem machen. Ja, ja, aber erstmal sind jetzt ja 4 Tiere dran. Ja, warte mal, er kriegt noch 2 Schaden von seinem 2 Schaden, oder? Der hat noch nicht angegriffen. Ach so, warte. Ja. Und dementsprechend das macht er jetzt sofort. Oder? Genau, bin ich fertig, weil ich leider nicht noch machen kann. Das wie viele Karten hast du so abgelegt? 4. 3. Ja, und wie viel habe ich noch? Ja, wollte ich nur wissen. Ja, ich bin so rich. Ja, ja, okay. Wollte nur mal gucken, ob er nicht wieder so gleich vor. Als erstes der Scrapper. Genau, er fängt an. Ja. So, was sagt der Boy? Der Boy sagt, Hunter within one square, ja, ja. Das Bram. Nee, du wurdest ja noch nicht getroffen von dem. So, das heißt, der kommt zu dir, ist schon da, haut dich für 4. Genau. Der ist da, haut mich für 4, okay, der haut mich jetzt für 4. Danach move der einen weg. Genau. Ja, der haut mich für 4 und kriegt dafür 2 Damage. Achso, hab ich schon hier. Ah, hast du schon, alles klar. So, das finde ich alles ganz schön belastend. 2, 3, 4. Du blockst 4. Du blockst 4, du kriegst 4 Schaden, blockst 4. Ja, also der kommt raus. Ja, dann läuft der einen weg. So, dann, genau, stößt er mich einen weg. Nee, er läuft selber auch einen weg. Er soll einen weg. Am meisten Sinn machen würde, das ist... Hierhin. Das ist Christian, oder? Das ist Christian, mit dem Hammer. Ja, dann dahin. Ja. So, dann machen wir das doch. Der ist alert. So, nächster. Der. Der. Ist genauso angepisst auf dich. Genau. Und haut dich schon wieder. Genau, genau die das gleiche. Weil der kommt zu dir, haut dich. Ja, aber ist egal, der die Ruine. Ja, das ist ja doof. Okay. Haut mich trotzdem weg. Hau dich trotzdem weg, ja. Stehe ich im Hunger. So. Ja, das ignoriert er leider. Wunderbar. So, dann haben wir Pferd 1. Pferd 1, haut mit Christian. Für 4 oder so weit. Haut Christian für 4. Wer wohnt denn? Blauen Rüstung. Christian kriegt eh keinen Schaden. Ja, 3. Ja, guck mal, bitte 1 Schaden. Easy. Der haut. Wusstest du direkt, ne? Entweder ihn hier oder ihn hier. Das darf Bram entscheiden. Ja, das darf ich entscheiden. Sebastian, du siehst da aus, als wenn du was gebrauchen könntest. Wow, Sepp hat voll die kranke Rüstung. Lass dich voll gefickt. Ja, der haut Sepp. Was ist wirklich? Ich werd gebumst. Ne? Du hast 2 Orange und Alter, Schwarz. Ja, ganz ehrlich, du hast 2 Orange und Schwarz. Außerdem bist du reich. Ich bin immun. Ich bin immun gegen Eis. Wo hast du denn das ganze Zeug her? Alter? Ja, der kriegt doch jedes Mal was, wenn wir auch was kriegen. Guck mal, du blockst 4 Schaden. Ja. Ja, war easy. Ist gar nicht, was ich hab. Nein. Christian ist dran. Christian ist dran. So, mir als Captain gefällt das. Hau den mal da weg und dann können wir endlich mal dem Endboss aufs Maul hauen. Ja, aber der Problem ist, der steht jetzt im Weg. Ja, ist egal. Ja, brauchen wir uns Spaß. Da müssen wir reagieren. Guter Joke. Ich werde immer gerne getestet vom Teamboss. Ja, bis zur nächsten Runde nicht mehr. Teamleader. Aber dann musst du Christian. Ich folge deinem. Ja, war ein guter Test. Aber Christian muss einen Schaden machen, dann sind wir durch. Das wäre nice. Ja. Wie, dann hören wir direkt auf? Ja. Du kannst auch noch, wenn du mehr machen kannst, ey, ne? Du hast jetzt die Möglichkeit, einfach alles rauszuhauen. Solange dabei der Scrapper mit umfällt, ist mir das egal. Wenn der Scrapper tot ist, ist dieses Level vorbei. Ja. Ja, dann hau ich dem Scrapper doch einfach aufs Maul. Klingt nach einem Plan. Wie viel Schaden muss ich machen? Einen? Einen. Also 2. Also ja, 2 wegen Rüstung, ja. Dann würde ich einfach nur. Du kannst alle Karten spielen. Also nur, ja, ne? Ja. Dann würde ich vorher sagen, prime the area.
Was meint ihr, wo die so hinlaufen werden? Das entscheidest du. Der ist tot. Die werden nirgendwo mehr hinlaufen. Genau, oder? Du machst den einfach mit zwei Schaden kriegst du hin. Das wird sogar wenn ich das nicht hinkriege, das ist immer noch die Frage, kann ich irgendwo eine Falle hinmachen, weil das kann ich for free. Du machst zwei Schaden. Die beiden Pferde könnten werden nicht laufen, die werden angreifen. Der Scrapper wird mich angreifen und danach irgendwo hinlaufen, wo du möchtest. Ja, aber der Scrapper läuft doch zu mir. Zu der ihm. Scrapper wird mich anlaufen. Der Scrapper wird dich angreifen. Der Scrapper wird mich angreifen. Weil ich Fallen sind voll bin. Unnütz. Das heißt, du könntest, wenn er mich angegriffen hat, läuft er wieder hinweg, könntest du da eine Falle legen. Fallen musst du wahrscheinlich legen, bevor Geil. Du alle alarmiert hast. Einfach ja, nur, wir gehen halt die ganze Zeit komplett einfach ja, wir gehen einfach raus. Wir gehen einfach rein, Kerngedanke rein halt. Das heißt, habe ich die Karte jetzt hingelegt? Also greifst du nicht erst an, sondern machst erst eine Falle? Nee, weil das muss ich machen, bevor ich den angreife. Echt? Ja, das steht da extra drauf. Okay, krass. Ich glaube, das ist gelogen. Ja. Wie viele Deswegen Würfel hast du denn zum Angreifen? Einen blauen und zwei orange. Machst du mindestens einen Damage? Ja. Mindestens. Worst Case schon Scenario. Echt bei Crit mache ich null Damage sind. 4 plus. Mal gucken. Machst halt, ich glaube nicht. Okay, er ist tot. Bam! Okay. Tot. Der ist tot. Das heißt, wir haben sogar mehr Punkte als ja, gedacht. Und du noch zwei. Zwei Mechanics. Moment, haben wir mehr Punkte als gedacht? Wir haben 2, 4, 6, 8. Wir haben genauso viele Punkte, stimmt. Wie wir brauchen. Okay, stimmt. Und das ist auch nicht das Ding, sondern das ist das Ding. Das haben wir nämlich letztes Mal. Ah ja, stimmt. Oh, was ist das denn? Ja. Das ist cool. Das habe ich gerade auch gekriegt. Dann darfst du ja ausprobieren, was du hast. Mega cool. Ach ja, ich kriege auch noch eine Karte. Mega. What the fuck? Ja, wir haben, guck mal, wir haben 5 Viecher getötet. Und ich habe davon nur einen gemacht. Das heißt, ich kriege 4 Karten. Ich frage mich ernsthaft. Also, so, wenn du in einer Gruppe spielst, ist das ja cool, ne? Aber wie soll ich alleine diese Viecher töten? Naja, du spielst ja selbst in einem kompetitiven Modus, spielst du einigermaßen zusammen, weil darf ja niemand zulassen, dass man die Runde verliert. Ja, dass alle aber sterben. Ich mache immer noch quasi so, ja. Ja, ist halt krass. Okay, das Bams. War Runde 4 von 5. Nein. Endboss! Jetzt, nein, was? Wir werden jetzt... Wir werden du musst jetzt ja zumindest eigentlich noch ausspielen, ob hier irgendeiner... Ah ja, ob jemand stirbt. Stimmt. Du musst ausspielen, ob jemand Kann stirbt. Kann jemand von uns faktisch sterben? Nein. Jetzt? Aber das doch, ich habe so viele Gründe. Wir können da doch auch gerne zu Ende. Christian wird nämlich von 4 gehauen. Angegriffen für 4. Mhm. Ja, blauer Würfel. Ich brauche unbedingt mal eine Rüstungsmodifikation, fällt mir gerade auf. Ja, gönne ich dir gleich. Du hast selber auch noch. Gönne ich dir gleich. Dann macht er 3 Schaden. Ja, okay. 3 Karten. Okay, ich werde gehauen. Ich werde hier krass gehauen mit... Gar nicht. Nee. Gar nicht, okay. Nee. So, und er läuft zum nächsten. Das zu wäre dir. Ich. Kommt zu mir. Und schießt, haut dir für 4. Haut mir für 4. Nee. Ich blocke 4, er läuft weg und er läuft in die Falle. Und bekommt? 5 Damage. Der kriegt hier so einen orangenen plus halt Feuer. Ja, das habe ich gerade weggelegt. Warte mal, das war ein bisschen doof. Aber das ist ja auch irre. Das ist voll egal. Vielleicht killen wir den ja noch. Ich glaube, ich wollte, dass der vielleicht mal die Falle auslösen kann. Außerdem, vielleicht killen wir den ja noch. Dann kriegen wir noch mehr Loot, Alter. Ja. Blauen kriege ich noch dafür. Ja, guck mal, das ist aber da auf einmal alles rauskommt. Und eine Flamme. Und eine Flamme. Da. So. Oh, das ist eine ganz schön krasse Falle. Ja, guck mal, 3. Schade, das ist kein Crit geworden. Sonst hätten... Na okay, mehr stehen da nicht, aber sonst hätten wir. Okay, 3 Schaden, er hat überlebt. 3, ein Feuer ist noch ein 4. Schaden. Okay. Schaden. Nice. So, jetzt in der Maintenance-Phase. Einigen wir uns darauf, dass wir das jetzt. Ja, wir haben easy weggeklappt. Also jetzt können wir den auch noch wegmachen. Nein, nee. Wir gehen jetzt zum Boss. Wir gehen jetzt zum Boss. Ja. Das abgefahren ist aber, wir werden jetzt nicht stärker. Wir können nicht mehr leveln. Doch, ja, aber doch. Wir können mehr Items kaufen. Wir können mehr Items kaufen. Wir können mehr jetzt Level Items kaufen, aber wir können nicht mehr leveln. Nee, wir sind Ach, ja Endlevel. So Level. Wir sind ja, Endlevel. Aber Items machen, glaube ich, schon ganz schön viel aus. Ja. Und wir haben ja was zu kaufen. Ja. Gut, dann bauen wir jetzt mal auf für den Endboss. Und damit kommen wir zum Endboss. Wir haben fertig Alter. Aufgebaut. Es sind aber 2 jetzt sogar, ne? Ja, es sind 2 geworden. Ich dachte, es war einer. Ja, auf der Map gibt es jetzt 2-mal den geilen Sawtooth. Ja, wir brauchen 8 Punkte. Das heißt, 1 und 3 Pferdchen oder 2 oder... Whatever. Yes! Genau, let's da go. Sind die Bösen. Das ist auch gar nicht ein Boss, sondern sind 2 Bosse. Ja, ja haben wir. Dann muss er nur einen machen. Ja, ja. Und 2 Pferde. Wer fängt an? Christian fängt an. Nee, 3 Pferde. Christian hat sich einfach 3 dazu Pferde. Entschieden. Pass auf, ich habe so kranken Equipment-Shit jetzt. Ich habe einfach gesagt, ich stelle mich zwischen die beiden Pferde. Warte mal, aber die werden doch nicht direkt aktiviert, oder?
Ja, aber die sehen mich doch jetzt. Weil nur in ihrer Aktivphase können die dich doch erkennen, oder? Nee. Ja, doch, also sehe ich genauso. Die werden nur aktiviert, wenn Christian da quasi reinläuft, aber da der da gespawnt ist, sind die noch nicht direkt aktiviert. Okay, okay. Ich dachte, also, das ist so, als würdest du da hinlaufen. Nee, ich hätte gesagt, du spawnst ja da, genauso wie die. Guck mal, dann wäre doch eigentlich cleverer, wenn ich dem, bevor der jetzt gleich alertet wird und dann irgendwie rumrennt, hau ich den erst weg und ihn zu dritt schaffe. Genau, und der läuft dann einfach hier zu dem. Den schaffe ich nur nicht, ne? Also du machst das, Christian. Du hast gesagt, du machst 12 Schaden. Der macht 6 Damage. Noch. Nee, ich habe nicht gesagt, ich mache 12 Schaden. Ich habe gesagt, ich tanke 12 Schaden. Ah ja, stimmt, die Pferde haben wir weggeräumt. Ja, weil ich dachte, wir haben nur noch die Swords. Die sind so weg. Im Spiel lernst du voll früh die zu tame, ne? Ja, ja. Das war, fand ich auch richtig krass. Wait, du kannst die reiten. Ich meine die. Ach so, die? Sawtooth. Ja, okay. Nee, ich meinte die Pferde. Okay. Die Pferde kannst du reiten. Ja. Ja, hau mal rauf, ne? Nee. Ach so, nee, okay. Prime the area. Bolle! Before making an attack, this hunter may perform a free ranged attack. What? This ranged attack must place a trap. Ja, guck mal. Ja, dann platzier doch mal eine geile Trap, Junge. Die kann ich auch dahin machen, oder? Na klar kannst du das. Ja, du. Macht halt Sinn? Ja. Stimmt. Wenn er einmal rüberkommt, dann... Wofür sind die Zahlen? Wenn er doppelt die Stacks. Ja. Es ist nur eine Falle auf ein Feld. Ja, aber du kannst... Du kannst aber auch die... Du kannst die jetzt zuweisen. Du kannst jetzt theoretisch hier die 1 drauflegen. Dann weißt du, die Pfeile gehören zu dieser Falle, falls du unterschiedliche Karten für unterschiedliche Fallen spielst. Okay, das wäre smart. So. Okay. Dann kann ich dem jetzt Mili... Ich wollte gerade sagen, Moment. Wir müssen da ein E drauf. Ja, das verhalten wir mal. Und jetzt also, machst du Mini-Attack drauf. Mini mache ich ganz normal. Du kannst nicht mehr beantworten gerade. 4 Orange. Ich gerade auch, wieso steht da ein E drauf? Warum steht denn da auf der feinen Karte ein E drauf? Und hier eine 4. Und ich habe da wirklich drüber nachgedacht. Ja, ich weiß, mich hat es auch fertig gemacht. Alter. Ich konnte es kaum glauben. Mhm. Weißt du was, wir gucken, was passiert. Ja, mach einfach. Zack, ja. So. 2 und. Boom! Der gilt nicht. Nein, ich habe das nicht in seine Richtung gemacht. Ach so, nee, dann ist gut. Dann mach ich nur so. Ja, du kannst sagen, ist doch trotzdem laut. Hör auf. Den hol ich neu. Katharin. Machst du 3 Schaden. 3 plus Crit. Ja, Crit machst du dann Feuer? Wenn du Feuer. Okay, er macht Feuer. Ich mach Feuer. War das ein Nahkampfangriff? Ja. Dann wird er sich dahin bewegen. Wodurch der aktiviert wird. Warum? Weil sich angrenzend zu dem hat sich einer bewegt. Heiß. Hätte ich jetzt gesagt. Ja, das ist eine gute Idee. Das heißt aber, der würde sich jetzt auch sofort so bewegen. Ja. Okay. Moment, warum ist der jetzt activated? Weil Christian ist klar gestartet und ist da hingelaufen. Das heißt, in dem Ding, also einen neben dem, hat sich ein Spieler bewegt. Ja, aber das ist doch egal. Aber er hat keine Move-Bewegung gemacht. Genau, er hat Move-Bewegung gemacht. Ja. Ah, dann ist er, ach so, der muss eine Move-Bewegung machen. Würde ich auch so sehen wie Bram. Also. Entschuldigung. Ich dachte, aber ey, ich finde ja auch gut. Ne? Ich finde da so Leute, die immer nach Regeln spielen, auch. Eis kriegt er auch noch. Mhm. Lol. Und 3 Schaden. Und die 3 Damage. Mhm. Mach mal 3 Damage. This attack damages the target. You may move the target. A hunter is in an adjacent square at the start of the enemy's step and isn't currently in tall grass. Und a hunter sprints in an adjacent square. Genau. Gut, war kein Sprint. Genau, war ein Angriff. Ja. So. Hättest du auch so gesehen. Also wenn du dich richtig bewegst, dann... Das Rerollt haben wir. Und dann sagen wir einfach mal, boy. Wieso tut er das? Weil Christian seine Fähigkeit... Dran, dann heißt, ihr könnt auch noch einen Melee draufhauen. Das heißt, das war jetzt etwas, weil du durftest den bewegen. Genau, ich kann hier mit dem If this attack damages the target, you may move the target. Also der hat mit seinem Hammer so heftig gehauen, verstehe. Der fliegt direkt ein weiter. Aber der kriegt dann jetzt durch Feuer noch einen Schaden? Nee, noch ist der die Runde nicht vorbei. Der darf ja noch ein zweites Mal angreifen. Also ich habe nur eine Action bisher gemacht. Ja. Ja, nee, du hast die Falle aufgelegt, oder? Die war free. Die war free. Ach, cool. Free. Christian, Problem ist, ich darf ja nicht nochmal draufhauen. Nee. Heißt, du könntest noch eine Falle legen. Machen. Wenn er Munition hat. Nee, ich habe keine Muni mehr. Na dann... Heißt, ich kann mich nur noch bewegen. Oder was ist eigentlich craften? Das hat man noch gar nicht gemacht. Stimmt. Ja, dafür brauchst du Items in deinem Discard-Pile. Genau. Da kannst du dir Karten wieder zurückholen. Ich glaube, dann brauchst du 3 Karten im Discard-Pile oder sowas. Okay, ich kann ansonsten sneaken, sprinten, distracten. Aber distracten nur um ein Feld um dich herum. Ja. Ach so. Und die dürfen dich nicht gesehen haben. 2 Felder um dich herum.
Also du könntest, das wäre cool, weil das heißt, den könnte ich... Guck nochmal lieber rein. Oder schieben, lass mich da reingucken. Dahin schieben. Dann hätten wir auf jeden Fall unsere drei Pferde. Und dann müssen wir nur noch den irgendwie. Jo. Ja, dann ist jetzt zuerst das Le Pferdchen dran. Ja, das möchte uns hauen. Karte, ja, die hat any enemy within two squares. Ja, also... Läuft er zu mir? Läuft zu, ja, und haut dich mit 4. Wow, also kommt er doch wieder rüber. Ja, ist okay. Gut, dass ich ihn darüber gestorben. Ja. Haut dich mit 4. Ja, guck mal, pass auf. Muss ich würfeln. Den hätte ich gerne. Den hätte ich gerne. So einen blauen bitte. Das Geile ist, der ist jetzt gar nicht alerted. Ja, mega. 1, 2, 3 und 2 Knopf. Okay, 3 Damage hast du geblockt. 3 Damage hast du geblockt. Ja, genau. Und 2 kann ich sowieso. Also Reduced Damage Suffered from Melee by 2. Das heißt, ich blocke 5. Ja, nice. Kein Damage gegen mich. Und jetzt ist so die Frage, der steht neben mir, aber ich bin im hohen Gras. Ja, der ist noch nicht. Der sieht dich nicht. Der lötet dich nicht. Ihr steht im hohen Gras, dem ist halt auch alles egal. Ja, der läuft ein. Die Action hin und her war. Aber der läuft halt einen dann, ne? Der läuft halt einen. Aber der kriegt noch einen Schaden wegen Feuer, ne? Der kriegt noch einen Schaden wegen Feuer, das ist vollkommen richtig. Aber das heißt, Feuer bleibt. Das Feuer bleibt. Oh no, das heißt, jetzt ist der alerted. Und der auch. Ne, Moment, kurze Reihenfolge. Ne, der kriegt erst Schaden. Der ist noch nicht gelaufen. Der kriegt erst Schaden. Der kriegt erst Schaden, dadurch ist der alerted und dann. Nee, Moment, den Schaden kriegt er erst am Ende der Runde. Ne, am Ende seiner Runde. Feuer auch? Ja, am Ende seiner Runde. Okay, wenn du das sagst, dann gucke ich jetzt nicht nach. Steht auch hinten drauf sonst. Ich brauch's nicht mal groß blättern. Da steht nur Inflicts of Fire Condition. Ja. Dadurch, dass er jetzt der Alert ist, ist der nächste dran ist. Gott sei Dank. Feuer musst du wegmachen. Eigentlich haben wir sogar Schwein. Nee. Steht daneben. Feuer bleibt. Christian ist ja Feuergott. Okay. Aber wir haben sogar Schwein gehabt, weil eigentlich wäre der sonst da hingelaufen. Und dann hätte er Damage gekriegt und dann wäre der. Nee, wäre er nicht. Doch. Nee, der hat doch ein anderes Ziel, oder nicht? Der läuft da zu seinem Freund. Der ist sein nächster Freund. Nein, wenn du dem keinen Schaden gemacht hättest, wäre der einfach weitergelaufen, weil der ja... Das stimmt, aber trotzdem läuft er hier rüber, weil er zu seinem Freund geht. Wegen. Ja, jetzt, weil er alert ist. Aber woran meinte ja, wenn er nicht... Aber lass nicht über hätte, wäre, könnte sprechen, guck mal, weil ist ja nicht der passiert. Macht nämlich und läuft jetzt hier zu seinem Kumpel und sagt hier, hey, oh, das ist ja Christian. Und hier brennt alles. Ja. Ne? Der hat überhaupt wirklich... Ja, das ist ja der muss jetzt noch den einen laufen. Der geht einen weiter. Der muss jetzt den einen laufen, weil wird voll hier. Christian ist muckelig bei dir. Der läuft einen. Der läuft einen. Und der läuft einen. Der läuft einen. Okay. So, was mache ich denn jetzt? Und der haut dich noch. Wieso? Nee. Der wurde ja nur alarmiert. Da ist nur das passiert, was hier steht. Der ist noch nicht active. Achso, der ist nicht active. Genau. Aber... Meine Frage jetzt, der hat 1, 2, 3, 4, 4 Schaden, ne? Mhm. Dann heißt er nur 2 Leben. Das heißt, er kann eigentlich gar nichts, ne? Kriegt der jetzt eigentlich noch einen Damage? Hä? Ja, den hat er gerade geschafft. Ich habe gerade schon Damage dazu gemacht. Okay. Das macht ja gar keinen Sinn, den richtig heftig wegzuballern, ne? Nee, der stirbt eh nächste Runde. Weil das Feuer anbleibt. Nee, der kriegt jede Runde einen Schaden. Ja, und der braucht jetzt noch 2. Genau, das heißt, diese Runde einen Schaden und nächste Runde stirbt er dann. Ja, das heißt, er greift aber auch zweimal noch an. Das ist richtig. Da. Scheißen wir da drauf und ich greife einen anderen an. Kannst du da eine Atombombe drauf werfen? Ja, leider nicht. Ich kann leider nicht richtig. Kein Splash Damage. Kann ich einen komplett weglimpen? Ich kann Splash Feuer machen gleich. Also, ich könnte halt einen anderen versuchen, auch richtig wegzulimpen. Ich finde das super, dass gleich alle Pferde dabei im Stissel sind. Aber. Die gehen richtig ab. Also entweder töte ich halt den einen oder ich versuche einen anderen wegzubauen. Kannst du dich den One hitten und wenn er getappt hat, limpst du doch den aus dem Leben? Nee, ich kann nicht zweimal schießen. Du kannst aber Melee machen. Das heißt, du kannst den einen von den beiden wegschießen und den noch versuchen im Melee. Ja. Ja. Brauche aber nicht krass was machen gegen den, sondern... Warte mal, welcher von den... Einer von denen... Ich würde ja den... Gar keinen Schaden, ne? Genau, ich würde ja den nehmen, der schon Schaden hat. Weil dann ist er halt weg. Geht das Feuer aus? Macht hat man nicht. Warum? Haut der dich im Zweifel? Jetzt, ja. Nee. Weil wenn du den mit dem Feuer nicht angreifst, haut der dich? Nee, der haut dich. Ja, aber alle beide hauen dich, ja. Dann haut den weg, wenn du kannst. Warum? Weil solange der noch Feuer hat... Den kann ich nicht weghauen in einem. Wenn ich den, solange der noch Feuer hat und ich den nochmal angreife,
Ja, der ist tot, bevor du dran bist wieder. Ach so, ja, stimmt. Der brennt ja jetzt, der brutzelt jetzt langsam vor sich hin. Das stimmt. Ich mach den einfach weg. Ist, glaube ich, einfacher. Oder? Ja. Ja. Das behalte ich noch, das behalte ich noch, okay. Ja, dann würfeln wir einfach mal, schießen hier ein bisschen durch die Gegend, machen Peng Peng und dann ist gut. Peng Peng ist tot. Das sind drei Crits und zwei Schaden. Ja. Wie viel Schaden hat er gemacht? Fragt ein Freund. Was machst du eigentlich bei einem Crit? Entweder Eis, Blitz oder ein Schaden. Okay. Und noch ein extra Schaden. Das heißt, das wären 6 Schaden gewesen, 8. 8 Schaden. Und du wolltest nicht auf das fucking Pferd gehen, was halt, was du mit One Hit weggehauen konntest. Ja, das war halt gut gewürfelt. Ja, aber Bram, ich hab dich dreimal gefragt, ob du nicht den machen kannst. Nein, Bram, das war gut gewürfelt. Hätte, könnte, weiß wäre. Ich, also, was diskutierst ja, du denn vorbei. Immer so? Das ist nicht mehr der Teamleader. Chris ist jetzt der Teamleader. Ja, das ist schön, aber der wäre tot und der wäre eh weggeflammt. So, der ist tot. Wir kriegen jetzt hier ein Resource und wir haben den ersten gekillt. Und dann greife ich den noch an. Genau, der ist alert. Ich greife den noch an mit Moment, zwei. Wenn der alert ist. Move. Ach, dann Luft. Oh, no. Jetzt bin ich bei Bram, muss ich sagen. Bram, wieso hast du das vorher nicht gesagt? Wie wär's, wenn du deine Mutter fixst? Nee, und dann macht, einfach mal das machst. Du schon. Ja, ja. Dann hätte er mal mit Mili anfangen müssen. Ja, hab ich doch gesagt. Ja, ist ja richtig. Max Damage. Ja, also, dann gehe ich einfach zu Christian rüber und mach mit bei der Party. Du kannst eigentlich schon mal in Richtung von dem dicken Roller da gehen. Stell dich da hin. Irgendwer musste ihn hier durchtriggern. Ja, ja, ich. Dann wird er da jetzt geäumt. Ja, der ist ein nah dran, ja. Das ist richtig. Aber, wenn er mich nicht hier hin. Dann wird der geäumt. Dann. Also, aber den brauchen wir ja eh, ne? Nee. Nee, den brauchen wir nicht. Wenn wir okay, drei fertig dann, dann gehe ich halt zu Christian. Mach ich halt das, was ich wollte. Okay, Christian? Das Coole wäre, wenn eins der Pferde mich haut. Okay. Nee, alle hauen nicht. Das ja. ist scheiße, weil ich würde gerne da enden. Und doch, eins davon wird dich hauen, weil das erste haut Sepp, dann wird er wegfliegen und das andere das muss dich dann hauen. Muss mich hauen. Okay, eins haut mich. Let's go. Ich der Einzige, die Regeln kann. So, Bam. Das ist zwei. Ja, nee, krieg zwei. Gar keinen Schaden. Du fliegst trotzdem weg. Ich flieg trotzdem weg. Du kriegst doch gar keinen Schaden. Ich krieg ein weniger und nochmal zwei weniger. Ich krieg 3 Schaden weniger. Aber der macht 4, oder? Dingen. Der macht 4 und der hat 2 von sich geblockt. Und das 2 plus die 3 sind 5. Und das heißt, und 5 ich flieg jetzt 4. hier so hin. Geil. Einfache Zahl. Christian, let's go. Das nächste Pony. Mich, ne? Mhm. Ja. Ja, cool. Warum haben wir was falsch gemacht? Nein. Okay. Die Fehler sind schon passiert. Aber Peter sagt, ich darf nicht darauf hinweisen. Doch, doch. Das waren 4. 4. Das auch mega. Easy. Auch easy? Ja. Okay, du stellst sie auch weg. Aber dann aktivierst du das Pferd da hinten. Wieso? Weil der jetzt so vorne läuft. Das moved jetzt. Dann haben wir 3 Pferde am Arsch. Moment, vielleicht will ich dann... Dahin? Ja, besser. Ich sag nur so, wie es ist, den werden wir aktivieren. Ja, aber jetzt haben wir so 2 Pferde noch gerade, die wär uns hauen. Wäre dann klug, den zu aktivieren, bevor wir gegen ihn kämpfen? Oder ist... Wir haben noch 2 Züge. Wenn wir die 2 machen, so... Peter Jung, kannst du jetzt gleich beide Pferde wegjoinken? In einem Zug? Oh, hoppala. In diesem Zug? Nee. Bram ist dafür zuständig, den zu triggern. Zu weit weg. Was anderes kann Bram nicht machen. Das ist richtig. Kannst Sonst du denn, verloren. Kannst du denn weit schießen? Ja, ich kann 2 weit schießen. Das heißt, ich laufe... Du hast aber auch Munition dafür. So. Ey, just asking. Ey, das wäre der absolute Ober. Just asking. Ne, Bram, der die Regeln am besten kennt. Ja, weißt du, du schreist hier die ganze Zeit rum. Das ist aber kein Problem. Ja, gar kein Problem, das ne? Das ist wirklich kein Problem. Ich laufe bis hier, joink das Pferd oder das, ist scheißegal. After resolving an evade roll, ja, kriege ich eine Sprint-Action. Und dann sprinte ich dem hinterher. Aber nur, wenn du einen Crit würfelst. Nee. Oder? After resolving an evade roll, the Hunter may perform a Sprint-Action instead of dodging. Wenn du wo stehst? Aber nur, wenn der dich haut. Ja, aber wenn ich den haue. Ja. Und dann kommt der zu dir. Nee, also ich, wenn Peter dran war und dann gucken wir mal. Wir müssen das jetzt einmal länger durchsprechen, ja. Weil. Wenn wir das verkacken, weil Bram ist derjenige, der den triggern muss, der ansonsten aus der Map rausgeht. Wenn der aus der Map rausgeht, haben wir das ganze Spiel verloren. Ja. Also. Peter macht jetzt gleich irgendwas. Wir wissen noch nicht genau, was dann passieren wird, aber wir gehen davon aus, dass die beiden Pferde noch Leben und Damage haben, ja?
Mindestens eins. Okay, dann, ne? So, nee, wir gehen davon aus, dass, ja, ich werde den auch nicht töten, ich werde den nur, du sollst pullen. Den nur triggern. Genau, so, das heißt, was ich dann gleich machen werde, ist, ich werde einen Sprint machen. Ja, wo? Ja. Hierhin. Ja. Hau dem aufs Maul, wer auch immer da noch lebt. Ja. Nachdem ich dann. Und wenn du den dann getötet hast mit deinen super krassen Fähigkeiten, weil du bist echt stark. Weil ich nicht tun werde, weil ich halt keine Karten dafür verwenden werde, damit der mich haut. Aber ja, du kannst nicht aus Versehen einfach krass viel Schaden machen. Ich kann aus Versehen, kann ich dann drei einen blauen Schaden und einen. Ey, ich frag nur. Dings machen. Und danach ist das Ding tot und dann so. Sag nur, und dann kann ich einen Evade-Roll machen und kann sprinten. Und das wäre dann 1-2. Und damit würde ich neben dem stehen auf einem offenen Feld und würde den alerten. Aber erst in seiner Runde, oder? Nee, um genau zu sein, wenn die dann so stehen werden. Ja, aber der wird ja nicht automatisch. Doch, weil du da hingehst. Genau, weil ich da hingehe. Ja, richtig. Mit einem Sprint. Können wir kurz gucken, ob der irgend so ein Alert. Nee, hat er nicht. Hat, der weggeht. Nee, hat er nicht. Der kommt hat ran nicht und möchte dir auf immer, die Ohren. Immer, wenn der dich attackiert hat, dann rückt er dir wieder auf die Pelle. Ja, das ist gut. Und bevor ich dran bin, kann ich auch einfach eine Karte ablegen und eine Bombe ziehen. Eine Bombe ziehen? Ja, einfach eine Munition ziehen, dann schieße ich auf den. Das wäre viel einfacher. Das stimmt, das könnte man auch machen. Das könnte man auch machen, Ran. Okay, okay, ist ja gut. Dann let's go. Cool. Nee, warte mal, erstmal müssen alle einmal ziehen, ne? Ja. Haben wir noch nicht. Haben wir noch nicht. So, jetzt Peter dran. Jetzt Peter dran. Okay. Aber das war trotzdem wichtig. Ja, das ist super wichtig. Ich habe keinen Bock jetzt hier wegen irgendeiner Kacke zu verlieren, weil wir dumm sind. Also schieße ich jetzt auf einen der beiden Pferde. Aber geht noch, Christian, ne? Alter. Olaf, Alter Schwede. Zu geil. Zu geil. Okay, Peter, du bist dran, ne? Christian wird uns gleich bestimmt wieder bereichern. Du machst jetzt einfach krass ein Pferd weg, ja. Ja, ich schieße jetzt auf ein Pferd. Bams. Eins von den beiden. Die sind beide gleich, oder? Ja, sind beide gleich, sind beide wack. Okay, beide wack. Dann brauche ich einen lade deinen davon Bogen und deinen davon. Achso, ich brauche ja Munition. Ey, du ich. Hardpoint. Machst du noch einen blauen? Nice. So. Dann machst du einfach hier Kabams. Bams. Dann machen 5, 6. Nee. Einfach tot. Doch, du ignorierst doch Armor. Stimmt, ich ignoriere Armor. Zack, ein Pferdchen direkt, Bams, Peter. Hast recht. Tot gemacht. Nice. Okay, brauche ich. Ich bin ein bisschen stolz auf dich. Okay, das heißt, ich habe jetzt noch eine Aktion theoretisch. Ja, du kannst. Ich wüsste gar nicht, was ich damit machen soll eigentlich. Craften. Ja. Nicht. Geh da hin und töte den im Mini. Na gut, das ist okay. Hat ja seine. Das ist okay, dann renne ich auf das Pferd zu. Aber du kannst okay nicht mehr rennen und schlagen. Das geht nicht. Nee, ich kann nur weg noch rennen, ich weiß. Ja. Du kannst doch fernkämpfen. Habe ich gerade gemacht. Wir da können nahkämpfen. Kann ich nicht mehr, weil ich habe keinen Gegner bei mir in der NL. Wir könnten uns schon mal aufstellen. Du hast nicht so viele krassen Karten wie ich, die sich noch move lassen, nachdem schon was gemacht hast. Nee. Du musst da auch Sachen machen können. Du kannst dich schon mal aufstellen. Ich kann Stamina benutzen, aber dann hätte ich ein Leben weniger, einfach nur, damit ich eine neue Karte habe. Nee. Aber das bringt nichts. Nein, mir nicht. Du kannst ja nichts machen. Ich stelle mich jetzt einfach just for the Lulz da. Nice. Okay. Dann ich da? Nein, gar nicht. Und ich bin gesneakt. Pferde dran, ja? Ja. Dann fängst du mit der obersten an. Pferdchen haut wen? Peter haut. Haut Peter. Guck mal, Peter. Bams. Okay, 4 Damage. Ich kann, ich meine, when an enemy enters the same square as the Hunter may immediately inflict ice on the enemy. Erstmal kriegt das Ding jetzt direkt mal Eis. Das ist natürlich cool. Baby. Und dann greift mich das mit 4 an. Also 2 Orangene. Und ich block all deinen Damage. Ja, nice. Um genau zu sein, genau 4. Okay, jetzt läuft der. Jawohl. Der geht raus. Mhm. Der läuft dahin. Korrekt. Ich jetzt bin dran. Jetzt ist der wichtige Kram. Ich war verkackt das jetzt. Please do not verkackt das. Also, das erste, was ich tun, kurz um da durchzugehen, ja? Ja. In der Theorie würde ich jetzt einen Silent Strike machen. Das heißt, ich würde auf das Pferd zurennen und dem geben. Vielleicht hat sogar dabei töten. Das macht aber nicht, weil after resolving an attack, the hunter may perform a free sprint.
Ich stehe dann, würde dann dementsprechend da spielen, hau das Pferd, ja, und dann würde ich free sprinten, und zwar 1, 2. Ja. Damit würde ich neben dem Ding spielen, mit dem Sprint, der wäre alerted und würde dann sagen, yo, Dennis, ich bin am Stissel. Ja. Richtig? Richtig, ja. Richtig. Dann würde ich das genauso machen. Nice. Das heißt, ich stehe da. Da haut dich aber nicht dann so als Folge so um oder so. Ich gehe da jetzt mal nicht von aus, dass der mich direkt umhauen wird. 15 Schaden, glaube ich. Okay, die habe ich. Also, ja. Das wäre scheiße, aber die hätte ich sogar. Ja, okay. Ja, aber ich werde dann im Spiel. Alter, wenn der sich umdreht und dich einfach one-hit, dann wird dadurch verloren haben. Dann fall ich vom Stuhl. Ja. Komm, der wird sich nicht umdrehen und einfach one-hitten. Das hey, du! Ja. Nee, das wird nicht passieren. Okay. So, erstmal hiete ich jetzt das Pferd aus der Welt. Okay, mach das. Bist du überhaupt schon da hingelaufen? Nee, ich bin jetzt hier, mache einen ersten Move. Melee. Ein Melee-Attack. Okay. Da heißt, dafür kriege ich 3. So, ja? Mhm. So. Das sind 4 Damage. Mhm. Ohne Rüstung hat er noch 2. Ohne Rüstung hat er noch 2. If this attack exceeds the target's armor value, was it does, it inflicts an additional 2 Damage. Nice. 6. Tot. Bams. Ja, tot. Easy Game. Bram, krass. Ich krieg einen hiervon. Ah, oh ja, krieg ich auch noch einen. Nee, Bram, du kriegst einen hiervon. Brauchst du gar nicht mehr. Ja, aber also hier. Aber ich krieg also auch doch, scheiße, ich musste ja auch eins ziehen. Ja, dann krieg ich auch noch einen. Kann ja Mensch. Sein, dass da, drin diese, steht, dass da irgendwas passiert. Ja, moin. Ich habe gerade gedacht, dann zieh ich gar stimmt, nicht. Stimmt, die Fade-Dinger werden ja noch. So, damit haben wir jetzt die. So, jetzt mache ich auf Reaktionen darauf hin, mache ich Hit and Run. After resolving an attack, this Hunter may perform a free sprint action. Mhm. Du kommst auch mit weg auf den Ablagestapel. Dann heißt ich sprinte free. Wer bin ich? Ich bin du? Nee. Ja. Nee. Ja. Doch. Ja. Doch? Ja. Wer bin ich? So, das heißt 1, 2. Dadurch hast du den alertet. Lauf doch hier rüber. Ich lauf hier rüber. 1, 2. Natürlich. Und dann macht er Jordel Jordel. Hallo, Dennis ist mein Name. Wenn er aktiviert wird. Macht nee, er noch hat er gar wird aber nicht aktiviert. Doch. Also, nee, er wird nur alert. Vielleicht ja, nicht aktiviert. Aber vielleicht das sind zwei unterschiedliche Sachen. After this enemy damages a hunter. Okay, nee. Nee. Der haut einfach nur immer weiter drauf. Cool. Da heißt, ich darf aber noch... eine Aktion. Ja. Und zwar... Range. Ich hätte einfach mich da hinstellen sollen. Du kannst doch jetzt noch zurück. Du kannst doch move. Zurück. Genau, move dahin. Der muss ja zurück. Der muss hinterherkommen. Ja, aber hey, ich hätte mich da hinstellen können und schießen. Nein, die konnte ich nicht, deswegen bin ich da hingelaufen. Genau, weil du hast ja keine, du hast ja keine Ammunition, weil ich ja keine Muni habe. Ja. Geh doch einfach zurück und dann kommt der... Wir warten einfach, kannst du nicht dahin sogar zurücklaufen? Weil dann kriegt der automatisch immer Feuerschaden. Genau, kannst du nicht dahin zurücklaufen? Nachher, hat der nicht ein Reichweite? Dann läuft der gar nicht, ich weil der bleibt nicht, einfach sehen, da stehen. Wir sehen sein Ding noch nicht, aber ich würde... Lauf lieber hier hin. Ja, bitte. Ja, aber? Ja. Nachher läuft er gar nicht und dann bleibt er da stehen. Jetzt wie so richtig Gruppenkampf-Style. Ja. Entschuldigung. Und jetzt haben wir hier, guck mal, wir haben uns richtig krass aufgestellt. Ich hoffe nur, dass er dich jetzt auch verfolgt und da jetzt nicht steht. Hey, wenn keiner in der Nähe ist, geht er einfach weiter. Dann haben wir nicht verloren. Dann ist die letzte Aktion nie passiert. Hunter within one square. Yes, das ist nicht der Fall. No. Move two towards the edge of the border. Nein. Steht nein, du closest Hunter. Das bin ich. Okay, nice. Geil, das heißt, er läuft in die Falle. Also 1, 2. Er läuft in die Falle. Nice. Dadurch passiert was? Dadurch bekommt er jetzt schon mal mindestens einmal Feuer. Das ist schon mal schön. Die Falle kommt aber weg, wa? Ja. Okay. Dann Feuer ist super. Hätte ich gerne noch einen davon und einen davon. Splash-Feuer brauchen wir nicht. Okay. Nein. Lohnt sich nicht bei einem Gegner, ne? Das ist ein Crit und eine 1. Ja, bei einem Crit passiert nix. Gar nichts. Geil. Stark. Crit ist richtig. Und bei der 1? Bei der 1 kriegt er einen Schaden. Okay. Geht der Schaden durch die Rüstung durch, ist die Frage. Wahrscheinlich ja eher nicht. Nee, eher so nicht so, nee. Ist ja kein Elementar-Damage, ist einfach nur normaler Damage. Ja, aber stimmt. Macht der noch was außer zwei Moven? Ja. Okay. So weit sind wir noch nicht. Erstmal musste der die Falle auslösen. Erstmal musste der die Falle auslösen. Ja, ist ja egal, aber der brennt schon mal. Das ist ja immerhin etwas. Ja. Okay, das heißt, das X-Hatte macht, ist, der macht auf einen Range 7 Damage. Wow. Er geht auf dich, weil du der letzte Reset hast. Er geht auf mich. Ich nehme geile 4 Würfel, weil ich würfel nur mit Orange 3. Dann darf ich einen dazu haben wegen meiner Special Ability. Ja. Solange dann Crit mit dabei ist, ist mir egal, man kriegt keinen Damage. Okay. Da ist ein Crit mit dabei. Dementsprechend kriege ich kein Damage. Und gleichzeitig, if this Hunter rolls a crit, when making an evade roll, they may apply Frost.
Jo. To the enemy who attacked me. Und kein Damage. Ich glaube, der ist richtig einfach. Weil es ja, ist wir machen ihn einfach weg. Ne? Crit by making a bait roll that only contains orange, was ich getan habe. I ignore all damage and effects of the attack. Der kann gar nichts. Dementsprechend ist mir scheißegal, was da passiert ist jetzt in dem Sinne. Der kassiert jetzt aber ein Damage. Wegen Feuer. Wegen Feuer und damit bricht das Eis, oder? Gut, das weiß ich nicht. Also Eis macht ja nur, dass, der, dass die Armor so oder so penetrated nicht. Wird und Feuer. Ja, kann man so und so sehen, muss man festlegen. Also Feuer ist auf jeden Fall weg. Aber hier steht immer First Attack, nicht ja, First Damage. Ja, das ja. ist was anderes. Genau, also hätte ich es auch gesagt. Okay, das heißt, wir haben ihm bisher einen Schaden zugefügt. Ja. Ja, das ist 18 Stück. Wir haben ja auch noch nicht angegriffen. Ja, aber jetzt, so, und jetzt ist mein Zug vorbei. Ist halt vorher weg. Weil er ein Damage gekriegt hat. Ja, das ist ja egal, ich stehe daneben. Christian steht daneben, das ist richtig. Ja, doch. Feuer bleibt drauf. Der ja. läuft weiter. Und der läuft weiter und verschwindet damit. Ja. Dann haben wir nicht gesagt, die laufen dann so weiter? Das stimmt, das haben, das haben wir vorhin ja. gesagt. Okay, dann wird er alertet. Dann wird er alertet. Daraufhin ah, läuft er in die Richtung. Oh, jetzt wird's. Am Mann, ey! Interessant. Das heißt, wir haben 19 potenziellen Schaden jetzt da steht. Ja. Ja, alle fertig? Ja. Was komm. Soll ich tun? Ja, gehe ich auf Sortus. Das Pferd, also hauen wir erst die Ads oder wobei eigentlich tanken muss am Boss, oder? Ja. Ja. Sobald der 19 Damage hat, dann ist er weg. Wenn aber ich dem jetzt nichts mache, bist du dann immer noch der Letzte, der den gehauen hat? Der auf nee, du bist jetzt gerade der Last Recent Hunter. Nee, genau. Ja. Du wirst angegriffen von beiden. Das heißt, eigentlich müsste man das Pferd zuerst machen. Macht halt jedes Mal 4 Damage, ich halte das schon für sinnvoll. Ja. Aber die 4 Damage die blocken wir doch fast alle immer. Ja, plus die 15. Weil ja, nee, das sind nee. Aber 2 Blockwürfe. Genau, ja. das sind 2 Blockwürfe. Also die 4, ich block die easy, du blockst die easy, er blockt die easy. Ja, und Peter nicht so ganz kriegt easy. Vielleicht einen Schaden. Ne? Oder auch also, 4. Ja. 5. Ich habe mal kurz aufgefüllt. Okay, Trap brauchen wir nicht mehr. Ich könnte. Ich benutze auf jeden Fall Searing Strike. Mhm. Denn wenn ich einen Melee-Attack mache, bekommt der Melee-Attack Feuerschaden plus Splash-Feuer. Nice. Das heißt, der andere kriegt und das finden wir gut. Ja, ja alle kriegen Damage, ne? Ja, alle kriegen zumindest Feuer gleich. Na, na cool. Und wenn ich... Warte mal. Aber habe ich das richtig verstanden? Der hat dich ja gehauen. Im Nahkampf, im Kampf, triggert dann nicht seine passive Fähigkeit, dass der er... Der hat dich gehauen im Nahkampf? After this enemy stimmt, damages a hunter with a melee attack. Nee, er hat dich nicht gedamaged. Er hat dich nicht gedamaged. Okay. Er hat keine melee attack gemacht, sondern einen Range. Das ist ein melee attack. Das ist ein melee. Das ist ein melee attack. Ja. Aber das heißt, du müsstest dodgen. Ich müsste dodgen, ja. Ja, ist doch sogar gut. Stimmt, du müsstest dodgen. Und er müsste einen hinterherkommen, oder? Nee, weil er keinen Schaden gemacht hat. Genau, ja, das stimmt, aber pass auf. Da drin steht zum Beispiel bei ganz vielen Sachen, wenn du jemanden damaged, unabhängig davon, ob der Schaden bekommt, das ist was anderes. Ah, okay. Ja, steht ja dann da zum folgt Beispiel, der dir immer. Steht zum Beispiel bei dem Alert-System, ist, wenn du einen Gegner haust und den damaged, even if you get no damage, ja. dann ist er trotzdem alerted. Okay. Macht irgendwie Sinn. Der also kommt er dir hinterher, also du ja, dann gehe ich dahin, weil ich dann im hohen Gras bin der und kommt er dahin. Yeetet mir hinterher. Ja, okay. Hey, ja gut, da ändert sich nichts durch. Nee, wollte ich nur... Ja, ist okay. Okay. Nee, also von den Gegner, von der Gegnerstellung. Ja, du wolltest jetzt das Pony hauen, ne? Nee. Ich hau ihn, weil der schon brennt. Wenn der schon brennt... Das ist Over. Also ich kann ihm weiterhin mehr Feuer reindrücken. Mhm, mach mal richtig Zunder. Zunder ist wirklich gut gegen den, weil der hat 19 live, 18 noch und dann Feuer geht durch die Rüstung durch. Ich bekomme auch jedes Mal, wenn ich den haue, und der stackt halt, ne? Zurück. Das ist halt krass. Ja, also hauen wir auf den Dicken, oder? Ja, hau rauf. Soll ich denn, darf ich mal kurz die Karte von dem sehen, ob es eventuell Sinn macht, dem irgendwelche Teile wegzuhauen? Glaube ich erstmal nicht. Weil die haben alle 4 Leben und ich glaube, du machst mehr als 4 Schaden. Wenn wir den Blaze-Kanister weghauen, kriegt er nochmal ein Feuer. Das würde nie ausgehen. Ist auch nicht verkehrt, kriegst du den Blaze. Ja, aber machst du mehr als 4 Schaden? Ne, 5 musst du sogar haben. Ne, er hat Eis. Er hat Eis, dann ist das egal. Hast du mehr als 4 Schaden? Ja. Easy. Ich hab 2 Orangene plus einen Blauen. Wenn ich critte, mache ich 4 Damage und ich kann einmal so viele, wie ich möchte, neu würfeln. Also dann würde ich eher sagen, mach dem richtig heftig Schaden.
Aber das ist mit dem Feuer ist jede Runde. Und der, also der, kriegt drei, der kriegt drei Schaden, der kriegt plus Feuer und plus, das geht nicht aus. Ja. Und dann, ist dann kriegt er schon mal garantiert. Von uns kriegt dann kriegt er schon mal garantiert. Ich mach aber kriegst du nicht durch einen normalen Angriff. Wenn du, seine, noch mal Feuer. Nein, wenn du seine Parts angreifst, dann wird doch das Feuer nicht getriggert, weil der Part doch dann abgefallen ist und das ja, Feuer weg ist. Dadurch, dass er das Ding kaputt macht, kriegt er Feuer. Ja, ein. Das aber wenn er ihn direkt Feuer. Angreift, kriegt er auch ein Feuer. Aber und mehr Schaden, wenn er mehr würfelt. Pass auf, das ist die Frage. Wenn ich ihn angreife und mein Angriff macht Feuerschaden ja. und ich hau den Part, kriegt er dann Feuerschaden? Hätte ich nicht ich gesagt. Sagen, nein. Er kriegt der Part nur, genau, der ja. Part geht kaputt. Und deswegen kriegt er 3 Damage. Genau, und dann kriegt er nur 3 Damage. Deshalb ja, würde ich eher sagen... Plus den Feuerschaden. Plus den Feuerschaden. Den machst du aber so auch, wenn du den direkt angreifst. Genau. Durch deine Waffe. Das ist natürlich richtig. Deshalb aber hat er nicht. Aber hätte er dann nicht trotzdem noch einen Nachteil? Okay, sorry, ich habe gedacht, er hätte noch eine zweite Seite. Nee. Nee, er hat einfach nur echt viel Leben. Okay, ich hole ihn direkt. Was denn? Kann natürlich sein, dass jetzt gleich noch eine Angriff kommt, der nur kommt, wenn ja, du... Wo dann drauf steht so, ey, Alter, weil der B hat nur Gide, genau, der dich aus dem Leib. Das ist wirklich, das wissen wir aber nicht. Ja, ja. Oh, so ganz ehrlich, was kann der schon? Guck der kann mal gar an. Nichts, ja, wir machen den einfach jetzt. Guck mal, der andere ist schon geflohen vor Angst. Ja, richtig. Sein Kumpel bestimmt. Ist auch dieser Kleine davon. Ja, die sind sich recht ähnlich. Das ist die Mutter. Ja. Ich habe keinen Blaze mehr, ne? Nein. Nee. Hast du noch so einen Blaze? Nein. Nee. Okay. Kein Blaze mehr. Hätten wir auch vorher traden müssen. Das sind 5. Sind 5 Oshis. Was sagt uns das? Möchtest du was neu werfen? Das bin ich gerade mal überlegen. Möchtest du was Oranges neu werfen? Das ist wie beim Kaffeesatz. Pass auf, wenn ich. Das Ding ist halt, wenn ich einen Crit mache, ich könnte. Sagen wir mal, ich mache den zu einem Crit. Ja. Dann mache ich aus einem 4 Schaden. Ja, mach mal. Dann machst du beide zu einem Crit. Ja, warum nicht? Du machst ja schon mal 3, das ist auch schon gut. Also die 3 würde ich auf jeden Fall stehen. Ja, das ist schon gut. Der 3 ist das Best-Case-Szenario bei dem Blauen. Das ist schon mal ein Damage. Ja, mehr, das nee, ist mehr, der hat ja Eis. Stimmt, das sind 3 Damage. Bams. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Dann, oh Gott, jetzt geht los. Eine Karte kriege ich wieder, weil ich mache einem Feuertypen Damage. Mhm. Die geht, keine Ahnung, irgendwo rein. Mhm. Dann bekommt der ein Feuer, weil ich das vorbereitet habe und den Gains. Mhm. Er und er auch. Er kriegt auch Feuer. Ist ja AOE. Dann bekommt er nochmal. Das kannst du liegen lassen. Also kann ich liegen lassen, weil er kriegt noch Eis. Mhm. Feuer und Eis. Und das, dann machst du ja. noch? Und dann mache ich jetzt Schaden. Und zwar 3, 4 plus 4 sind 8. 10 Leben hat er noch. 5. Ah, oh, du machst schon. Okay. Achso, ja. 5, 6, 7, 8. Hat er schon einen? Der hat einen. Hat er schon. Und dann kriegt er sofort noch 2 Damage durch das Feuer. Ja, und dann ist er gleich schon tot. Ja. Easy. Nicht mal. Was macht er? Doch. Nix. Scrap this card after the attack is resolved. Das kommt weg. Das kommt weg. Theoretisch habe ich noch eine zweite Aktion. Ja, dann. Kannst du halt Fall auf das Feld legen, wo du gerade stehst? Nee, muss ein freies Feld sein. Also es muss ein leeres Feld sein, soweit ich das weiß. Also. Ich könnte irgendwo eine Falle hinfeuern, aber. Ah, nee. Ja? Schwierig, der zerrt uns ja immer an. Oh, warte mal, ich stehe auch gerade da, fällt mir ein, ne? Ja. Ja, weiß nicht, was ich noch machen soll. Sneak, Sprint, Distract, also das macht alles keinen Falle Sinn. Falle hier. Einfach damit einer liegt. Wenn ich da nichts kostet. Ich habe keine Uni. Aber. Oder? Ach so, ja gut, dann. Das ist aber dann auch ein Leben, das du investierst für eine potenzielle. Ich dachte, der kann die Falle einfach so legen. Ach, nee, ich brauch schon. Der hat ja schon mal free Falle. Was mich aber interessiert ist. Ist dann nur kein Aktionspunkt. Ja. Ja, genau, hier steht, ich brauche Munition. Ja. Ich kann nichts machen. Ja, dann muss ich eine Aktion ausführen oder nee, kann ich einfach kannst, sagen? Du kannst auch 3 Karten wieder ins Deck packen, ne? Das war doch das Crafting. Crafting. Irgendwie so Crafting. Mit Crafting. Scrap. Crafting. Dann kannst du doch 3 also 29. Karten. Craft. To make a craft action, the player may take the bottom 3 cards of the Hunter's action deck, discard pile and shuffle them back into the new ja, nice. Draw cool. pile. 3 Leben regeneriert. Und du kannst sogar both actions. 1 A gemischt. Gut, kann er jetzt nicht mehr, weil. Nee, ja. aber generell kannst du auch 6 Karten zurückziehen. Weil so hätte ich können, als ich fast tot war.
Dann nein. Nein. Das hat der mal ins Gesicht zu joinen. Okay. Ja, let's go. Neue okay, Karte. Sawtooth wird neu aufgedeckt. Der macht 1-6. Also der macht einen 6-Damage-Angriff auf dich. Ja. Mhm. Haut dir. Gib mal die 2. Und noch den. Oh, alles perfekt hier. Das ja. sind 3, 4, 5, 6. Du hast alle 6 geblockt. Ach, alles geblockt. Ach, geblockt. Cool, daraufhin macht der einen 6-Punkte-Angriff auf dich. Macht der macht nochmal exakt das gleiche. Also er pusht dich theoretisch einen weg und haut dir direkt wieder auf die Fresse. Stimmt, das müssten wir eigentlich Moment, durchspielen. Eigentlich müsste ich jetzt dann weg. Du kannst auch sagen, du bleibst stehen, weil du hast die Fähigkeit. Macht das für uns alle Sinn, dass ich stehen bleibe? Oder bleib gerne stehen. Bleib gerne stehen, mir ist das total gut. Vielleicht könnt ihr auch hier hin. Es wäre geil gewesen, wäre jetzt da vorher eine Fahne, hat es keine Munition. Nee, alles gut. Ja, das, nee. Das hatten wir schon. Das war das, was Bram. Und der hat auch eine Reichweite, der müsste sich nicht mal bewegen. Ja, aber wird er machen. 2, 3, 5, 6, 7. Alles klar. Easy. Cool. Alter, der Typ ist einfach lächerlich. Ja, wir sind einfach richtig, richtig. Ich habe auch gedacht, der one-hitted uns. Damit ist das Pferd dran. Das Pferd geht zu mir und haut mich, oder? Das Pferd enemy within 2 squares. Ja, yeah, also move towards to close Hunter. Warte, der kann aber nicht in das Feld rein. Ist er fertig? Ja. Er ist fertig. 2 Schaden. Nee, ja. Ach so. 2 Feuerschaden. 2 Feuerschaden, ja. Aber das Feuer bleibt aber an, wa? Ja. Also, nicht, dass ich das missinterpretiert habe, aber Heart of the Furnace ist meine letzte Fähigkeit. After an enemy within 1 square suffers damage from fire, do not remove the condition token. Ja. Also, der brennt ewig. Also hat er jetzt schon. Wenn du daneben stehst. Ja, stimmt, du kannst einen umdrehen. Er hat 12 Schaden. Du kannst einmal traden gegen. Achso. 12 Schaden hat er. Trade einmal. Ja. Boah. 11 Schaden. So, gut. Mal noch 8 Leben. Das Pferd kann nicht zu dir. Warum kann er nicht zu mir? Move towards the cross hunter, but there's a big figure. Ja, aber da in dem Ding steht, es können nur 2 huge nicht. Genau, es können nur 2 huge nicht. Die ist nicht huge. Die ist nicht huge. Eine huge und normal kann? Das weiß ich nicht, aber da steht extra nur 2 huge können nicht. Genau. Dann kommt die auch noch mit da rein. Dann ja, gibt's hier voll. Da gibt's hier. Okay, ja, auch nochmal für 4. Dann machen wir auch für 4. Würfelst du einfach weg. Ich muss nur 2 würfeln. Ja. Das sind 4. Du wirst rausgejoinkt. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Okay, daraufhin kriegt das Pferd einen Schaden. Solange ich mich nicht da weghauen, brennen die einfach zu Tode. Ich kann, ihr müsst das ist halt echt so. Lass einfach weitermachen. Ja. Damit ist Sepp dran. Okay. Crazy Game. 9 Damage noch. Ne, das stimmt nicht. Das ist komplett gelogen. Ah, hab ich schon gemacht. Ach so, ich habe verstanden. 9 Damage noch. 8, 7 eigentlich. 6 eigentlich nur. Ich ziehe meine Karte. Ja, ist auch weniger, weil du machst nämlich noch 2 Feuerschaden. Das stimmt. Und der ist vereist. Da steht das Pferd zwar drauf, aber der ist vereist. Das heißt, du müsstest einfach nur flat 6 Damage machen. Das Pferd zwar drauf. Ja, machen wir mal einfach easy, ne? Ich schieß ein Pfeil und krüppel ihn einfach noch zu Tode. Das heißt, er greift nächste Runde nicht an. Du knüppelst ihn zu Tode, meinst du? Ja. Ja. Ja, easy game. Und ich würfel mit 3 von denen und einem schwarzen. So. Ja, kein Problem, das war jetzt. Der Schwarze ist der Crit-Würfel, das ist gut. Ja, Crit-Würfel ist jetzt nicht so wichtig. Wir müssen jetzt einfach nur ein bisschen. Schaden. Das sind 2 Schaden und das ist es. Franz Peter. Aber hey, du machst ihm 2 Schaden und das Eis geht weg. If the target is already suffering from fire, this attack inflicts an additional 2 damage. Ja, dann machst du 4 Damage. Was? 4 Damage? Sind 2 zu wenig. Aber du kannst ja noch eine andere Attacke machen. Weißt du, was ich mache? Ah ja, stimmt, ich kann eine andere Attacke machen. Ja, easy, das war mein Range. Ja, guck mal. Bitte. Ne, vorher will ich gar nicht. Achso, ne, da war ja Eis. Entschuldigung. Okay, wie viel Schaden hast du jetzt gemacht? 2. Ne, 4 hat er doch gemacht. 4 plus 1 extra Feuer. Nein, Moment. Der hat 2 durch das. Durch das Würfeln? Genau. Plus 2 durch seine Special Ability. Pro Flamme oder generell? Nee, generell. Okay, also okay. 4. Wenn er Feuer hat, also kriegt er 2. Nummer 4 da drauf. Und dadurch kannst du die direkt wieder wegnehmen, daraus machen wir also dann 5. Also wir nehmen jetzt noch 2 Damage. What? Deine der hat nur noch 2 Leben? Nee, der hat noch 4, aber deine 2 Flamme macht am Ende des Zuges. Ja, aber jetzt muss ich durch Schild durch. Jetzt zacki, zacki. Das stimmt, ja. Das heißt, du musst ihm jetzt 4 Schaden machen. Hätte ich mal einen Crit werfen können. 4 Schaden. Du!
Ja, hab ich doch gesagt. Achso, ich habe verstanden, hättest du mal deinen Crit. Nee, hätte ich mal einen Crit werfen können. Ich dachte, jetzt redet er schon von sich. Nee, wenn du jetzt noch 4 Schaden machst, dann... 2. Nein, 4 wegen der Rüstung. Die Parts sind 4. Scheiße. 2 Netto-Schaden. Ja. Das heißt, ich muss jetzt mit meinem Ultra... Du musst jetzt mit 2 Orangenen 4 Schaden machen. Ja, easy game. Mach ich für dich noch irgendwas? Sebastian, geh mal ich kann. Ja, aber Peter ist ja auch noch da. Mein Gott, das ist ja nicht so, dass die Welt gleich endet. Ja, also, das ist richtig. Darf ich vielleicht den Todesstoß? Ja, das ist auch okay, aber vielleicht jonkt der jetzt gleich Sebastian aus dem Leben. Dadurch, dass Peter jetzt gefragt hat, macht er das jetzt. Ja, wahrscheinlich wirklich. Das sind 3 Schaden. Das sind 3. Damit bekommt er ein Damage. Ja. Und jetzt sind die dran. Das ist richtig. Dann heißt, wir fangen mit ihm an. Ich möchte mal kurz sagen, du hast gleich einen Gegner, der noch ein Leben hat. Röchelt vor dir. Steht. Ich bin. Den mach ich weg gleich. Du bist darüber gelaufen. Warte mal, das bin ich hier. Wie hast du den nah attacked? Ja, genau. Habt ihr gesagt, ich kann nah attacken? Was? Du? Ich hab dich gefragt, ob du das noch kannst. Aber sagst du hier auch, das ist kacke Problem. Ich krieg die Krise. Waller Krise. Ja, okay. Also dann hat er einen Damage weniger. Den nicht auch keinen Unterschied. Du hast immer noch deine Aktion. Scheiße. Das alles zählte nicht. Dein ganzer Nahkampf-Attack war... Dein mega krasser Nahkampf-Attack. Das war halt gar nicht passiert. Ja. Das ist echt Gold. So, und jetzt kommt Blättchen quasi nur zurück. Wir wissen noch nicht, was er gleich machen wird, aber du darfst dich noch bewegen oder craften oder irgendwas anderes machen. Ey, genau, du könntest, da der dir jetzt auf die Oma haut, kannst du gucken, ob du 3 Karten nachher wieder aufnimmst. Aber du hast keine 3. Aber der greift doch gar nicht an. Der greift dich doch an. Nein! Nee, der greift dich an, weil du in dem gleichen Feld Nein! Stehst. If this attack damages the target does not activate this turn. Achso, du hast den auch noch gestunt. Ich hab den doch gekrüppelt. Aber der ist doch schon aktiviert. Das war der Crippling Attack. Aber der ist doch schon aktiviert. Das ist doch nur eine Attacke, dass wenn einer noch nicht aktiviert ist, du den dann nicht aktivieren kannst, oder? Ne, ja, der ist noch nicht aktiviert. Der aktiviert sich gleich erst. This attack damages the target. Nee, das Activation ist doch das erstmalige Activation, oder? Das ist doch das ist jedes Mal. Nee, das ist nicht Alert. Das ist Activate. Genau, das ist Activate. Das heißt, das wird übersprungen. Dann ist jedes Mal, wenn der dran ist, ist dann eine Aktivierung. Ich hätte auch gesagt, das ist. Der ist einfach dann. Dann ist das Pferd am Stößel. Ja, ich. Geil, der chillt da auch noch. Der macht nochmal den Damage. So. Das heißt, wenn der nicht dran ist, kriegt der dann auch keinen Feuerschaden? Boah, jetzt kommen mal die krassen Fragen. Weil theoretisch müsste. Der brennt ja noch. Also sagen wir mal. Du bist im Spiel. Du hast den irgendwie gestunt, beziehungsweise der bleibt da stehen, weil er sich nicht bewegen kann und diesen Crippling-Shot bekommen hat. Ja. Der brennt ja immer noch. Hätte ich jetzt auch gesagt. Hätte ich jetzt auch gesagt. Hätte ich auch gesagt, Freunde. Er hat noch ein Leben. So, Peter. Ich habe jetzt alles. Das Pferd ist jetzt dran. Ich habe trotzdem alles gegeben. Das Pferd greift dich an, Christian, mit 4. Ja, das stimmt. Warum geht das denn nicht zusammen? Der ist dir last. Ja, aber ja, das zählt ja erst, nachdem geguckt wird, wer am nächsten dran ist. Und du stehst halt im gleichen Feld. Du bist leider... Ja, komm, das Pferd kann closest Hunter. Ja. So, 2. Dankeschön. Bams. Gut, okay, da kriegt das Pferd on damage. Ja. Weil das ja auch burnt. Okay. Das Pferd hat übrigens nur noch 4 Leben, oder? Du bist gehauen worden. Wo gehst du hin? Ich bleib da stehen. Okay, sehr gut. Haben wir das auch geklärt. Ich schieße jetzt den Typen da raus. Beziehungsweise 3. Ein Netto-Schaden. Du musst gar keinen Schaden mehr machen. Du musst gar nichts machen. Peter, ja, du bist einfach... Aber ich will das Pferd. Du bist useless. Töte das Pferd. Ich brauche niemanden, um ihn zu töten. Oh Mann, sag uns so, wie es ist. Aber dann kriegen wir auch keine Ressourcen. Ich möchte mal ganz kurz sagen, stimmt, Peter, wenn der verbrennt, dann verbrennt... Deswegen, Christian hat den getötet. Peter, kill den. Das macht keinen Unterschied, dann ist das Spiel vorbei. Das ist egal. Nee. Wie viele Ressourcen gibt der? Der kann es doch nicht umbringen, das Pferd ist noch dran. Das Pferd... Das Pferd mache ich danach auch noch weg. Okay. Jetzt auf einmal, ja? Ich habe im ganzen Kampf gar keinen Damage gemacht. Ich habe hab mich nur Leben nicht gestellt und bin wieder abgehauen. Ah, so, guck mal, ich mach nicht mal. Okay, mich interessiert nicht mal die Armor. Ich will ja eigentlich nur einen, der 2 hat. Nee, achso, doch, mich interessiert ein Armor. Ein Armor. Also ein Armor hat er jetzt für dich. Also muss 2 Damage machen. Also muss ich mit denen würfeln. 2 Damage. 2 Damage machen. Okay. Das ist ja unmöglich zu versauen. Und ich darf neu rollen. Das sind 3 Damage. Reicht das? War schon knapp. Der ist tot. Ja? Boah. Aber wenn jetzt das Pferd jetzt jemanden killt. Erstmal hier 2 Karten ziehen. Oh Gott. Eine. Das Pferd wird nie mischen. Erstmal mischen.
Soll ich die Mill hochmachen? Was steht da drauf? A rare price indeed. This hunter gains 2 glory points, then discards this card. Okay, alles klar. Okay. Ja, okay. Oder? Das heißt, wie kriege ich das jetzt hin, den wiederzubeleben? Jetzt ziehst du noch eine. Wie kriege ich das hin, den wiederzubeleben? Da muss ich jetzt schon echt gut mischen. Ja. Ich habe jetzt einfach mal gemischt, ne? Du kriegst noch einen, ne? Ja. Weil ich kriege ja auch noch einen. Okay, ist einfach nur ein Rohstoff. Ja, stimmt, Sepp kriegt auch noch eine. Zwei insgesamt, oder hast du schon eine gezogen? Ich muss noch eine ziehen. Wieso kriege ich zwei? Weil ich ich kriege immer nur einen. Ah, okay. So, okay. Das macht mich mal nicht krasser, als ich bin. Damit ist der tot. So, aber das Pferd ist noch dran. Ja, nee, ich bin noch dran. Das Pferd ist noch dran. Niemandem Schaden. Also, das hat noch 4 Leben. Ich mache erstmal hier Nahkampfangriff. Ja. Das ist auch zu Recht. Jetzt jeden wir auch noch das Pferd auf. Jetzt auch eine Killing Spree. Dafür muss ich letzte jetzt Runde mit Peter machen. Das Problem ist, ich muss eine 3 würfeln, damit er tot ist. Ja, dann würfeln wir 3. Aber ich kann nochmal neu, ich habe eine Karte, dann kann ich nochmal neu würfeln. Das ist eine 2, ja. Das ist zu schlecht. Nochmal neu. Discard to reroll any number, ja. Das Moment, der hat 2. Hast du eine 3 mit dem Feuer, da war schon eingerechnet ja im Umfeld. Nee, wieso? Der hat 2 Schaden und der hat 6 Leben. Achso, dann schaffe ich den ja so oder so. Ja, doch, wenn der 3 machst, fährt der auch mit dem Feuer, ansonsten bin ich noch dran. Dennis, eine Frage noch schnell. Ja. Und stand halt mit dem 3! Oh! Wir haben es geschafft! So, jetzt musst du noch mal ziehen. Oh nein. Ich muss auch noch mal ziehen. Ja, und Sepp auch noch mal. Ja, ich hab, bei mir ist alles ja gut. Maximal kommt das Pferd. Ah, guck mal, hier noch ein bisschen Metall. Hey, yes! Bram. Ja. Dein Charakter ist nicht useless. Bei dir da steht, they may immediately discard the glory points. Weil sie auch behalten können. Ja, nee, aber auf unserer Regelung werden alle Glory Points automatisch. Ich guck das schon im Cooperative Mode. Ja, aber das bringt ja nichts, weil keiner gewinnt. Aber steht doch, du musst die. May. Oh, das guck mal, hätten wir, ja. Klar. Das heißt, du hättest deinen Charakter schon so aufbauen können, als dass du die Punkte gewinnst. Das ist egal. So hallo, guck mal, du hast einen Sieg vor. Nein! Wir haben hier Sawtooth einfach fertig gemacht. Hier. Peter, ich möchte kurz. Peter. Ach so. Hier, einfach. Da ist gerade der Akku leer gegangen. Das ist egal. Original ist gesagt, win as a team, ushering in a new era of partnership and teamwork for the Hunter's Lodge unlike any which has ever been known before. So sieht es nämlich nice aus. Bei geil. Horizon Zero Dawn bin ich auch bei der Hunter's Lodge dabei gewesen. Mal gucken, ob es sowas bei Forbidden West auch gibt. Am 18. Februar erscheint das. Ihr könnt das jetzt noch vorbestellen über den Link in der Videobeschreibung, wenn ihr dabei den Code HORIZONFW benutzt, groß geschrieben. Dann bekommt ihr zum Release des Spiels einen Code. Mit dem Code könnt ihr im PlayStation Network einen geilen Pizmeet Meets Horizon Avatar freischalten. Macht das gerne. Der sieht ungefähr, ja, genau. Ja. Die Kombination, genau. Schön war's, oder? Also das hat sehr es viel Spaß. Es war lang, das war aber krass. Das ist halt bei solchen RPGs so und das war echt geil. Ich finde das auch nice. Du kannst deinen Charakter übelst krass leveln und gerade das mit den Items war auch super wichtig. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und damit haben wir es geschafft. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ciao.